Willkommen beim Civilization 6 Bootcamp von Publisher 2K Games Deutschland und von mir, WB Writing Bull. Es gibt Grundidee, wisst ihr mittlerweile, Playlist oben in der Ecke, alle Aufzeichnungen drin, worüber ich rede, über Livestreams. Livestreams von vier Noobs, vier Einsteigern bei Civilization 6. Der Publisher hat mich gefragt, ob ich die nicht ein bisschen coachen möchte, damit man die am Ende dann schließlich als Gladiatoren und Gladiatorinnen in eine Arena reinschmeißt, in einem großen Multiplayer-Finale und dann sagt, hier, schaut mal, was ihr gelernt habt und guckt mal, wer sich eine Krone aufsetzen kann und am Schluss dieses Finale gewinnt. Das steigt am 18.12. live bei mir auf Twitch. Link hier drunter der Textbeschreibung auf YouTube, auf diesen Thread bei mir im Community Forum. Da seht ihr, wer alles mitmacht, wann die Twitch-Streams waren oder sind, wie man dorthin kommt. Playlist der Aufzeichnung habe ich euch schon gezeigt. Da sind nicht alle Trainingsmatches drin, aber viele. Grundidee ist, mein Community-Moderator Matsuman coacht 2x2 Stunden lang Shugges, coacht 2x2 Stunden lang Edope, ich coache 2x2 Stunden lang Tuni, teilweise auch etwas länger, und coache 2x2 Stunden Marty. Den ersten dieser Trainingstreams mit Marty gab es schon als Aufzeichnung hier, das ist Teil 2. Viel Vergnügen und verschafft euch doch mal euren eigenen Eindruck, ob ihr meint, dass Marty fit wird für das Finale und vielleicht sogar als Favoritin dort auftrumpfen wird. Viel Vergnügen. Ja, ich meinte gerade schon zum Chat, ich bin echt gespannt. Ich bin vorbereitet auf rauchende Köpfe und auf richtig reinschwitzen. Ach, das wird ganz zauberhaft werden und wunderbar klappen. Ich erkläre dir auch nur das Allernötigste, um die anderen drei in Grund und Boden zu spielen beim Bootcamp-Finale. Ja, hier wurden auch schon diverse Taktiken besprochen. Ich habe schon erzählt, welche Klasse ich spiele und so. Ich hoffe, das war jetzt kein strategischer Leak hier. Aber das ist ja eigentlich auch schon offiziell, was wir spielen. Es war ja auch schon unsere Ankündigung dabei. Und da waren direkt schon, der Chat war schon direkt dabei und war so, okay, du machst einen Religionssieg. Okay, du gehst raiden. Der Chat ist schon Feuer und Flamme hier. Ja, wir haben ein etwas anderes Konzept. Kann ich gerne gleich mal erzählen. Also es gibt so ein Punktesystem, das wir uns überlegt haben, weil wir spielen ja nur 3 Stunden im Multiplayer-Finale. Mhm. Da bekommt man eine normale Siegbedingung gar nicht durch. Stattdessen machen wir so ein Punktesystem und für bestimmte coole Dinge, die ihr hinbekommt, bekommt ihr extra Punkte. Und am Schluss addieren wir alle auf, damit wir auf jeden Fall einen Sieger oder eine Siegerin halt küren können. Ja, das dachte ich mir schon, dass wir es nicht unbedingt schaffen, die Rakete zu starten in 3 Stunden. Die meisten Civilization-Runden gehen ja, glaube ich, ein bisschen länger, ne? Ja. Ein kleines bisschen. Gestern hatte ich meine Weihnachtsfeier, da haben wir 6 Stunden lang gezockt am Stück. Und mit Rundentimer und mit richtig irrem Tempo und am Schluss gab es auch nur per Punktesystem, war man im späten Mittelalter auch nur so einen Zwischendurchsieger. Ja. Ja, okay, das ist sehr beruhigend. Da muss ich mir, ne, weil ich habe mir natürlich die Tech Trees angeschaut und so, ne, war dann irgendwann so, was, Rakete, was, nuklear, was? Da ja. Muss ich ja nicht den kompletten Tech Tree auswendig lernen, das ist ja schon mal ein Vorteil. Nee. Und unser Ziel ist es, dich am Schluss mit einer Armbrust zu bewaffnen, dann ist schon alles cool. Ja, ich habe tatsächlich auch meinen Charakter schon mal ein bisschen getestet, aber ich hatte so Semi-Ahnung, was ich da mache. Ne? Also das Grundprinzip von Civilization ist ja eigentlich sehr einfach zu verstehen, aber dann halt irgendwie wirklich eine Ahnung haben, was man macht und warum man jetzt die Dinge auswählt, die man auswählt und da irgendwie Vorteile sich zu erspielen, da steige ich halt noch gar nicht durch. Ne? So ist es. Muss man sich ein bisschen reinbuddeln. Und aber dafür bin ich ja da. Wenn etwas schief gehen sollte, kannst du immer mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, hey, mein Coach hat gefehlt, nicht ich. Ja, das werde ich nicht machen, So, guter ich starte Anspruch. Auch direkt mal Civilization, ne? Ich weiß nicht, wir könnten auch die Kamera capturen, müssen wir aber auch nicht machen eigentlich. Wir können auch einfach über Voice machen, wie es dir lieber ist. Mir ist egal, also Kamera habe ich aufgebaut, kannst mich dazu nehmen, wie du möchtest. Cool wäre auf jeden Fall, wenn ich dein Spiel über Discord sehen würde. Dann könnte ich nämlich in Echtzeit immer alles machen und nicht erst mit ein bisschen Zeitverzögerung. Dann starte ich doch mal in Discord-Livestream. Ich bin totaler Profi und mache das jeden Tag und weiß deswegen direkt sofort, wie das geht. Das freut mich total. Ja, ich habe nämlich immer Riesenprobleme damit. Wunderbar. Auflösung 27, 30, ja, das müsste hoffentlich gehen. Ich habe übrigens auch, falls du es noch nicht mitbekommen hast, Probleme, Ironie zu verstehen, aber wollte ich nur mal am Rande erwähnt haben. Oh, bei mir einfach immer davon ausgehen, dass ich sarkastisch bin. Einfach im Zweifelsfall davon ausgehen, dass alles Sarkasmus ist. Da fährt man, glaube ich, ganz gut bei mir. Ich werde gerade mal gefragt, mit welchen DLCs ich spiele. Wir haben alle DLCs aktiviert, aber ich weiß nicht, ob das für uns so relevant ist, da wir uns ja eher die Anfänge anschauen, ne?
Ah, das ist schon relevant, weil es eine Menge von neuen Spielfeatures und Spielmechaniken gibt durch die Season Okay. Passes und durch die Add-ons. Also das Spielerlebnis ist schon ein anderes, ob mit oder ohne. Okay, da bin ich auch gespannt, weil ich habe bis jetzt nur ohne DLCs gespielt, bevor ich sie installiert hatte. Ah. Auf einmal fallen dann so Meteore auf meine Städte und so. Genau. Umweltkatastrophen, Vulkanausbrüche, Klimawandel ebenfalls, der Meeresspiegel kann steigen, wenn du zu viele Kohlekraftwerke baust. Der Rest der Welt hasste dich deswegen. Du kannst allerdings auch, wenn du möchtest, beispielsweise so viele Kohlekraftwerke bauen und deine Städte im Landesinneren platzieren, dass nur fremde Reiche überschwemmt werden, die versehentlich ihre Städte an den Küsten gebaut haben. Du kannst alle Abgründe deiner moralischen Tiefen kannst du ausloten. Also ich merke schon, es gibt fragwürdige Praktiken bei Civilization. Ich merke schon. Einfach alle anderen Zivilisationen überschwemmen. Jemand fragt gerade, was ist denn so ungefähr die durchschnittliche Dauer von einer Civilization-Runde? Das würde mich auch interessieren. Es kommt darauf an, also erstmal gibt es verschiedene Spielgeschwindigkeiten, wenn man, also ist rundenbasiert klar, aber wenn du zum Beispiel auf einer sehr hohen Spielgeschwindigkeit spielst, dann sind alle Produktionen früher fertig, Forschung ist früher fertig und anderes. Und wenn du auf Standard spielst, dann kommt es auch darauf an, ob du selber so das so machst, dass du wirklich dir alles in Ruhe anschaust, versuchst die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Oder ob du dich schnell und hastig durchklickst auf unteren Schwierigkeitsgraden. Ich selber spiele immer auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, mal das öffentlich auf Twitch. Und da müssen wir wirklich an allem, an jedem kleinsten Detail basteln, weil eine falsche Entscheidung kann schon dazu führen, dass man die Partie in den Sand setzt halt. Gut, das klingt ja gar nicht gruselig. Ja, aber komm, guck mal, gegen wen hast du es beim Multiplayer-Match zu tun? Mit EDOP? Mit Chagas, mit Tuni. Tuni coache ich auch. Die macht es auch relativ gut, finde ich. Ja, ich Aber habe die schon anderen gehört. beiden, die werden von meinem Community-Moderator gecoacht, von Matsumen. Der kennt sich, also man muss ihm zugutehalten, er hat ein lexikalisches Wissen über Sys6. Aber ich hoffe doch sehr, dass du mir keine Schande bereitest. Das ist no pressure. Nein, ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe. Aber, also ich bin auch einfach super, also ich bin auch einfach super gespannt darauf, das Spiel zu lernen, weil ich glaube, kaum jemand kriegt so einen Premium-Einstieg, wie ich jetzt halt gerade hier. Ne? Das ist schon ziemlich nice, direkt so ein bisschen gecoacht zu werden. Weil ich glaube, die Werde mein meisten Leute, Bestes wenn sie geben. anfangen zu spielen, sind doch ein bisschen überfordert, könnte ich mir vorstellen. Ja. Also es gibt ein Tutorial, das ist aber nicht so super gut. Es gibt ein Ingame-Lexikon, da kannst du jedes Spieldetail nachschlagen. Aber man muss einfach sagen, das Spiel ist auch durch die, das ist ja erschienen im September 2016, 6 Jahre alt, 6,5 Jahre, zwei riesengroße fette Add-ons, Rise and Fall und Gathering Storm. Dann Season Pass noch, der heißt New Frontier Pass für alle Veteranen des Spiels, mit so optionalen Modi, die wir auch gar nicht erst ausprobieren werden. Eine Flut von verschiedenartigen Zivilisationen und Anführern, die sich alle so ein bisschen anders halt jeweils spielen. Insofern mega, mega, mega komplex das ganze Spiel. Was du spielen wirst jetzt, ist die Anthology-Version, die Anthologie-Version. Da drin ist alles drin, also all das, was ich gerade aufgelistet habe, und noch ein paar kleinere DLCs. Und das sollten wir vielleicht auch mal für alle Interessierten noch erwähnen. Wer diese Anthology-Version hat, der schaltet auch gratis frei auf Steam oder auf Epic, wo man gerade unterwegs ist, den sogenannten Leader-Pass, also den Anführer-Pass. Das ist ein kürzlich erschienener Season Pass, von dem einer von 6 DLCs schon rausgekommen ist, der neue spielbare Anführer liefert. Und den bekommt man halt gratis, wenn man die Anthology-Version besitzt oder alle anderen Civ-Teile, die in der Anthology-Version enthalten sind. Wisst ihr Bescheid, Leute? Ausrufezeichen Civilization, wenn ihr auschecken wollt, ne? Ist ein gesponsorter Stream. Vielen, vielen lieben Dank an dem Punkt fürs Sponsorieren. Du, ich würde sagen, am liebsten springen wir direkt mal rein, oder? Ich sitze hier also langsam, Mach das. ich krieg hier langsam Bock loszulegen hier. Gibst du mir noch das Spielbild? Ja, ich habe einen Stream angemacht. Siehst du Ach den so, auf habe ich noch gar Discord? nicht geguckt. Mal gucken. Nee, im Augenblick noch nicht. Bum, 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 bum. Da musst du mich tatsächlich coachen. Du mich coachen, komischerweise. Und nicht Okay, also umgekehrt. bei Civilization ist ein rundenbasiertes Spiel. Da unten. Nee, macht mal. Mit oder ohne Kamera? Du kannst immer versuchen, deine Kamera zu streamen über Discord und ich Das gucke wäre mal, ob ich meine die gut Kamera. capturen Schau mal. kann. Jetzt sehe ich auch deinen Stream. Alles Ja, klar. sehr gut. Scheint mir Ja, nicht ich zu kenne mich da auch sehen. nicht so aus, ob denn beide streamen müssen oder so, ne?
Bis dann. Jetzt muss ich erstmal rausfinden, wie ich deine Kamera sehen kann. Ey, ich bin so ein... Ach, da! Okay, wunderbar. Dann mache ich das doch einfach mal so hier. Ja, ich dachte mir, es ist vielleicht ganz cool für den Chat, ne? Dann seht ihr auch, das ist dann so ein bisschen persönlicher, wenn ihr auch das Gesicht seht, was hier gerade Sachen erklärt, dachte ich mir. Wir müssen mal gucken, ob das funktioniert mit Discord, mit der Bandbreite und so, ne? Ist ja immer ein bisschen, wird ja sehr belastet hier. Wenn es zu heftig wird, schmeißen wir mich raus und dann kriege ich halt nur das Spiel. Alles okay. So, guck mal, machen wir mal so hier. Dann stelle ich mir das mal noch so ein bisschen hier ein. Dann könnte das doch gut funktionieren. Ich sehe mich im Fernsehen, wenn das meine Mama wüsste. Ja, kannst jetzt alle grüßen. Ich rufe sie mal schnell an. Hi Leute, liebe Grüße. Juhu. WB. So, ich schieb dich mal nach links unten. Du meintest, da passt das ganz gut neben die Kamera. Genau. Ich mache das ganz spontan. Eventuell verschieben wir es nochmal so ein bisschen. Ne? Ich bin da ich bin immer nicht so ein Perfektionist. Ich mache das immer einfach irgendwie spontan hier. Okay, ich soll wahrscheinlich ein Spiel starten, wa? Mach das. Mein Vorschlag wäre, du nimmst die Einstellung oder die Gegner auch, die du haben wirst beim Multiplayer-Match. Das heißt, das wäre Einzelspieler, da wo du bist, ganz oben, dann Spiel erstellen. Ach was, im Moment, Entschuldigung, mein Fehler. Bist du so freundlich, vorher noch in die Optionen mal kurz zu gehen? Na klar doch. Wir schalten mal ein paar Dinge ein oder aus. Audio ist okay, gehst du mal ganz oben auf Spiel bitte. Dankeschön, bla bla bla. Berater, den Berater machen wir aus. Du hast doch mich als Berater. Neu bei Civ, genau, Berater weg. Bei den ersten Runden habe ich ihn sehr gebraucht, den Berater. Echt? Und dann freundlicherweise nochmal auf Interface, den Reiter links, den fünften von oben, genau. Da steht in der Mitte Erträge im HUD-Bereich, im HUD-Bereich anzeigen. Da knippst du mal bitte an, immer anzeigen. Dann können wir nämlich die KI-Konkurrenten uns anschauen. Und der Rest sollte... Also während des Turniers dann ausschalten, damit meine Gegner nicht sehen. Okay, ich verstehe. Also beim Turnier selber machen alle das an einfach. Das ist okay. Ich glaube, das sollte das Wichtigste sein. Jetzt wieder raus aus den Optionen. Einzelspielermodus. Guck mal, schon kritische Info hier gehabt, ne? Genau, jetzt kannst du in die Haut von Tumyrus schlüpfen. Einer Amazonenkriegerin und Königin, Marti. Genau, Erweiterungen. Machst du oben Gathering Storm. Gathering Storm beinhaltet die Spielmechaniken vom ersten Add-on Rise and Fall. Das ist alles richtig. Du bist Tumyrus. Die Amazonenkönigin, habe ich gehört. Genau. Die Skythen waren ein wildes Reitervolk im Norden vom Schwarzen Meer und in den Steppenlanden dort. Und behaupten, es gäbe halt die Amazonen, wenn die sie wirklich gegeben hätten. Die wären eventuell rund um die Skythen damals auch gespawnt. Die können Legenden sein, aber wenn ich dich so sehe, zumindest legendär bist du doch schon mal, oder? Na, das sehen wir gleich, wenn wir in-game sind, ne? Nicht den Tag vor dem Abend loben. Wir machen noch, weißt du, was wir noch machen könnten? Dann waren wir auch beim MP-Match. Guck mal ganz unten, da steht Katastrophenintensität. Wenn du da auf 3 gehst statt auf 2, dann werden uns eher die Stürme um die Ohren knallen. Ah, wir machen das Turnier ein bisschen spicier. Interessant. Okay, ja. Okay. Spieltempo machen wir wahrscheinlich schnell, nehme ich an, ne? Ja, also wir werden beim MP-Match, wenn wir spielen mit online, ich würde uns hier schnell empfehlen, weil sonst geht es etwas zu schnell. Das ist zu stressig für dich. Okay. Weil man sich dann ständig auf neue Dinge einstellen müsste. Kartentyp wird beim MP-Match Pangea sein. Also ohne Wasser, richtig? Mit Wasser, aber mit einem einzigen riesengroßen Kontinent. Dann trifft man sich eher. Kann sich früher die Schädel einschlagen. Kartengröße wahrscheinlich klein, ne? Mach gerne klein, ja. Alrighty. Alles prima. Kann ich meine Gegner noch auswählen oder ist das super standardmäßig? Idee. Gerne. Unten steht erweitertes Setup, wenn du da drauf gehst. So, ich weiß gar nicht auswendig, gegen welche Zivilisation ich spiele, aber du hast es ja wahrscheinlich auf dem Schirm. Ja, genau. Das fängt an mit Kublai Khan. Tuni spielt Kublai Khan. Den gibt es in 2 Varianten, in einer mongolischen und in einer chinesischen. Das war nämlich ein Mongolenanführer, der mit seinen Mongolen China erobert hat und sich danach zum Kaiser von China ernannt hat. Und sie ist China. Wir sind China. Genau. Und dann haben wir noch Chagas. Chagas schlüpft beim MP-Match in die Rolle von Trajan, dem Kaiser von Rom.
Gibt schon so ein paar zur Auswahl, ne? Also ich glaube, ehe man sich die alle mal angeschaut hat, vergeht auch so ein bisschen Zeit. Ja, und Edope führt die Perser an, den findest du hier unter dem Nickname Kyros, der Kaiser, der Anführer der Perser. Kyros, die Perser. Die haben auch alle ein bisschen unterschiedliche, die konzentrieren sich auch auf unterschiedliche Spielstile, ne? Ich glaube, da kann man schon ein bisschen abschätzen, in welche Richtung die gehen wahrscheinlich. Leg los, schmeiß einmal aufs Spiel starten, einmal gucken, was passiert. Der spannendste Augenblick kommt jetzt. Ich will die Nervosität nicht nehmen, im Gegensatz. Das ist jetzt das spannendste Erlebnis überhaupt. Jetzt kriegen wir nämlich raus, wie die Zufallskarte aussieht, auf der du spawnst und ob deine erste Stadt in einer guten Gegend von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser haben wir gute Ressourcen. Bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid... Sera, Hallöchen und Hallo an alle, die reinkommen. Auch im Alltag? Beginnt eure Bronzerüstung, Helm auf dem Kopf. Ja, das ist meistens, wenn ich einkaufen gehe, dann ist das meistens so mein Standard-Outfit. Ja. Ich wohne auch in Berlin, da fällt das auch nicht so auf. Oh, große Kriegerin, Königin Tomiris. Ich selber bin beim Einkauf eigentlich nicht nur mit einer Stofftüte bewaffnet, aber es sind so verschiedene Lebensstile. In großen Eben wird man die Geschichte der Reiter erzählen. Aber ich fand die Ankündigungsbilder, die sahen sehr fantastisch aus, fand ich. Ich musste sehr schmunzeln, wie ich die gesehen habe. Sie werden euch finden. Reitet weiter, wilde Königin, auf so, das und, eure Freunde euch... Jetzt haben wir doch unten links an Leute anzeigen. Jetzt haben wir doch das Tutorial erwischt. Unfassbar. Weg damit, alles wegklicken oder oben rechts ins X rein, dann ist auch alles weg. Oh, jetzt habe ich hier direkt schon meine Leute verschoben. Ein Fehler, es tut mir leid. Es ging ein kleines Drama. Aber das ist nicht schlimm, wir suchen uns den perfekten Startort, würde ich sagen. Wie zuverlässig sind denn hier die Tipps von der KI, sag einmal? Ich habe gehört, die sind nicht so zuverlässig, die Tipps. Mittelmäßig. Also ich würde dir schon empfehlen, dir selber was auszugucken. Wenn ich dir gleich den ersten Tipp nennen darf, wenn du die Taste drückst, dann ploppt die wichtigste Übersicht für Siedler auf. Die welche Taste war es nochmal? Aber wieder die Zahl 4. Die 4. Alles da, wo grün ist, da ist Trinkwasser. Und je dunkelgrüner ist, desto mehr. Also das ist so echtes, richtiges Trinkwasser an Flüssen. Wärst du an der Küste, wär's hellgrün. Je grüner, je dunkelgrüner, desto mehr Wohnraum. Das heißt, desto leichter ist es für deine Städte, große Bevölkerungszahlen anzunehmen. Ach guck mal, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht, dass ich dachte, wenn Wasser da ist, hat man immer dieselbe Menge Wohnraum. Ich wusste noch gar nicht, dass da es noch Unterscheidungen gibt. Guck mal, direkt hier Fact Nummer 1, ne? Also an Flüssen ist immer gleich hoch und an Küste ist ein bisschen weniger und alles, was grau ist, ist halt ohne Trinkwasser. Und ich würde dir auch gerne raten, schau mal um, ob du einen Ort findest, wo viel Nahrung und wo viel Produktion ist. Bei der Nahrung ist es halt so, bei Civ wie bei den meisten anderen Strategiespielen auch, Nahrungsüberschüsse führen zu neuen Bürgern. Wenn die Bürger sich voll feist und satt fressen, setzen sie eher Kinderchen in die Welt. Und das sind die grünen Punkte auf der Karte und die kleinen braunen Zahnradsymbole, das ist die Produktion. Je mehr Produktion, desto schneller kannst du Einheiten bauen, Gebäude und so weiter. Und die erste Stadt, die du gleich setzen wirst, die wird das zentrale Stadtfeld bewirtschaften, auf dem der Siedler steht und in einem Feld umkreist alle Felder drumherum. Also ich finde, das hier sieht ganz sympathisch aus, weil wir haben hier zweimal Weizen als Bonusressource, wir haben zweimal Nahrung durch die Wälder schon standardmäßig, wir können hier sogar nochmal Mais dazu kriegen und wir können hier sogar nochmal Gips dazu kriegen. Und ansonsten haben wir ein bisschen Produktion und ein bisschen Nahrung. Ja, das ist ein Standort, der auf jeden Fall gut funktioniert. Die Alternative könnte sein, ganz rechts, da ist so eine Luxusressource, da sind 3 Nahrung und 2 Produktion. Mhm. Und daneben siedelt, hätte man ein extrem cooles Startfeld. Andererseits, du weißt ja nicht, was dahinter ist. Wenn dahinter was Cooles ist, dann ist dann gut, wenn nicht, dann nicht cool. Ja, ist die Frage, sollte ich jetzt noch eine Runde zum Scouten nehmen oder also ist die eine Runde wahrscheinlich schon wert, oder? Mann, ich habe so keine Ahnung von nichts, ne? Das ist reine Geschmackssache. Es gibt Leute, die scouten nie, die nehmen immer die erste Runde, weil sie sagen, jede Runde ist verschenkt, jemand rumläuft, andere scouten gerne. Wie du möchtest, du machst nichts falsch. Auf jeden Fall mit dem Krieger einmal rumlaufen und danach erst mit dem Siedler bauen. Erkunde mal in die Richtung hier ein bisschen. Mal gucken, was wir hier haben, ein bisschen Stein und so. Ich glaube, ich würde hier anfangen zu bauen, weil ich einfach hier ein paar mehr Ressourcen habe, die ich schon von Anfang an bebauen kann. Wäre jetzt hier meine spontane Einschätzung. Ich finde es so angenehm, dass Civilization rundenbasiert ist.
Weil ich finde, viele Spiele in die Richtung, wie zum Beispiel Age of Empires oder so, da geht es sehr um Schnelligkeit. So, gerade bei Age of Empires, da geht es ja gegen Ende nur darum, wer kann am schnellsten klicken, wer kann am meisten Sachen bauen, Shortcuts auswendig lernen, damit man so schnell wie möglich klicken kann. Das finde ich irgendwann super stressig. Und hier, es ist zwar sehr komplex, aber man kann halt in seinem eigenen Tempo spielen, so auch online. Das finde ich sehr angenehm. Okay, außer man hat irgendeinen richtig krassen Zeitcounter, aber weiß nicht, ob das in der Regel der Fall ist. Ich schon erwähnt, dass beim Multiplayer-Finale beim Bootcamp, dass wir da einen Rundentimer im Hintergrund laufen lassen. Mhm. Ja, sonst wird es ja auch nicht funktionieren, ne? Wenn einer irgendwie eine halbe Stunde braucht pro Runde. So, wir gründen unsere allererste Stadt. Ja, aber du hast doch vorher schon mal reingeguckt in das Spiel. Das läuft so flüssig. Ja. Du hast vorab schon mal trainiert, oder? Ich habe 8 Stunden lang schon gespielt. So 2 Testründchen, damit ich eine Ahnung von irgendwas habe. So, das ist unsere nette kleine Stadt und ich würde direkt mal Handwerker bauen, damit wir hier alle Ressourcen maximal nutzen können. Pokrovka. Ja, kannst du machen. Die Ressourcen kann man ja immer erst dann bauen, also die Modernisierung darauf setzen mit dem Handwerker, wenn man die entsprechende Technologie erforscht hat. Du kannst die Weizenvorkommen, die du hast, die kannst du sofort erschließen. Dafür braucht man einen Bauernhof, den gibt es von Beginn an. Und rechts neben der Stadt ist auch irgendwas, das kannst du auch sofort machen, das ist Maisvorkommen. Den Gips links drunter dagegen, das Luxusgut Gips, kannst du nur mit einer Mine erschließen. Mine müsstest du erstmal erforschen. Ein Handwerker hat 3 Aktionen. Wenn die 3 Aktionen aufgebraucht ist, löst sich der Handwerker auf. Das heißt, 3 Bauernhöfe würden funktionieren. Alternative könnte sein, ein Speer, der ist schneller unterwegs, der hat 3 Bewegungspunkte, den Krieger nur 2. Mit einem Speer könntest du die Karte schnell aufdecken. Und mit einem Monument, wenn du das bauen würdest, würdest du 2 Kulturpunkte in der Karte, in der Stadt bekommen und damit schneller in der kulturellen Forschung vorankommen, damit coole Regierungsformen freizuschalten. Ein Falsch oder ein Richtig gibt's nicht. Alles 3 ist machbar. Speer, Handwerker, Monument, alles 3 sind Möglichkeiten. Boah, also lässt du mir jetzt die freie Wahl? Ja, natürlich. Ich bin ja nur der Coach. Gott, ich muss ja selber was machen. Chat, Hilfe. Ich will meine Patschentchen am Ende in Unschuld waschen und werde sagen können, alles, was gut passiert, gerne, bin ich dafür verantwortlich als Coach. Alles, was schief geht, tut mir leid. Ich würde erstmal Handwerker bauen, damit wir möglichst schnell große Produktionen haben und dann noch schneller andere Sachen bauen können, glaube ich. So schnell wie möglich hier die Produktion hochballern wäre so mein Ansatz. Machst du das nicht falsch? Also, die meisten Leute starten... Mein Chat sagt jetzt eher Speer. Ja, sonst machen wir einen Speer und gucken erstmal. Der dauert auch nicht so lange. Die meisten Leute starten tatsächlich entweder mit Speer oder mit Monument. Handwerk ging auch. Aber ich beuge mich dem Druck und mache einen Speer. Und ich gucke mich mal ein bisschen weiter hier in die Richtung um. Oh, es gibt Tabak. Oh, hast gehört? Das ist super cool. Ein Dörfchen. Da hat dich das Glück erwischt. Da kannst du reinziehen und kannst eine einmalige Belohnung bekommen. Wenn du die Leute im Dorf kennenlernst, überreichen die dir Gastgeschenke. Weil die so froh sind, dass du vorbeigekommen bist, löst sich das Dorf danach sogar auf. Frag bitte nicht nach den Hintergründen. Plündern auf nett machen wir mit denen. Und wir können uns eine Forschung auswählen. Da ist wahrscheinlich auch am Anfang, man braucht wahrscheinlich alle Sachen am Anfang, ne? Ich würde da wir ja Gips haben, würde ich erstmal eine Mine erforschen. Das ist wahrscheinlich sinnvoll, hoffentlich. Sehr gute Idee. Was man auch machen kann, das ist okay. Keramik würde ich nicht machen, weil Keramik schaltet den Kornspeicher frei. Den braucht man, um mehr Wohnraum zu bekommen. Du warst am Fluss, brauchst du nicht. Die Tierzucht darunter wiederum, du siehst das Pferdesymbol dort, das ist eine strategische Ressource. Die sind bei Kartengenerierung auf der Karte platziert. Wir wissen aber noch nicht, wo. Und in dem Augenblick, wo du zum Beispiel die Tierzucht erforschst, wird das für dich sichtbar, wo Pferde sind und die kannst du nutzen. Du kannst also pokern und sagen, ich habe vielleicht Glück, Pferde bei mir in der Nähe. Und dann hättest du die durch die Tierzucht aufgedeckt. Und da du die Skythen spielst, sind damit eine Fraktion, die mit Pferden super gut auf Reiter und auf Kavallerie setzen kann. Da ist auch deine Spezialeinheit drin. Wäre das auch eine Option. Aber Bergbau ist auch okay, wie du willst. Ja gut, die Pferde müssen wir erstmal finden. Ne? Deswegen würde ich erstmal Bergbau erforschen und dann Pferde. Also Pferde sind ja super wichtig bei mir. Ne? Ich gehe ja komplett auf die berittenen Bogenschützen und auf die Reiter später. Also wenn ich keine Pferde finde, habe ich ja komplett ein Problem direkt beim Turnier, ne? glaube ich. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, brauchst du für diese Spezialeinheit die berittenen Sarkenbogenschützen, brauchst du, glaube ich, keine Pferde, weil sondern nur für die normale leichte Kavallerie.
Weil die aus irgendeinem finsteren Grund zählen diese berittenen Sakenbogenschützen, wenn ich mich hier richtig erinnere, als Fernkampfeinheit und nicht als Reitereinheit. Die Pferde, ne, die denken genau. Sich einfach dann die Pferde. Ja. Die brauchen keine Pferde. Und mein Chat meint gerade, da oben ist eine Stadtgrenze. Stimmt, Chat ist sehr aufmerksam, habe ich gar nicht gesehen. Ah, haben wir richtig Glück mit dem Start hier. Okay. Hast du viele Veteranen bei dir in der Community? Ich glaube, die sind alle durch dich reingekommen. Also ich glaube, es sind super viele von deinen Zuschauern gerade hier. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal winken. Ich habe das Gefühl, es ist so. Ich habe das Gefühl, die sind hier sehr gespannt zuzugucken. So, ja, ich habe ein bisschen Werbung gemacht. Ich plündere mal auf freundliche Art und Weise dieses nette Dorf hier. Man freut sich, dass du gekommen bist und überreicht dir ein Heureka, das heißt ein geheimes Wissen, sodass du die Technologie Bogenschießen nachher schneller erforscht hast. Du hast 40% der Technologiekosten geschenkt bekommen gerade. Das ist sehr nice. Also wir wollen ein bisschen auf Bogen gehen, ne? Das ist, glaube ich, sehr praktisch. Ja. Dann gucke ich mir am besten mal hier die Stadt an, wa? Und das könnte ein Stadtstaat sein und der erste Spieler oder die erste Spielerin, die einen Stadtstaat kennenlernt, bekommt dort einen Gratisgesandten, weil die Stadtstaaten-Menschen sich total freuen, dass immer jemand vorbeikommt und ihn in die Weltgeschichte einführt, dann bekommst du einen Gratisgesandten, damit einen kleinen Bonus bis zum Ende der Partie. Wie man zum Beispiel Gesandte kriegt und wie die funktionieren, habe ich noch gar nicht gerafft, aber dafür bist du ja da. Da bin ich gespannt drauf, das erklärt zu kriegen. Weil da war ich bei meiner Proberunde echt überfordert mit. So, ich glaube, hier können wir nichts machen, ne? Warum bewegen die sich nicht von alleine? Ich habe ihnen doch gesagt, dass sie hier hingehen sollen über mehrere Runden. Warum machen sie das jetzt nicht? Das machen die am Rundenende. Also erstmal werden alle Befehle ausgeführt, die du manuell gibst. Und wenn du dann am Schluss dann auf eine Runde weiterklickst, dann werden die Befehle über mehrere Runden hinweg ausgeführt. Ist das dann von Vorteil, meinen Kampfeinheiten nicht mehrere Runden Befehle zu geben, sondern die am Anfang zu setzen? Ah, okay. Ja, eindeutig. Also es führt nicht dazu, dass du früher oder später am Ziel hinkommst, aber es kann immer was passieren auf dem Weg dorthin. Du kannst auf Feinde treffen, du kannst auf Barbaren treffen oder irgendwas. Oder du ziehst ein paar Geländefelder weit und entdeckst was viel Spannenderes rechts und links des Weges und willst dann lieber da gucken gehen. Also ich selber klicke immer nur Feld für Feld ganz allmählich. Okay. Eine Sache würde ich dir zwischendurch nur empfehlen, dass du mal in deiner Stadt gucken gehst, ob du der KI wirklich vertrauen kannst und ob die KI deinen ersten Bürger auf einem Geländefeld arbeiten lässt, das dir auch in den Kram passt. Was? Das kann man beeinflussen? Ja. Kurz zu wissen. Untertanen sagen, was sie zu machen haben. Das Inspiration ist was Ähnliches wie ein Heureka, nur bei der kulturellen Forschung. Das heißt, du bekamst da ein paar Forschungspunkte geschenkt. Genau, du klickst auf der Stadtwappen und schau mal, du kannst ganz unten rechts ist ein Zahnrad. Das ist okay. So bist du in der Übersicht der Bürger. Das ist die Produktionsübersicht. Ganz unten rechts. Ich bin gerade ein bisschen blind. Genau da, wo du warst. Ich habe nur zeitverzögert kommentiert. Du hast was gemacht und ich habe dann gesagt, was du gemacht hast. Ja, ich glaube, du siehst mein Bild auch ein bisschen zeitverzögert wahrscheinlich über Discord. Nee, ich glaube, ich reagiere einfach langsamer. Dann zeig mir was und dann mache ich erst eine Gedenksekunde. Ich bin halt Rundenstrategiespieler. Ne? Ah, jetzt sehe ich, wo mein Bürger arbeitet und ich kann ihm sagen, dass er woanders arbeiten soll, was? Ja. Also im Augenblick gehst du massiv auf Produktion. Dein nächster Bürger würde unten, ganz unten siehst du es, da ist der grüne Balken, da steht +7 Runden bis zum Wachstum. Jeder Bürger verbraucht 2 Nahrungspunkte. Das heißt, im Augenblick entstehen 3 Nahrung, 2 auf dem zentralen Stadtfeld, einer da oben auf dem Wald mit dem Hügel, wo der eine Bürger arbeitet. Das Feld in der Mitte wird immer automatisch bewirtschaftet. Das heißt, du hast einen geringen Nahrungsüberschuss und dein nächster Bürger, da braucht lange. Stattdessen ist das Spiel jetzt so eingestellt, dass stattdessen die Produktion schneller beschleunigt wird. Was ist dir wichtiger, Marti? Ja, ich könnte ja ihm sagen, dass er vielleicht ein bisschen mehr Nahrung sammelt, ne? Dann haben wir einen schneller Bürger. Ich klicke da drauf. Wow. Jetzt ist dann ein Vorhängeschloss entstanden, weil du einen manuellen Befehl gegeben hast. Und wenn du den wieder umplatzieren wolltest, dann müsstest du das Vorhängeschloss lösen, indem du nochmal auf diesen Button draufklickst. Guck mal, ich bin ja, das wurde zum Beispiel nicht erwähnt im Tutorial, ne? Das ist ja gut zu wissen. Nee. Ey, gut, dass ich hier eine Coaching-Runde mache. Der Button ist mir komplett neu. Cool. Okay. Mensch. Läuft aber gut, prima. Es läuft. Super flüssig. Man merkt dir nicht an, dass du eine Einsteigerin bist. Na gut, aber ich spiele ja solche Spieltypen, spiele ich ja auch schon sehr, sehr viel, ne? Solche Aufbaustrategiespiele ist ja auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Also die ähneln sich ja auch alle untereinander so ein kleines bisschen. Aber zum Beispiel solche Details, ne, hätte ich wahrscheinlich in 20 Stunden nicht rausgefunden, dass ich meine Bürger umplatzieren kann. Das finde ich gerade ein bisschen witzig. Und wir haben Amagar entdeckt. Das ist wahrscheinlich was Gutes, nehme ich an, oder? Mhm.
Wenn du da mal draufklickst. So, das ist einer dieser Stadtstaaten. Stadtstaaten sind halt nicht die großen Reiche, die du besiegen musst, sondern so kleine Einstadt-Stadtstaaten halt. Die werden auch nicht expandieren. Die werden immer diese eine Stadt haben, es sei denn, jemand anders erobert die und macht die und nimmt den denen weg. Und wenn du da oben, du hast den Stadtstaat jetzt aufgerufen und da steht beeinflusst durch eine Zivilisation ganz rechts. Klickst du da mal auf beeinflusst durch. Oben rechts in der Mitte. Oben rechts in der Mitte? Ich bin gerade sehr verwirrt. Also rechts ist ja, rechts hast du die ganzen Stadtstadt-Infos und da stehen Gesandte entsandt, darunter steht beeinflusst durch, darunter steht Quests. Nee, weiter runter mit der Maus im Stadt, genau da. Eins drüber. Einen Zentimeter mit der Maus nach oben. Achso, beeinflusst durch. Ja, okay. Das ist es. Wenn du da mal draufklickst, ja. Schau mal, das ist dein Gratis-Gesandter. Den hast du bekommen, weil du die erste bist, die den Stadtstaat kennengelernt hat. Aha. Jetzt hast du einen Bonus und wenn du jetzt wieder ein Feld zurückgehst, perfekt. Das ist deine Belohnung. Der ist jetzt auch automatisch, also der ist automatisch entsandt, der Gesandte, und ich kriege jetzt automatisch plus einen Glauben in der Hauptstadt. Ja. Und das ist ziemlich cool. Ja. Dadurch hast du einen spirituellen Boost und es kann sein, weil du diesen Bonus bekommen hast, dass du gleich relativ schnell ein Pantheon bekommst, einen ersten Glaubenssatz und dir einen schönen anderen Bonus noch aussuchen kannst. Also Faustregel, kleines Coaching fürs MP-Match, wenn du frühzeitig Speer baust, mit denen die Karte durchläufst und versuchst als Erster möglichst viele Stadtstaaten kennenzulernen, dann kannst du alle diese Gratis-Gesandten abräumen. Die bekommt immer nur der Erste oder die Erste, die einen Stadtstaat trifft halt. Okay, also früh die Karte erkunden lohnt sich für die Dörfer und für die Stadtstaaten. Ich verstehe, warum alle Speer geschrien haben gerade. Ja. Sollte ich meine Krieger zu weit wegschicken oder sollte ich die lieber, ich sollte lieber in der Nähe meiner Stadt lassen, ne? Für den Fall, dass irgendjemand vorbeikommt wahrscheinlich. Ja, also dass die großen Reiche jetzt bald da sind, ist eher unwahrscheinlich, aber es kann sein, dass gleich Barbaren-Camps spawnen und die können überall im Fork of War sein und die schicken dann Späher zu dir hin, die wollen dich auskundschaften und wenn du die dann zurücklaufen lässt zu ihren Barbaren-Camps, dann sagen die Bescheid, hey Jungs, es sind wirklich Jungs, Schäfer, Hunde und Katzen. Im Ernst, das sind die Einheiten, die ja hier auftreten können. Späher haben Hunde und Katzen an ihrer Seite und sonst sind es halt immer brutale Schlägertypen. Und dann knipsen die und sagen, hey, wir haben Beute erwischt, da vorne, Mati und Pokrovka. Und dann produzieren in irrem Tempo immer mehr Barbareneinheiten und schicken die zu deiner Hauptstadt und nehmen die auseinander. Deshalb würde ich nicht zu weit weglaufen, ich würde den Späher zum Scouten benutzen. Aber noch kannst du kannst den Krieger vielleicht so halbkreisförmig, so eine Runde drehen lassen um deine Hauptstadt. Ja, mein Chat sagt gerade, die Speer weit wegschicken und die Krieger im Kreis um die Stadt laufen lassen. Das klingt nach einem soliden Plan. By the way, Feedback von meinem Chat. Mein Chat sagt, Writing Bull sollte als Tutorial in Civ eingeführt werden. Offiziell. Sehr lieb. Also das ist schon mal hier Feedback von meinem Chat. Was ist das denn? Oh, Bernstein. Interessant. Eine Luxusressource. Wenn du die nachher hast innerhalb deiner Kulturgrenzen und so eine Modernisierung draufsetzt, dann sind deine Bürger glücklicher und zufriedener. Wenn du ganz viele hast, sind sie beinahe so glücklich wie dein Chat. Haha, seid ihr glücklich, Chat? Stimmt ihr dem zu? So, und wir müssen uns entscheiden, was wir als nächstes produzieren. Dann würde ich diesmal meine Handwerker nehmen, da wir jetzt ja einen Speer haben. Ja, oder halt ein Monument, um Kultur zu generieren. Dann hast du früher eine Regierungsform. Kannst beides machen. Mit dem Handwerker kannst du gleich die Mine bauen. Ich persönlich würde ein Monument bauen, aber das ist eine persönliche Sache. Du kannst auch einen Handwerker machen, wie du dich wohler fühlst. Ja, du kannst sogar einen zweiten Speer machen. Da wir hier sind, um von persönlichen Erfahrungswerten zu lernen, baue ich dann auch ein Monument. Aber Kultur erhöht nicht meine Stadtgrenzen, oder? Wodurch werden die nochmal erhöht? Doch, die Kulturpunkte, die in der Stadt entstehen, im Augenblick sind das 1,2. Die dehnen auf Zeit die Kulturgrenzen aus deiner Stadt. Das heißt, wenn ein bestimmter Schwellenwert erreicht ist, dann bestimmt die KI, die deine Stadt verwaltet, selbstständig, welches Feld hinzugefügt wird zu deiner Stadt. Also durch das Monument kriege ich dann wahrscheinlich auch ein neues Stadtfeld. Auf Zeit. Also im Augenblick hast du 1,2 Kultur, die entstehen vor allem durch den Palast. Der Palast ist ein unsichtbares Gebäude, das in deiner Hauptstadt platziert wird, sobald du die erste Stadt hast. Und das gibt dir Basiserträge von allem. Also dadurch hast du mehr Nahrung, mehr Produktion, mehr Forschung und so weiter. So einen kleinen Boost zum Start. Und das Monument wäre dann das erste richtige Gebäude in der Stadt, das dir dann nur diese Notenschlüssel gibt, die Kulturpunkte. Die dehnen deine auf Dauer deine Stadtgrenzen aus. Und wenn du mal links oben gucken gehst, da steht ja ganz links oben Gesetzgebung bei der Forschung. Es gibt ja zwei Tech-Trees. Genau. Mhm.
Es gibt den naturwissenschaftlichen Tech-Tree, das ist der hellblaue und das ist der violette und das ist der sozialwissenschaftliche Forschungsbaum. Und je mehr Kulturpunkte du hast, zum Beispiel durch Monumente, desto mehr kommst du von links nach rechts im Tech-Tree. Und da, wo du im Augenblick bist, du schielst wahrscheinlich schon auf die politische Philosophie und die Regierungsform zu Beginn der Klassik, also eine Epoche weiter nach rechts. Nur ein bisschen genau, da wo so viel Blau in der Mitte ist. Mhm. Da steht Autokratie und Oligarchie und so weiter. Und da hinzukommen zu Beginn, das ist dein erstes Ziel, denn da kannst du richtige Regierungen erlassen und kannst also richtig gut loslegen. Da willst du möglichst schnell hin. Und wir kriegen einen Bonus, wenn wir 3 Stadtstaaten treffen. Das wäre wahrscheinlich ganz praktisch, ne? Weil 68 Runden ist ja auch eine Ansage am Anfang. Genau. Okay. Wenn du die 3 Stadtstaaten getroffen hast, hast du eine sogenannte Inspiration und bekommst 40% dieser Kosten, dieser Forschungskosten geschenkt. Ach, es ist so komplex, ne? Schon am Anfang. Dabei ist ja noch gar nicht richtig losgegangen. Das ist ja noch hier Pipifax, was wir hier gerade machen. Ja. Ah, da ist der erste Speer. Direkt umknüppeln. Aber richtige Speer, Einstellung. Aber Speer versus Speer ist wahrscheinlich eine blöde. Wobei, wenn ich als Erster angreife, gewinne ich wahrscheinlich, oder? Wenn wir gleich stark sind. Ja, der hat ja einen Lebensbalken. Der hat 100 Lebenspunkte, genau wie dein Speer. Den haust du nicht in einem Schlag um. Das Wichtigste ist, der hat ja ein Ausrufezeichen über seinem Kopf. Und das bedeutet, er hat dich gesehen. Wenn du den zurücklaufen lässt zu seinem Barbarencamp, das ist diese Horrorgeschichte, die ich eben erzählt habe. In dem Augenblick, wo er in seinem Ausgangscamp wieder angekommen ist, sagt er seinen Leuten, oh, Fanny, dass sie jetzt in höherem Tempo als Dank, zuvor eine Einheit nach der anderen bauen sollen. Und die laufen dann zielgerichtet zu deiner Hauptstadt und machen dich alle. Du musst ihm irgendwie den Weg abschneiden. Notfalls, Pro-Gamer-Tipp von mir, Chat-Zuschauer rekrutieren, die dir helfen. Das schaffst du alleine nicht. Rekrutiere so viele Leute wie möglich aus deinem Chat, die mitmachen und die halbkreisförmig sich um den Speer herum aufbauen. Du brauchst Chat, deine Leute ganz Habt ihr gehört? Chat, wir brauchen eure Hilfe. Und Sunny ist gerade reingekommen. Hallöchen, Hallöchen. Wir machen es am Sonntag, oder Sunny? Hier, ne? Wir, ne? Wir machen Team Writing Bull, habe ich gehört. ja. Dann würde ich doch mal hier auf Kampf gehen. Und meine Krieger auch mal zurückholen, weil jetzt gerade können wir die Barbaren ja nicht so unbedingt gebrauchen. Genau so ist es. Und der Rest wird noch erforscht und so, also nächste Runde. Ah, guck mal, aber hier der Stadtstaat, der scheint ja auch nicht so zu mögen, die Barbaren. Die würden auch die Barbaren jagen. Und jetzt hast du gesehen, der ist Richtung rechts unten gelaufen. Da in dem Barbarencamp wird einer drinstehen und das Barbarencamp bewachend, dass du mit dem Speer nicht kleinkriegst. Da brauchst du auf jeden Fall noch den Krieger an der Front. Den auch noch nach unten schicken. Hol den mal in die Nähe. Ich taste mich mal hier ganz vorsichtig Feld für Feld vor. Ja, ja, und ich glaube, einmal draufhauen kann ich. Oder mein Speer hält ja ein bisschen was aus, ja, oder? Mach das. Ah, okay, ja, komm, ja, mal, ein bisschen drauf hier. Okay, und das Camp scheint noch ein bisschen entfernt zu sein. Das ist ja schon mal ganz positiv. So, next. Dann haben wir gleich Bergbau, ist auch ganz nett. Wenn du dich in einem Loch wiederfindest, hör auf zu. Wenn du dich in einem Loch. Nehmen wir als nächstes. Du meinst ja, Tierzucht ist für uns wahrscheinlich relativ wertvoll wegen Pferden und wir können ja auch den Kurgan bauen. Das ist ja auch unsere Spezialisierung. Also wahrscheinlich ganz praktisch, oder? Kurgan ist als eine dieser Modernisierungen, die Handwerker bauen. Und das ist eine sehr frühe, also deine einzigartige, die nur du bauen kannst mit den Skythen. Und deshalb war deine Anfangsidee mit dem Handwerker gar nicht so doof. Ganz im Gegenteil, weil je früher du einen Handwerker hast, desto früher kannst du den Kurgan bauen hier. Der liefert dir Glauben und Gold und andere schöne Dinge. Den kannst du allerdings nur bauen. Bauen kannst du den überall, aber der ist besonders wertvoll, wenn der neben einer Weide ist. Weiden sind die Modernisierung, die du zum Beispiel bauen kannst auf Pferdevorkommen oder auf Kuh, auf Rindervorkommen und unter anderen Sachen. Ich sehe Hallöchen, all die reinkommen. Also geh auf die Tierzucht, alles super. Ah, das ist auf Tierzucht. So, die Krieger kommen ein bisschen weiter hier in die Richtung. Und wir gucken mal, wo der Speer so hingelaufen ist hier. Ach, guck mal, noch ein Dorf, wie angenehm. Das nehmen wir doch gerade mal mit. Ein Bonus, noch eine Inspiration. Ja, die Handwerkskunst ist schneller wieder.
Das ist sehr gut. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bonus gerade gewesen, weil die Handwerkskunst gibt ja gleich die Möglichkeit, schauen wir uns nachher an, in höherem Tempo Militäreinheiten zu bauen. Okay, das klingt, als würde ich es brauchen für das, was ich hier vorhabe. Ich befürchte ja. Ah, guck mal, da ist er wieder. Na, Stress? Aber ich fürchte, kann jetzt sein, dass er schon zurückgelaufen ist zum Lager hier in die Ecke, ne? Dass wir uns da wahrscheinlich drum kümmern müssen. Wir wissen nicht genau, wo das Lager ist. Es kann sogar sein, dass du ihm den Weg abgeschnitten hast. Das wäre der Idealfall. Und jetzt näherst du dich von dem von zwei Seiten und willst den einkesseln. Ja, den kriegen wir. Und wir wollen ja sehr kriegerisch unterwegs sein, ne? Müssen wir mit unserer Kultur. Und also wir wollen auch unsere Krieger ein bisschen trainieren hier, ne? Die müssen ja auch schon mal ein bisschen Erfahrung sammeln für den Ernstfall. Die sammeln Erfahrungspunkte, dadurch kannst du Bonusse für die freischalten. Er versucht nach rechts oben abzuhauen. Miyake, schnapp ihn dir! aber angreifen können wir jetzt nicht, ne? Wenn ich hier vorstehe, dann flüchtet er wahrscheinlich wieder. Bevor du ziehst, ein kleiner Tipp. Zwei Sachen. Schau mal, das ist ja so rot schraffiert auf drei Geländefeldern. Das bedeutet, wenn du neben dem stehst, kannst du von den Feldern aus angreifen, klar. Aber es gilt auch, die Nahkampf, die meisten Einheiten haben eine Kontrollzone. Das heißt, wenn die Einheiten nebeneinander stehen, dann können die nicht so leicht sich wieder voneinander trennen. Die einen, die gucken aufeinander und umklammern sich quasi in der Art. Das heißt, wenn du den Feind zum Beispiel von zwei Seiten flankierst, einmal hinten, einmal vorne, dann wird er Schwierigkeiten haben, vor dir zu flüchten, weil er immer nur ein Feld ziehen kann, nicht mehrere Felder. Also der kann dann nur, wenn der an dir vorbeizieht, immer nur ein Feld ziehen. Es sei denn, er kann wirklich direkt von dir abhauen, dann kann er länger laufen. Aber wenn er so sich an dir herumschmiegen muss, dann ist das schwierig. Dann wird er ausgebremst. Also ich muss zwei Einheiten auf den roten Feldern haben, die an den Feind angrenzen. Und dann kann er nur noch ein Feld laufen. Ja, also das wenn du den Speer nach rechts ziehst und den Krieger nach links, könnte es sein, dass der dann nicht mehr richtig abhauen kann. Ja, den garantieren wir nicht, aber die Chancen stehen gut. Ja. Ist das dann zufallsgeneriert, ob er abhauen kann? Oder also gibt es eine Prozentchance, dass er nicht abhauen kann? Nee. Oder wie ist das? Wow, wir haben richtig Glück noch in Dorf. Ja, in der Tat. Nee, jetzt erwischt mich gerade mein Schicksal, dass ich versuche, alles auf einfach zu erzählen. Dann kommt mir ein bisschen komplizierter. Sonst zur Not gib mir die komplizierte Variante. Wenn ich was nicht raffe, dann fange ich einfach an zu weinen. Nein, das war ein Witz. Ich sage einfach Bescheid. Ja, also ich mache den Vorschlag. Ich erkläre es auch komplizierter. Und wenn du es, dann sagst du mir offen, ob du es verstanden hast. Und wenn nicht, dann fange ich an zu weinen. Ich gebe mir Mühe. Das wäre mein Kompromissvorschlag. Das ist ein guter Kompromiss. Mal schauen, ob ich zum ersten Mal im Coaching in Tränen ausbrechen muss jetzt. Also, wenn eine Einheit neben dir steht, eine feindliche Einheit, dann ist die ausgebremst, wenn sie innerhalb einer Kontrollzone zieht. Aha. Oder wenn sie dich, die kann dich halt dann nur angreifen, oder sie kann dann nur an dir, und wenn sie an dir vorbeigeht halt, aber innerhalb der Kontrollzone bleibt, also diesem einen Feldradius rund um deine Einheit, dann kann die immer nur einen Schritt machen. Wenn die dagegen von dir dann abhauen will, das heißt aus deiner Kontrollzone rauszieht, irgendwo ins Niemandsland, das kann die mit allen Bewegungspunkten machen. Aber falls dort wiederum eine Einheit von dir steht, auf die die dann zuzieht, dann ist die gefangen in zwei Kontrollzonen, kann immer nur ein Feld ziehen statt ganz viele Felder. Okay, verstehe ich. Muss ich weinen? Nee, noch nicht. Vielleicht später. Mal gucken, wie es weiterhin so läuft. Gerade geht's ja ganz gut. Okay. Das ist zum Beispiel, das habe ich auch nicht. Also ich habe mich vom Tutorial nicht gut informiert gefühlt, was das angeht. Wir haben eine Naturkatastrophe jetzt schon, das kann es geben. Ja. Ach du Scheiße. Ja, eine starke Dürre. Heuschrecken schwirren umher und Staub wirbelt im heißen Wind. Das Land ist von der Dürre vollkommen ausgetrocknet. Das zum Beispiel kenne ich noch gar nicht, weil ich bis jetzt ohne DLCs gespielt habe. Interessant. Ja. Denn wie der Mensch eine gute Gelegenheit. Zur Vollkommenheit gelangt, das beste Lebewesen ist, so ist er ohne Gesetz und Recht auch das Schlimmste von allen. Nach Politik. Eine gute Gelegenheit, übrigens bei der starken Dürre vielleicht im Chat das ein oder andere Getränk für deine Zuschauer zu reichen. Gute Idee, damit Chat. Ihr solltet mal Ausrufezeichen Kaffee machen, ne? Gerade in der Dürre ist wichtig genug zu trinken. Das ist eine sehr gute Idee. Jetzt kommt ein ganz super cooles Spielfeature, das du wahrscheinlich auch schon entdeckt hast, diese Politikkarten. Ja, diese Politik, das heißt, ja. Genau.
Kartensystem. Und da kann man, wenn man das halbwegs geschickt anwendet, super coole Bonus und Strategien aufbauen. Die sind unterteilt in 4 Arten von Karten. Also die oberste Zeile sind die roten Militärkarten-Slots, darunter die gelben Wirtschaft. Später gibt es noch grüne für die Diplomatie und ganz unten lilafarbene Joker-Plätze, wo du alle anderen Kartentypen reinsetzen kannst oder halt die Joker-Karten. Und allmählich, je weiter die Partie voranschreitet, desto mehr von diesen Kartenslots werden dir angeboten. Im Augenblick beginnt es nur mit einmal Rot und einmal Gelb. Bei Rot hast du 2 zur Auswahl. Eine Karte kannst du reinsetzen, bei Gelb 2 zur Auswahl. Auch da musst du dich entscheiden. Du kannst danach in jeder Spielrunde das hier wieder aufrufen und kannst die Karten wieder umpuzzeln. Nur, das kostet dann Geld. Es ist dann gratis, wenn du gerade eine kulturelle... Genau. Es ist dann gratis, wenn du gerade eine kulturelle Errungenschaft beendet hast. Also wenn du gerade eine Forschung abgeschlossen hast, dann ist das kostenlos, die Karten einzustellen. Ansonsten kostet es etwas. Okay, das ist auch gut zu wissen. Oh, ich lerne hier gerade richtig viel, ne? Aber das war ja auch der Plan. Ja. Da wir gerade gegen Barbaren kämpfen, würde ich mal das hier nehmen. Da kann der Speer sich warm anziehen. Und wir haben ja nur eine Stadt. Da ist das hier, glaube ich, ein bisschen praktischer. Da wir gerade nur eine Stadt haben. Der Gottkönig, der geht dann. Du hast ja schon einen Glaubenspunkt pro Runde durch den Stadtstaat. Jetzt bekommst du einen zweiten. Sobald du 25 Glaubenspunkte hast, bekommst du ein sogenanntes Pantheon. Das heißt, einen ersten coolen Glaubenssatz. Und je früher du deinen Pantheon freischaltest, also eventuell vor deinen KI-Konkurrenten oder vor deinen MP-Gegnern am kommenden Sonntag, desto größer ist die Auswahl von Pantheons, unter denen du dann genau das dir raussuchen kannst, das zu deinem Spielstil passt. Okay, ab 25 Glaubenpunkten Pantheon, ab 25, merken. Das bestätigen wir einmal. Lieber Chat, vielen lieben Dank für die Subs. Flimflam, Dankeschön für den 14. und Schiller, Dankeschön für den Prime Sub, Dankeschön, Dankeschön. Oh, und David Pro, Dankeschön für den 28. Genau, ja, Entschuldigung, da brauchte der Chat einmal ganz kurz Aufmerksamkeit. Ich wollte mal ganz kurz Subs vorlesen und so. Ich wollte dich damit nicht unnötig zureden. Aber ansonsten kann ich auch einfach mich ungemutet lassen. Du streamst da gerade gar nicht, glaube ich, ne? Das ist auch sehr ungewohnt. Nein. Ich mute mich dann immer bei sowas, weil ich nicht reinreden möchte in den Stream, aber ich kann ja eigentlich dennoch ungemutet bleiben. Nein, du hast meine exklusive und ungeteilte Aufmerksamkeit. Na dann, ne, lieber Chat, vielen lieben Dank für die Subs und herzlich willkommen nochmal an die Leute, die von Writing Bull rübergekommen sind. Ich hoffe, ich stelle mich nicht allzu doof an bis jetzt. Aber ich hab jetzt schon super viel gelernt, was halt im Tutorial einfach auch nicht erwähnt wurde, ne? Also tatsächlich so ein paar Details, ich glaube, die kriegt man sonst gar nicht mit, wenn man sich nicht mal wirklich aktiv damit beschäftigt. Liebes Dorf, was hast du Schönes für uns? Aha. Wir haben Handwerker bekommen. Ja. Boah, das ist ja richtig. Ey, wir haben so viel Glück. Ich hoffe, am Sonntag habe ich auch so viel Glück. Dass du gratis geschenkt bekommen, einfach nur deswegen, weil du da ein bisschen Glück hattest beim Bonusdorf. Und mit den Handwerkern baut man halt Modernisierung. Ganz unten beim Handwerker, da siehst du 3, also 2, ganz unten rechts bei der Handwerkermaske, wo die Werte von dem stehen. Ganz unten rechts. Wir bauen da direkt. Achso, ja, hier. Also, genau, da steht, genau. Da stehen die Fortbewegungspunkte, ne? 2 hat er und 3 Aktionen. Das heißt, 3-mal kann er eine Modernisierung machen, hatte ich eben schon mal kurz erwähnt. Und wenn er die 3. gemacht hat, dann ist der K.O. Dann löst die Einheit sich auf. Kleiner Programmer-Tipp dann auch für den kommenden Sonntag, fürs Multiplayer-Match und fürs Bootcamp. Wenn wir spielen ja auf einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass so Naturkatastrophen passieren. Und bei denen werden oft auch Modernisierungen kaputt gemacht. Die kann man dann reparieren. Das Reparieren kostet keine Aktionspunkte, aber du brauchst halt einen Handwerker auf Vorrat, der mindestens eine Aktion noch hat. Das heißt, vielleicht 2 jetzt aufbrauchen. Und wenn der Handwerker dann nur eine Aktion hat, dann den in der Stadt parken und sagen, das ist der Reparaturtrupp, falls irgendwas Schlimmes passiert. Okay. Das ist auch ein guter Tipp. Das wusste ich nämlich auch noch nicht, dass die Sachen reparieren können. Ich würde direkt einen Bauernhof bauen, damit wir mehr Bevölkerung kriegen. Weil wie ich gerade gelernt habe, können wir ja gar nicht alles gleichzeitig bewirtschaften, sondern brauchen auch die Bevölkerung dafür. Dementsprechend würde ich hier, wo die Leute arbeiten, mal einen Bauernhof hinsetzen. Und hier ist, glaube ich, ganz gut, wenn es auf Produktion bleibt, weil wir brauchen ja auch neue Einheiten. Das dauert sonst ja Ewigkeiten. Also zack, Zeit für einen idyllischen Bauernhof. Und dadurch haben wir Befestigung erlernt. Gut zu wissen. Also ein Horeca bekommt 40% hast du bekommen von den Punkten dafür, von den Forschungspunkten. Das ist halt so ein Belohnungssystem, das im Hintergrund arbeitet und so ganz allgemein gesagt, wenn du erfolgreich spielst,
wenn du wirtschaftlich, militärisch cool spielst, dann werden immer wieder diese Triggerhalte ausgelöst und du bekommst Forschungspunkte geschenkt. Für bestimmte Forschung. Man könnte sich vorher angucken, welche Forschung ist mit welchem Trigger verknüpft und den dann gezielt anstreben, aber das würde ich dir im Stress des Multiplayer-Matches am Sonntag mit Rundentimer Ich wollte gerade sagen, die richtigen Profis kennen das wahrscheinlich auswendig, ne? Und forschen dann die Sachen extra erst, wenn sie die Vorteile dafür haben. Aber ich weiß nicht, ob ich das alles so schnell auswendig gelernt kriege. Würde ich nicht machen. Ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits würde ich gerne das Barbarencamp weghauen, andererseits habe ich auch ein bisschen Angst, meine Krieger zu weit von meiner Stadt wegzuziehen, weil die ist ja ziemlich unverteidigt, ne? Also wenn jetzt einer von den anderen Spielern vorbeikommen würde, wäre das ja wahrscheinlich nicht so gut für mich, weitere Krieger habe. Schau dir mal in der Stadt nach, wie lange es dauert, nach dem Monument einen neuen Krieger dort zu bauen. Wenn das nur wenige Runden wären? Das wären 4 Runden gerade. Du musst es wissen. Gehst du das kleine Risiko ein oder nicht? Ja, als Rat würde ich das Risiko eingehen, ne? Aber ich weiß nicht, hat die Stadt an sich denn, also kann die Stadt an sich sich denn so ein bisschen verteidigen oder überhaupt nicht, wenn da keine Einheiten drin sind? Die kann nicht zurückkämpfen. Wenn die Stadt eine Stadtmauer nachher hat, dann wird da so ein blauer Balken über der Stadt zu sehen sein. Und dann kann die Stadt auch auf dich feuern. Also sie hat dann eine Aktion pro Runde. Also das ist dann quasi eine immobile Einheit, eine Einheit, die sich nicht bewegen kann und die einmal pro Runde selber jemand angreifen kann. Und die ist dann auch schwerer einzunehmen. Aber Stadtmauern müssen wir erstmal erforschen. Es wird nicht so sein, dass da ein Feind vorbeikommt und der greift die Stadt einmal an und ist eingenommen. Aber es kann zu Beginn der Partie relativ schnell gehen. Aber ich finde trotzdem, deine Entscheidung ist eine kluge, auf ein bisschen Risiko zu gehen. Okay, dann machen wir ein kleines bisschen Risiko weiter. Achso, und weil Leute im Chat gerade fragen, wir üben gerade für das große Turnier am Sonntag. Dankeschön, Jana, fürs Command machen. Ausrufezeichen Turnier und Ausrufezeichen Civilization könnt ihr heute machen. Der gute Writing Bull, der coacht mich gerade, der hat schon ein kleines bisschen mehr Erfahrung in Civilization als ich. Ich bin blutiger Anfänger, ich habe ein kleines Probematch gespielt und sonst nichts. Und ich bin jetzt schon total fasziniert, was für kleine Sachen und Kniffe man alle lernen kann, die man sonst nicht so mitkriegt hier. So, Ausrichtung. Es ist Zeit für kulturelle Forschung. Ja, du meintest ja, man möchte hierhin rushen, ne? Richtung politische Philosophie, das ist so das Wichtigste. Ganz genau. Und das kann man ja über alle Wege, na wobei über die beiden mittleren Wege kann man das machen, aber du kannst dir den Weg auch anzeigen. Du kannst den Weg auch anzeigen lassen, indem du mal auf die politische Philosophie klickst. Dann wird dir angezeigt, was du dafür brauchst an Voraussetzungen. Mein Tipp wäre mal, du machst das genau richtig. Du schaust dir an, du musst ja über beide gehen, die so ein bisschen angegraut sind. Das sind die beiden einzigen Forschungen, die du jetzt auch wirklich machen kannst. Du machst das genau richtig, du gehst mit der Maus gucken, was schalte ich da an kurzfristigen Belohnungen frei. Welche Politikkarten kommen dazu? Die gelben, die Wirtschaftskarten, die blauen, die roten, die Militärkarten. Vielleicht gehst du mal mit der Maus bei beidem, beim Außenhandel und bei der Handwerkskunst mal drüber und überlegst dir, was könnte für mich cool sein. Hier steht jetzt plus 30% Produktion für Handwerker. Da habe ich direkt die erste Frage. Handwerker haben Produktion? Oder für die Gebäude, die sie gebaut haben? Weder noch. Also die Produktion der Handwerker geht dann schneller, weil du in den Produktionspunkt in der Stadt, den du in den Bau eines Handwerkers draufsteckst, da wird ja quasi noch ein Drittel draufgelegt an Produktion. Also man braucht 30% weniger Produktion, um die Handwerker zu produzieren. Leider nicht. Warum? Nee, also die Produktionskosten bleiben gleich hoch, aber die Anzahl von Produktionspunkten, die du brauchst, um das Projekt abzuschließen. Aber wenn du dieses Projekt anstrebst, den Handwerker, dann geht das schneller, weil du dafür einen Bonus noch geschenkt bekommst. Das sind wie Zinsen beim Sparen. Okay, verstehe. Und dasselbe ist hier für Nah- und Fernkampfeinheiten. Na gut, da wir mit Nah- und Fernkampfeinheiten ein bisschen stänkern wollen, ist das ja vielleicht gar nicht mal so schlecht. Marineeinheit machen wir eher weniger. Da würde ich mal vielleicht das hier nehmen. Absolut richtige Entscheidung. 50% Bonus auf alle Militäreinheiten. Oh, das klingt nett, ne? Kann man mal mitnehmen. Das würde ich dir auch dringend empfehlen beim Multiplayer-Match. Ganz früh dir versuchen, diese Karte zu holen. Dann kannst du schnell einen Schutz aufbauen gegen Barbaren. Du kannst vor allem dann rüber marschieren zu Chagas und Edope. Bitte, bitte nicht zu Toni rüber marschieren. Die coache ich ja auch. Das wäre wir müssen ja ein Team Tipp sein. Aufgegeben. Ja. Aber Chagas und Edope, die kannst du dann gerne rushen. Mach das gerne.
gerne. Und jemand hat gerade gefragt, wir spielen mit allen DLCs das Turnier am Sonntag und wir haben auch Katastrophen auf richtig wahrscheinlich gestellt. Also kann auch sein, dass ein oder andere Stadt mal in Flammen aufgeht. Das wird spannend am Sonntag. So, wir machen ein bisschen Risiko, ne? Wobei erstmal nächste Runde und dann wird hier mal ein bisschen gekloppt, würde ich sagen. Die Barbaren, die sehen uns nicht kommen hier. Flup, flup, da wird ein bisschen gelaufen. Wir können muss wieder was produzieren. Entschuldige, ich muss mich mal ganz kurz beim Chat bedanken. Vielen Dank für das bezaubernde Kompliment. Ich wohl gerade im Chat. Echt, mir kommen die Tränen der Rührung beinahe und vor Freude. Ich wurde gerade als Kriegstreiber bezeichnet. Vielen Dank, ganz zauberhaft. Danke für die schönen und lieben Worte. Ja, ich glaube, der Chat ist allgemein, der ist bis jetzt sehr begeistert, oder? Ich glaube, wir haben hier ein paar Fans auf jeden Fall im Chat von dem Format und von dem Coaching. So, wo ist er hin? Jetzt gibt's Stress hier. Der hat sich einfach in den Wald verzogen. Das finde ich jetzt nicht so nett. Zieh mal nicht mit dem Speer weiter. Du hast nämlich gerade was freigeschaltet. Den Bonus würde ich noch nutzen. Der kann eine Beförderung bekommen. Ganz rechts am rechten Bildschirmrand, da ploppen bisweilen so Meldungen auf. Mhm. Aber wenn ich die Beförderung mache, dann verbrauche ich, glaube ich, den Bewegungspunkt für die Runde, richtig? Ja. Hör mal, du steigst als Einsteigerin auf Pro-Gamer-Niveau ein. Ja, warten wir mal bis Sonntag. Ne? Mal gucken, wie die anderen da reinschwitzen. Ja, dann nehme ich doch direkt mal Wald. Wir haben ja recht viele Wälder hier. Na gut, wir holen dich, Speer. Wir holen dich, feindlicher Speer. Ich krieg langsam ein bisschen Angst mit meinen Kriegern. Vielleicht gehe ich doch mal in die Richtung hier ein bisschen gucken. Ich krieg langsam ein bisschen... Ich bin hier langsam so... Was ist das denn? Wow. War begierig nach Schönheit und begab sich schnell ins Wasser. Die Aschwinds, o König, sanken ebenfalls in die Flut. Und im nächsten Moment kamen sie alle wieder heraus, in unbeschreiblicher Schönheit und jung. Also sag mal, Riding Bull, wir haben schon extrem Glück gerade, oder? Ja. Jetzt noch Naturwunder. Also, falls das Glück nicht zufällig zugeteilt wird, dann müsste ich einfach feststellen, entweder cheatest du oder das Spiel liebt dich. Oder wenn die Generalprobe gut läuft, ist dann das Turnier eine Katastrophe, ne? Kann ja auch sein, dass wir keinerlei Ressourcen haben und so. Wer weiß. Und Astrologiefortschritt, nett. Ja, um das mal kurz zu erklären, was du gerade aufgedeckt hast, bei Karten, bei der Kartenentstehung werden sogenannte Naturwunder auf der Karte platziert. Die werden aus einem Pool gezogen, irgendwo hingesetzt. Wenn man die aufdeckt, dann hat man gefunden einen in der Regel super coolen Platz, in dessen Nähe man eine Stadt hinsetzen könnte. Jedes Naturwunder hat einen einzigartigen Bonus. Und wenn du mit der Maus auf das Geländefeld drauf zeigst, dann wird er dir angezeigt. Jungbrunnen plus 4 Glauben und plus 4 Wissenschaft. Ist ja wahrscheinlich eine ganz... Plus 10 TP Heilung in jedem Territorium. Ja, was bedeutet in jedem Territorium? In dem Territorium der Stadt dann? Oder? Ja, ich glaube, du bist noch gar nicht begeistert genug. Du solltest echt euphorisch sein über dieses Naturwunder. Also ich hoffe, ich habe am Sonntag genauso viel Glück mit der Karte, weil holy moly, das ist schon richtig praktisch. Also der erste Bonus ist schon cool. Das bedeutet, wenn 4 Glauben und 4 Wissenschaft auf dem Feld, wenn der Jungbrunnen innerhalb der Kulturgrenzen einer deiner Städte steht, wenn du einem Bürger den bezaubernden Befehl gibst, hey, möchtest du deinen Alltag nicht auf dem Jungbrunnen verbringen und dort Tag und Nacht für mich schuften? Genau. Das ist der eine coole Bonus. Und der zweite coole Bonus ist noch viel, viel cooler. Jede deiner Landeinheiten, die auf dieses Geländefeld irgendwann mal draufzieht, bekommt für den Rest der Partie die Fähigkeit Wasser des Lebens und heilt in jeder Runde, wenn sie verwundet ist, von den maximal 100 Lebenspunkten 10 immer von alleine weg, falls die Einheit sich in der Runde nicht bewegt hat und nicht angegriffen hat. Ah, okay. Das ist ja ideal für das, was wir planen. Dann haben wir später unsere Pferde und plündern damit die ganze Zeit Dörfer, dann gehen wir uns kurz heilen und dann plündern wir weiter. Das ist ja legendär. Ganz genau. Da würde ich direkt mal Siedler machen und mir das Ding einheimsen, oder? Ganz genau. Genau also, dass irgendjemand anderes hier wegnimmt, das gehört jetzt aber uns hier. Ja. So, und hier würde ich noch einen Bauernhof hinsetzen. Weil ich kann. So, zack. Also so einen Start habe ich denn, ich will so einen Start auch am Sonntag haben, ne? Das also. Ja. Menschlich sehr verständlich. Wobei wir noch keine Pferde gefunden haben und Pferde sind ja auch sehr, sehr wichtig für uns. Also daran könnte es vielleicht noch scheitern. Mal gucken. Wenn in einer Runde aufgedeckt ist, einen wissen wir noch gar nicht, wo die sind. Wenn es im Himmel keine Hunde gibt, dann möchte ich, wenn ich sterbe,
dorthin kommen, wo die Hunde sind. So, wir haben die Viehzucht, das ist ja auch ganz praktisch. Aber das kann ich wirklich nur auf Pferd oder Schaf oder so setzen und nicht auf eine Wiese, glaube ich, ne? Die Viehzucht. Ja. Die Weiden, Weiden heißt die Modernisierung, die kannst du setzen auf, also es gibt ja auf der Karte bestimmte Arten von Ressourcen. Es gibt diese grünen und roten Punkte, die gibt es überall. Und dann gibt es noch diese Buttons, die du auch schon, von denen du einige aufgedeckt hast, die weisen bestimmte Arten von Ressourcen auf. Davon gibt es drei Arten. Ich mache mal einen kleinen Lexikon-Schub, Einschub zwischendurch. Es gibt drei Arten von Ressourcen. Das eine sind die, die du gerade aufgedeckt hast. Das sind die strategischen Ressourcen. Die brauchst du zum Bau von bestimmten Einheiten und eventuell auch zum Bau von bestimmten Gebäuden. Mhm. Die tauchen allmählich im Laufe der Zeit halt auf. Dann gibt es die sogenannten Luxusressourcen. Das sind die, deren Buttons so violett umkränzt sind, wie hier Gips, ganz genau. Die sorgen dafür, egal ob die bewirtschaftet werden oder nicht, also egal ob da ein Bürger draufsteht oder nicht und dort arbeitet, für mehr Zufriedenheit deiner Leute. Wenn eine Stadt sehr zufrieden ist, dann wird dort von allen Ressourcen ein bisschen mehr produziert. Ist deine Stadt sehr unzufrieden, dann arbeiten die Leute etwas weniger produktiv, aber nur ein bisschen weniger produktiv. Falls deine Stadt super unzufrieden ist, werden die eventuell rebellieren. Und das ist dann sehr doof. Aber da muss man schon sehr lange sehr viel doofe Sachen gemacht haben. Und die dritte Art von Ressourcen sind die sogenannten Bonusressourcen. Das ist so die billigste von den Arten. Das ist sowas wie da, wo du gerade bist, mit dem Weizen oder mit dem Mais. Und die sorgen einfach nur dafür, das Geländefeld ist ein bisschen ertragreicher halt. Mein Chat hat mich auch gerade darauf hingewiesen, dass es in der Tat schon Pferde gibt. Ich bin einfach nur sehr, sehr blind. Vielen lieben Dank, Chat. Sorry. Sind gerade gespawnt. Die konntest du erst seit kurzem sehen. Lass dich die nicht vom Chat laufen. Die spawnen erst, wenn man Weidenhaltung erforscht hat. Ach so. Wenn du die Tierzucht erforscht hast, dann spawnen die. Genau, die sind gerade gespawnt beim Rundenwechsel. Ah, okay, interessant. Ich sehe auch gerade, meine Krieger können jetzt irgendwie richtig weit laufen, ne? Ich glaube, dadurch, dass die hier am Brunnen sind, oder? Nö, das ist einfach... Okay, das einfach nur, weil das Wiese ist. Okay. Ganz genau. Dann versuchen wir doch mal direkt den Trick hier zu machen und hier den guten bisschen einzukesseln, ne? Mach das. Komm, und jetzt wird mal, jetzt, ne? Also jetzt reicht's hier mal, du Umstänker. Und damit eine Stadt Süßwasser hat, müssen sie ja nicht direkt am Fluss sein, gell? Wo konnte ich das nochmal sehen, die Übersicht? Mit 4 war das, 4. Ne? Okay, also das heißt, wir könnten ja hier eine Stadt hinbauen oder hier und dann recht einfach das Wunder und die Pferde kriegen bald. Das ist ja super nice. Auf den roten Feldern kannst du keine Städte gründen. Das gilt, simple Regel ist, du kannst halt nicht im Wasser eine Stadt gründen, du kannst eine Stadt nicht auf Bergen gründen und nicht in einem Umfeld von 3 Geländefeldern um eine andere Stadt herum. Auf Naturwundern auch nicht. Grau sind alle anderen Felder, hellgrün ist ein bisschen Trinkwasser, ein bisschen Wohnraumbonus, dunkelgrün ist ein großer Wohnraumbonus. Und je größer deine Stadt wird, desto mehr Wohnraum brauchen deine Bürger. Deshalb kannst du an dunkelgrünen Feldern, ist es dir leichter, große Städte zu bauen. Okay, und hier ist direkt Überschwemmung, Vulkanausbrüche. Ich merke schon, hier die DLCs machen nochmal so einiges an Unterschieden, ne? Ja. Ich bin ja mal gespannt, was da so alles passiert. Ihr bleibt mal hier in der Gegend stehen. Ihr macht Siedler. Die Handwerker haben jetzt noch eine Produktion. Du meintest ja, am besten lasse ich die übrig, für den Fall, dass was passiert. Ganz genau. Dann mache ich das auch mal und dann müssen wir uns eine Tiefe wäre, angucken. Du hast ja gerade schon 2 Bauernhöfe gebaut. Du könntest auch mal nachschauen, ob deine Leute schon unzufrieden sind. Also nicht die im Chat, sondern die Leute in deinen Städten. Das kannst du machen, indem du ganz rechts oben am äußersten Bildschirmrand, genau da, Liste von Berichten, ausklappen, Stadtstatus. Ja, und da, wo du bist, da siehst du jetzt deine eine Stadt, da steht rechts, sind die Bürger zufrieden? Fragezeichen, sie sind es. Links davon steht Annehmlichkeiten, Punkt. Und da steht 2 von 1, das heißt, deine Stadt hat, oh Gott, welche Zahl ist was? Ich glaube, deine Stadt hat eine Annehmlichkeit, ich weiß, also auf jeden Fall ist alles gut, das Verhältnis darf nicht zu negativ sein. Ich vergesse mal, welche Zahl auf welcher Seite steht. Ja, hier aber steht plus 1 Annehmlichkeiten bei der Übersicht, weiß es auch nicht. Ja. Also es scheint auf jeden Fall zu stimmen. Das heißt, noch brauchst du den Gips nicht, um deine Leute glücklich zu machen. Okay. Aha. wenn es so eine Übersicht für den Chat einfach mal gäbe, der Chat ist zufrieden, das wäre sehr, sehr praktisch. By the way, Flimschlamm, Dankeschön für den 14. Monat. Dankeschön. Wenn der Chat unzufrieden wäre, welche Annehmlichkeiten spendierst du denn bisweilen? Die kriegen hier keine Annehmlichkeiten. Das hier ist der Bienenstock, ne? Das ist, wir leben hier alle fürs Kollektiv so.
Die sind hier keine Annehmlichkeiten gewohnt, der Chat, nicht wahr? Also der Chat lebt fürs Kollektiv, nicht für die Bienenkönigin. Da hast du aber schlecht erzogen. Ja, naja, Bienenkönigin-Kollektiv, ne? Kommt ja alles auf selbe hinaus beim Chat hier. Na dann. Okay. Also ihr könnt nicht weiterlaufen. Okay. Forschung. Wir haben ja einen Bonus für Bogenschießen und also den würde ich jetzt einfach mal hier so nutzen, so, ne? Außer du hast einen anderen Vorschlag. Lass uns mal schauen, wo deine Spezialeinheit im Tech-Tree ist. Das ist der berittene Sakenbogenschützen. Das ist, da ist er, genau. Das heißt, da möglichst schnell hinkommen, ist nicht doof. Und hier ist das für Bonus, wenn wir eine Weide errichten, dann kriegen wir das auch schneller erforscht. Dann bekommst du 40% der Forschungskosten geschenkt. Ja. Wenn du mal auf die Reiterei draufklickst, so testweise, dann siehst du den Weg dorthin. Mhm. Ja, also das sieht ja sehr solide aus, oder? Dann können wir so schnell wie möglich anfangen zu stänkern hier. Da habe ich ja schon ein bisschen Lust drauf, muss ich sagen. Und die Handwerker, die lasse ich dann erstmal schlafen. Gute Nacht. Den würde ich nicht draußen schlafen lassen. Wenn eine andere Einheit vorbeikommt und sich auf dessen Geländefeld draufzieht, ist er gekidnappt. Oh. Der nimmt dann die Farben des anderen Gegners an, ist erstens traumatisiert und zweitens kannst du dem keine Befehle mehr geben. Wie die Priester bei Age of Empires mit ihrem Vululu. Das wollen wir nicht, schicken wir immer lieber ins Stadtzentrum. Schon wieder eine starke Schon wieder Dürre. Heuschrecken, aber strategisch treffen sie nicht unsere Felder hier. Also ist eigentlich ganz praktisch gelegen, der Heuschreckenschwarm. Sonst werden eventuell die Modernisierung beschädigt und du musst den Handwerker rausrücken lassen für Reparaturen. Wüste, eine Oase, Karakum-Wüste. Auch interessant. Wir haben auch immer noch nicht die Barbaren gefunden, die wir hier die ganze Zeit suchen. Ich frage mich, wo die sind. Was ist das denn schon wieder? Das ist ein geothermischer Riss und zwar, die Karte ist aufgeteilt in Kontinente. Das siehst du nicht. Ist mehr so ein abstraktes Spiegelfeature. Aber da, wo die Kontinente aufeinanderstoßen, also du könntest mal, ich glaube, mit der 1 oder mit der 2 dir die Kontinentübersicht anzeigen lassen. Das Kontinent. Ah ja, da ist Europa. Genau. Bislang hast du den Kontinent Europa und irgendwann deckst du halt einen zweiten Kontinent auf. Die gehen ineinander über dann auf so eine Art von Karte. Und diese geothermischen Risse, die entstehen dort, wo zwei Kontinente aufeinanderprallen. Da gibt es auch eher viel Gebirge und viele von diesen Rissen. Und die können sehr praktisch sein nachher, um Forschung zu betreiben. Wenn du dann nachher ein Forschungsdistrikt daneben setzt, bekommt er extra Forschungserträge. Das ist ja cool. Aber drumherum alles Wüste. Also als jemand, der Sift noch nicht so viel gespielt hat, würde ich, glaube ich, nicht in der Wüste eine Stadt gründen. Das ist ein bisschen tricky. Aber es gibt sogar Schafe. Na gut, die Krieger schicke ich mal hier in die Richtung. Aber das ist, glaube ich, auch DLC-Content, ne? Weil solche Sachen hier habe ich auch noch nicht gesehen. Da machen die DLCs ja schon echt was her. Not bad. Naja, die geben ganz viele neue Spielmechaniken rein. Und ihr könnt jetzt hier einmal schlafen. Forschen tun wir noch, Siedler erstellen wir noch, weiter geht es. Ja. jemand im Chat fragt, ob er in eine Monarchie reingerutscht ist. Genau das ist das hier, ne? Bienenstock gibt eine Königin. Was soll ich sagen, Leute, was soll ich sagen? Nur ist zu spät, jetzt kommt ihr nicht mehr weg hier. Entschuldige, bevor wir uns das Pantheon anschauen, richtiger Hinweis im Chat, dein Krieger, der muss einmal auf dem Jungbrunnen draufgestanden sein, damit er diesen Heilungseffekt bekommt bis zum Ende der Partie. Was heißt bis zum Ende der Partie für das gesamte Spiel? Hier genau. Hat er Wasser des Lebens und jetzt kann der immer heilen, egal wo er ist und bekommt immer so ein bisschen Bonusheilung. Ich dachte, bis zum Ende der Partie heißt bis zum Ende der Runde. Das ist ja sogar noch stronger dann, als ich dachte. Genau. Das ist ja richtig krass. Ja. Okay. Mhm. Wow. Also die Karte hätte ich auch ganz gern am Sonntag, ne? Jemand hat zwischendrin gefragt, ob die Karte am Sonntag zufallsgeneriert ist. Wahrscheinlich, oder? Ja. Wäre sonst ja auch gemein, sonst könnt ihr uns ja irgendwie Vorteile geben oder so. Genau. Okay, und es ist Zeit, das Pantheon wird gewählt. Wir haben genug Glauben bekommen, aber wir haben noch gar keine 25 zusammen, oder? Ja, das hängt mit der Spielgeschwindigkeit zusammen. Okay. 25 Glaubenspunkte auf Standard und hier spielen wir auf schnell, da ist es etwas weniger. Deshalb geht die Produktion ja auch relativ zügig. Am Sonntag beim Bootcamp-Finale, 18.12. 16 bis 20 Uhr, da spielen wir auf der Online-Geschwindigkeit, da geht alles noch rasanter. Wenn du jetzt mal unten rechts auf Pantheon wählen klickst. Unsere Religion, wir können uns eine aussuchen, wir haben die Qual der Wahl.
Ja, da muss ich mir jetzt gerade mal eine Empfehlung von dir geben lassen. Ne? Das ist viel zu ausweichend. Das ist auch erschlagend. Das ist auch absolut erschlagend. Das Problem wird sein, beim Multiplayer-Finale mit Rundentimer, du wirst keine Zeit haben, dir das in Ruhe anzugucken. Mhm. Ich würde jetzt auch nicht alles durchgehen, sondern vielleicht einfach so grobe Orientierung. Was könnte am wichtigsten sein für eine Partie? Man macht in der Regel, es gibt im Pool zu Beginn einer Partie gibt es immer ein Pantheon, einen Gratis-Siedler. Falls das noch da ist, falls kein KI-Charakter dir das Pantheon weggeschnappt hat. Dann wäre das die Option. Deswegen ist es deswegen muss man schnell sein mit dem Pantheon, weil sonst auch nichts mehr da ist. Ich verstehe. Ja, ich glaube, der Gratis-Siedler ist weiter unten. Das große Persönlichkeit. Schau mal, ob du ihn findest. Das mit den großen Persönlichkeiten verstehe ich auch noch nicht. Das musst du mir auch noch erklären. Ja, mach. Aber da ich steht glaube, religiöse Siedlung, das vierte unterste. Das wäre der Gratis-Siedler. Falls der bei Multiplayer-Match weg ist, wären für dich noch coole Sachen. Alles, was potenzielle Produktion bringt und Kultur. Mhm. Es gibt... Viele Leute geben dir auch andere Tipps, aber wenn du so reinkommst ins Spiel, ich würde eher so auf die simplen Sachen draufgehen. Ne? Und Kultur die Kultur und die Produktion. Kultur durch Weiden ist, glaube ich, für uns sehr, sehr praktisch, da wir dann ja später auf Pferde und so gehen. Genau, also wenn du weißt, ich werde wahrscheinlich viele Weiden haben, dann bekommst du auf jeder Weide, die du bewirtschaftest mit dem Bürger, eine Kultur extra. Okay, also das ist ganz nett. Und hier der Gratis-Siedler, die gibt uns auch noch plus 15% mehr Grenzerweiterung. Das ist ja auch ziemlich nice. Ist auch nice, nehmen aber mehr so eine Art kleiner Bonus daneben. Der Siedler ist mächtig. Und den bekommst du sofort. Und ich kann sein, dass du dir noch nicht mal den Bürgerpunkt in der Stadt mobst, der normalerweise gilt, wenn ein Siedler entsteht in einer Stadt, dann wird ein Bürgerpunkt abgezogen. Du verlierst einen Bevölkerungspunkt. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, beim Gratis-Siedler ist das nicht der Fall. Finden wir es raus. Zack. Unsere Religion wurde feierlich gegründet und wurde ein Siedler abgezogen. Eine Inspiration für Mystik. Und nein, es wurde keiner abgezogen. Okay, es ist dann wirklich ziemlich strong. Und da ist noch ein Stänkerer hier. Genau. Ja, da würde ich direkt mal das Feld besiedeln, was wir uns ja ausgeguckt hatten. Ne? Wir hatten hier Pferde, wir hatten hier das Wunder und hier haben wir Süßwasser. Jetzt ist die Sache, wenn ich hier siedeln würde... Dann hätten wir den Umkreis. Man kann ja auch Teile dazu kaufen, damit man hier schnell die Oase bekommt. Also ich überlege gerade. Ich denke mir, hier haben wir Wasser, aber hier sind wir ein bisschen entfernt von der Oase. Hier wären wir recht nah an der Oase dran, können auch bald die Pferde kriegen. Aber wenn ich hier siedle, dann geht der Wald ja weg. Dann haben wir hier die Produktion in Sand gesetzt. Das ist ja auch blöd. Hier haben wir kein Wasser mehr. Also würde ich wahrscheinlich... hier hingehen und dann versuchen, so schnell wie möglich dahin. Wobei, das wird ein bisschen dauern. Wo würdest du siedeln? Eher hier bei den Pferden oder eher direkt hier? Wobei, hier sind auch Pferde. Oh. Okay, dann würde ich persönlich hier siedeln. Was sagst du dazu? Ich fand deine erste Idee die beste. Also die rechts neben dieser Luxusressource. Da ist ja das 3-2er-Feld, links von deinem Mauscursor, mit der 3 Nahrung und der 2 Produktion. Genau, 2 Produktion. Links, genau, rechts davon, da wolltest du ja ursprünglich deine Stadt hinsetzen, auf das Feld da. Stimmt, hättest da haben wir auch noch Luxusgüter. Ja, du hättest dann im ersten Ring um die Stadt, also in einem Feld Entfernung, ein super cooles Stadtfeld, das deine Stadt schnell explodieren lässt. Du hast im sogenannten zweiten Ring die Pferdeweide, die du bauen wirst, also als ein Feld, das schnell dazukommt. Du kannst im zweiten Ring Richtung Nordosten auf das Naturwunder hingehen. Und du hast Trinkwasser auch vor Ort. Alles gut. Ist ein Traum, die Karte, oder? Ist ein absoluter Traum einfach nur. Ja. Ich bin sehr begeistert. Lass dich beim Stream nicht davon irritieren, wenn andere Leute dich anbrüllen. Wie kannst du das nur machen? Ich habe eine viel bessere Idee für dich, weil jeder gibt ja andere Ratschläge. Ne? Regel Nummer 1 beim Stream ist, hör niemals auf den Chat. Das weiß der Chat. Nicht wahr, Chat? Weil wenn man was spielt und der Chat gibt einem Tipps, dann sagt 50% sagt, geh links, 50% sagen, geh rechts, dann weißt du gar nichts mehr. Deswegen Regel Nummer 1 ist, hör niemals auf den Chat. Tut mir leid, lieber Chat, das ist einfach die Wahrheit. So, das Tutorial von Civilization hat mir vor ein paar Tagen gesagt, dass ich Siedler nicht allein laufen lassen soll, weil die können super schnell gekidnappt werden. Und das hat mir gesagt, dass ich Siedler mit meinen Kriegern irgendwie verknüpfen kann, wenn ich sie habe. Aber meine Krieger sind ja gerade am Rumlaufen. Okay, ich würde meine Krieger mal vielleicht hier in der Nähe lassen und meine Siedler dann hinschicken, damit hier keiner von meinen Mitspielern die wegsnacken kann. Ja. Nett. Und der Speer, der hat noch zu tun. Okay.
Und by the way, herzlich willkommen an all, die reinkommen im Chat. Ne? Ich konzentriere mich ein bisschen mehr hier auf das Gameplay, damit ich auch alles hier mitnehmen kann vom Coaching. Ne? Die Zeit ist ja begrenzt. Ich will ja so viel wie möglich lernen in der Zeit. Fühlt euch nicht vernachlässigt. Ich versuche gerade hier ein bisschen mehr mich auf das Gameplay zu fokussieren. Aber herzlich willkommen. Ich hoffe, es ist interessant für euch zum Zugucken. Okay, nächste Runde. Das hier eigentlich. Ja, ich gucke mich mal hier ein bisschen weiter um. Vielleicht entdecken wir noch was Schönes. Ein Mensch im Chat meinte gerade zu mir, das habe ich nicht ganz verstanden, du kannst auch in den Fog of War gucken und links unten ist irgendwie gerade ein Barbarencamp. Woher weiß er, dass links unten ein Barbarencamp ist? Ist das das hier? Rechts ploppen immer die Meldung auf, am rechten Bildschirmrand. Und da kannst du, wenn du drauf klickst mit links, dann zentriert sich auf der Kartenausschnitt, da weißt du, es kommt einer. Mhm. Und beim Fog of War, beim Kriegsnebel, gibt es 3 Stufen. Es gibt erstmal die Teile der Karte, da weißt du überhaupt noch nicht, wo irgendwas ist. Ne? Das sind die, die komplett grau sind. Und dann gibt es den Teil, der farbig ist, das ist der Teil, da warst du schon mal. Da weißt du, was ist und da hast du im Augenblick aktuell Sicht drauf und siehst alles, was dort an Städten, an Einheiten ist oder was sich sonst drum tummelt. Und die dritte Stufe ist die, wo du gerade bist, das ist der Kriegsnebel, da warst du einmal. Die Geländemerkmale hast du aufgedeckt, aber du siehst nicht, ob da Einheiten sind oder was anderes. Und ein Barbarencamp ist genau dort gerade, in dem Bereich ganz links. Da ist eines neu entstanden. Okay. Das wäre mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Ich dachte hier, wenn neue Sachen spawnen und so, dann sehe ich das gar nicht. Da weiß ich ja direkt, wo ich meine Krieger hinschicken kann. Ne? Also das ist ja auch gut zu wissen. Ich würde schon sehr auf den Siedler aufpassen, denn einer dieser Späher, wenn der Späher da drauf zieht und der ist wieselflink, der 3 Bewegungspunkte, dann ist der Späher gekidnappt. Okay. Also die Krieger so schnell wie möglich zu den Siedlern, um hier kein Risiko einzugehen. Ja. Der Speer könnte ja innerhalb von einer Runde jetzt zu meinen Siedlern laufen. Ich könnte die Siedler jetzt innerhalb von der Runde, könnte ich sie ein Feld an meine Krieger ranbringen. Das bringt bringt mir das schon was, wenn die Krieger daneben stehen oder müssen die auf demselben Feld stehen, um sie zu beschützen? Also wenn ich jetzt Pech habe, snackt er jetzt meine Siedler weg und ich habe voll reingeschissen, wa? Nee, weil, das habe ich noch nicht erklärt, ein Fluss bremst eine Einheit etwas aus. Also um einen Fluss hinwegziehen zu können, brauchst du eine bestimmte Anzahl von Bewegungspunkten. Und so normale Infanterieeinheiten, die kommen nicht in einem Zug über den Fluss rüber und dann noch weiter, sondern die können nur in einem Zug rüber. Die Kavallerie ist eventuell schneller. Aber der Späher, der schafft es nur über den Fluss zu deinem Siedler hin, das bremst den aus. Späher haben normal 5? Also ich kann nicht irgendwie sehen, wie weit eine feindliche Einheit gerade laufen kann. Ne? Es ist ja ein bisschen abhängig vom Gebiet und so, worauf sie laufen. Ja. Okay, also muss ich wahrscheinlich so ein bisschen Erfahrungswerte, ne? Ich weiß dann, okay, hier ist ein Fluss, hier ist ein Wald, der kommt nicht zu mir, muss ich dann wahrscheinlich so ein bisschen lernen, wie weit die jeweils kommen. Ja. Okay, gut zu wissen. Dann geht ihr mal hier weiter in die Richtung, weil wir wollen ja da hin, dann könnt ihr euch da mit denen treffen. Und ansonsten läuft ja alles hier. Dein Chat ist fachkundig, viele gute Tipps und Infos kommen rein. Ich erkläre mit Absicht ein paar Sachen weniger, sondern nur die Basics. sonst raucht mein Kopf, wisst ihr, Chat? Sonst raucht mein Kopf. So, ich könnte jetzt ändern, wenn ich wollte, aber ich glaube, momentan möchte ich das ja noch nicht. Ich habe ja noch nicht hier irgendwas Spannendes dazu bekommen. Ich würde da was ändern. Oh, doch. Und zwar, du hast ja gerade das Pantheon freigeschaltet durch die Glaubenspunkte, ne? Ich muss jetzt mal, wie komme ich denn da jetzt nochmal wieder hin zur Politik? Da, wo das Ausrufezeichen ist. Da ist die Regierungsmaske. Jetzt kannst du die Karten wieder wechseln und den Gottkönig hattest du ja, glaube ich, reingepackt, um die Glaubenspunkte zu bekommen. Du hattest jetzt so viele, dass du das Pantheon schon freigeschaltet hast. Das reicht für den ersten Schritt. Okay. Jetzt würde ich eher mir die Produktion holen. Also mit Stadtplanung kannst du nichts falsch machen. Und jetzt musst du dir oben... Moment mal nicht. Entschuldigung, ich habe ein bisschen gewimmert. Das ist mir gerade menschlich peinlich. Ich bin auch ungeduldig, ne? Hier, Kontenance, lieber Marti, Kontenance. Jetzt hast du oben auch eine neue Politikkarte. Ja, jetzt kannst du dich entscheiden. Will ich auf die Agoge-Karte? Nee, da, wo du gerade warst. Da hast jetzt 2 andere rote Militärkarten zur Auswahl. Und du kannst überlegen, bleibe ich bei der Disziplin? Sind also meine Landeinheiten stärker im Kampf, wenn die sich mit einem Barbaren betteln? Oder nehme ich die Agoge-Karte und sage, nee, in dieser Spielphase will ich nicht kampfstark sein. Ich will erstmal viele Militäreinheiten bauen. Ja, das klingt logisch jetzt, wo du das sagst. Ja, ich see. Okay,
nehmen wir so einmal. Regierung, wann kann ich eine Regierung starten? Wovon ist das abhängig? Einfach von der Menge der Runden oder? Wir wollen ja zur politischen Philosophie, das ist diese eine kulturelle Ausrichtung, bei der du im kulturellen Tech-Tree unterwegs bist. Und wenn du die freigeschaltet hast, hast du die Wahl von diesen Stufe 1 Regierungen, die da untereinander in der Spalte standen. Also Oligarchie, Klassik und noch irgendwas anderes. Und dann kannst du dir eine von diesen ersten Regierungen nehmen. Okay. Weiß ich Bescheid. Bis jetzt ist das ja noch alles relativ, man kann ja noch relativ einfach einen Überblick halten gerade. Mhm. Aber das wird halt also auch nicht mehr lange, ne? Die Komplexität, die schleicht sich langsam an hier. Genau. Ach, wir erforschen ein bisschen weiter. Wie, wir sind zwei Felder gelaufen, kein Naturwunder und kein Dorf, jetzt haben wir aber Pech. Das Spiel hat dich verwöhnt. Das total ist ja verwöhnt furchtbar. Hier schon, ja. So, die Siedler sind auf Position, wunderbar. Da rushen wir ja richtig die Städte hier. Können wir direkt dann sogar gar die nächste schon bauen. Jetzt ist schon der vierte, der nächste. Hm? Wir können uns entscheiden. Wir gehen hier rüber oder... Nee, wir müssen hier rüber gehen. Gut, da haben wir gar keine Wahl. Wir wollen ja dahin, ne? Also rushen wir das mal ein bisschen hier. Alrighty. Ich verstehe den Suchtfaktor. Ich verstehe den Sog, den das Spiel hat. Verstehe ich schon sehr. So. Die Stadt Nummer 2. Ich finde es ein bisschen schade, dass man Städte gar nicht benennen kann. Dann habe ich immer... Kann man? Wie denn? Kannst du, ja. Wenn du reingehst von den Buttons, die du überhalb... Genau, da. Und da ist der Button ganz links oben davon, der so aussieht wie ein Listensymbol oberhalb von der Maus gerade. Statt Details. Und oben links steht der Stadtname. Genau. Das ist jetzt Tradition, auch wenn das natürlich geschichtlich ein bisschen unkorrekt ist, ne? Aber das bringt einfach Glück. Das ist einfach Tradition. Hier die Hauptstadt, das ist der gute Bienenstock. Ja. Dann kann ich mich auch besser, wenn irgendwelche Meldungen kommen, dann weiß ich auch, welche Stadt ist das denn? Dann weiß ich, meine Hauptstadt wird angegriffen. Weil sonst kann ich mir immer schlecht merken, wie die Stadt heißt. Was gibt es hier? Bananen, das ist aber schön. Sieht aus, als hätten wir einen Regenwald entdeckt. Was mache ich jetzt mit meinen Kriegern an dem Punkt? Ich könnte vielleicht höchstens hier nochmal so ein bisschen gucken lassen, aber an dem Punkt mag ich jetzt auch gar nicht so weit mehr wegschicken hier. Was ist dein einziger Krieger überhaupt? Die Frage wäre zum Beispiel, was sind die Basisaufgaben, die Krieger im Augenblick bei dir machen müssen? Ja, eigentlich die Stadt verteidigen, ne? Also früher oder später wird da mal ein kleiner Angriff kommen hier. Da kommt gleich ein Siedler in Bienenstock. Also wenn du sagen willst, hier Krieger sind Bodyguards, dann würde ich den Siedler da abholen gehen. Eine sehr, sehr gute Idee. So, und wir können uns entscheiden, was wir hier produzieren. Diesmal haben wir ja schon einen Speer. Was würde der Profi da nehmen an diesem Fall, an erster Stelle? Also ich würde zuerst mal mir an deiner Stelle überlegen, möchtest du jetzt shoppen gehen? Denn du hast ja auch Geld. Wir haben uns das Geld stimmt. Als Ressource noch gar nicht angeschaut. Das stimmt. Im Prinzip kannst du mit Geld zwei verschiedene Dinge machen. Entweder kaufst du Geländefelder dazu, das heißt, wenn du dir sagst, es dauert mir zu lange, wie die Stadt sich von alleine ausdehnt, ich will ein Feld dazu kaufen, um da einen Bürger schuften zu lassen, dann könntest du ein Geländefeld dazu kaufen. Das ist neben dem Listensymbol. Also da wurde genau, da siehst du die Preise. Faustregel, je billiger ein Geländefeld an der Stadt, je dichter ein Geländefeld in der Stadt drin ist, desto billiger und je mehr du an Geländefeldern irgendwo schon gekauft hast, desto höher wird der Preis halt über Zeit. Und ich würde mir eigentlich nur Geländefelder dazu kaufen, wenn du dir sicher bist, die sind so cool, dann will ich sofort einen Bürger drauf arbeiten lassen. Unsere Pferde haben wir noch nicht. Also die Oase ist schon ziemlich nice. Ich würde sie mir halt kaufen, damit kein anderer sie mir wegschnappt, aber... Weiß gar nicht, ob das die richtige Denkweise ist, weil neben meiner Stadt schnappt das wahrscheinlich eh keiner weg, oder? Genau, da ist ja keine andere Stadt weit und breit. Du hast einen Bürger bislang in der Stadt. Schau doch mal, wo der arbeitet und ob du findest, das Geländefeld ist so cool, da soll er weiterarbeiten. Der ist hier bei den Gewürzen am Start. Ich glaube, das ist auch gar keine schlechte Idee. Da gibt es ja ordentlich Nahrung. Ja. Noch können wir da keinen Bauern draufsetzen. Naja, dann haben wir die Pferde und wir kriegen ein bisschen mehr Nahrung. Da würde ich erstmal das nehmen. Die haben halt auch wenig Annehmlichkeiten, die Leute hier, sehe ich gerade. Genau. Die würden ja hier vielleicht noch so ein bisschen Luxus kriegen vom Gips. Aber das mit den Annehmlichkeiten, also das sorgt dafür, dass meine Stadt einfach ein bisschen schneller Sachen produziert, wenn sie zufrieden sind. Hier kriegen wir jetzt gerade minus 15%. Ja gut, also ist schon ein Faktor, oder?
Also bei den Annehmlichkeiten ist das so, egal wo du die anschließt, egal in welcher Stadt, die werden von der KI automatisch über deine Städte verteilt, dorthin, wo das Programm meint, da sind die besonders notwendig. Ah. Das heißt, den gibt's entweder in der einen oder in der anderen Stadt anzuschließen, reicht schon im Prinzip aus. Und Dubletten von Luxusgütern führen auch nicht dazu, dass die Leute zufriedener sind, die kannst du nur weghandeln, aber man kann immer nur das erste Vorkommen nutzen für Annehmlichkeiten. Ach so, wenn ich jetzt mehrere Luxusgüter habe, dann kriegen die trotzdem nur eine Annehmlichkeit. Meine Leute? Ja, es sei denn, das wären Luxusgüter verschiedenen Typs. Also es wäre Honig und Gips und Färbemittel. Aber zwei Gips ist genauso gut oder schlecht wie ein Gips. Aber wenn ich jetzt einmal Gips und einmal... Warum haben die denn überhaupt so wenige Annehmlichkeiten? Okay, die Gewürze, die kriegen wir noch nicht, weil wir keine Bewässerung haben. Finden die hier die Felder nicht schön oder warum sind die so unzufrieden hier, die Leute in Jessig? Nee, du musst ja erstmal mit dem Handwerk eine Modernisierung draufbauen. Also du musst diese Luxusressource anschließen. Mhm. Das heißt, du müsstest deinen Handwerker, der im Augenblick in Bienenstock parkt, sagen, hey, schließ für mich bitte das Gipsvorkommen ab an oder das Färbemittelvorkommen. Okay, und hier waren sie glücklich, weil sie von Anfang an Gips hatten. Deswegen waren die happy, oder? Nee, die waren glücklich, weil der Palast auch, dieses unsichtbare Stadtgebäude, auch ein bisschen für Annehmlichkeiten sorgt. Okay. Aber das Gipsvorkommen ist immer noch, es ist nicht angeschlossen. Also sobald du eins angeschlossen hast in einer der beiden Städte, sind deine Städtleute ein bisschen glücklicher. Vielleicht baue ich ein Monument und vielleicht, das können wir noch nicht anschließen. Ich meine, die sind gerade ein bisschen unglücklich, ich würde sie erstmal unglücklich sein lassen. Ich würde ein Monument bauen und ich würde entweder die Pferde oder den Gips dazu kaufen, wobei wir den Gips ja gerade noch nicht nutzen aktiv. Ich glaube, da muss nichts, also muss ich eine Mine bauen, um den Gips zu nutzen oder nutze ich den automatisch? Du brauchst eine Mine. Also wenn du die Mine drauf gebaut hast, dann gibt der Gips die Annehmlichkeit, aber damit du die Nahrungs- und die Produktionspunkte bekommst auf diesem Geländefeld, muss dann noch ein Bürger doch danach dort arbeiten. Ja, ja gut, dann ist eigentlich keins der Geländefelder, die ich jetzt kaufen kann, bringt mir jetzt sofort was, ne? Weil den Gips muss ich ja erstmal nutzen können und die Pferde auch. Dann ist ja vielleicht doch sinnvoller, erstmal eine Einheit zu kaufen. Ganz, ganz genau. Perfekt aufgelöst. Genau der richtige Gedanke. Ich meine, ich könnte mir einmal Schleuderschützen kaufen und die könnten dann ein bisschen die Stadt verteidigen, ne? Für den Fall, dass die Barbaren gleich mal Hallo sagen. Dann hätten wir pro Stadt eine Einheit zum Verteidigen, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Bevor du den kaufst, schau nochmal rein in die Politikkarten, die du hast. Ja. Weil da hattest du eben die Stadt Agoge, die Karte Agoge dir gewählt. Mhm. Und die sorgt ja dafür, dass du Einheiten mit Produktion schneller bauen kannst. Das heißt, du würdest mit normaler Produktion gerade ganz rasant an Einheiten kommen und müsstest eigentlich keine kaufen. Also der klügste Weg im Augenblick zu Einheiten billig zu kommen, wäre eigentlich der Bau gerade, ne? Dann machen wir es andersrum. Dann bauen wir einen Schleuderschützen. Ja. Und unser Geld sparen wir erstmal, weil uns das nicht so viel bringt. Ganz genau. Alrighty. Und das Geländefeld mit den Pferden, das hast du genau richtig erklärt. Das wird irgendwann super schön für dich sein. Und du wartest nur ab, bis die Stadt den zweiten Bürger hat. Und dann kannst du dir anschauen, ob das Pferdefeld schon dazugehört zu der Stadt Jessig. Oder Jessig oder noch nicht. Und da kannst du dir immer noch überlegen, ob du das kaufst oder nicht. Okay. Das ist halt, also grundlegend sind die Prinzipien, zumindest jetzt gerade im Moment, die sind ja nicht schwer, die grundlegenden Prinzipien. Nee. Ne? Die Handwerker machen dies, man kann Geländerfelder kaufen und so. Aber dann halt wirklich irgendwie abzuwägen, was mache ich denn jetzt und was ist denn jetzt das Sinnvollste? Also daran liegt es halt, ne? Daran scheitert es halt. Beziehungsweise nicht daran scheitert es, aber das ist dann halt das Wichtige. So, warum treffe ich jetzt welche Entscheidung? Ja, aber das hast du gerade super hinbekommen. Ich habe nichts gesagt. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, mal gucken, ob sie zum Ziel hinkommt. Das ist total logisch und dir erschlossen. Das ist genau die richtige Entscheidung für dich begründet. Und das ist ein riesiger Erfolg voran, dass du eine knifflige Entscheidung hattest mit vielen Alternativen und am Schluss genau den richtigen Weg gefunden hast. Das gibt Krieg. Der stänkernde Speer schon wieder. Wenn ich Barbarendörfer wegkloppe, dann kriege ich ja auch was dafür, ne? Also wenn wir vielleicht mal ein bisschen Verteidigung haben, würde ich hier gerne auch mal so ein bisschen draufhauen. Ja. Aber dafür haben wir ja noch nicht genug. Dementsprechend lasse ich die jetzt erstmal ein bisschen chillen hier, genauso wie die Handwerker, und mache einfach mal weiter. Mhm. Ich schoss einen Pfeil in die Lüfte vor. Wohin schießen? Nice.
Und dann sind wir schon bei unseren Pferden, dann sind wir schon bei unserer Spezialität hier. Aber wir haben noch keine Weide errichtet. Wir könnten ja erstmal eine Weide bei den Pferden errichten. Dann könnten wir das ja recht easy kriegen eigentlich. Aha. Ich glaube, das möchte ich machen. Und aber ich würde die mal kaufen, damit das schneller geht. Ja, du siehst ja ganz oben. Wenn der Großmeister nicht schreit. Nee, mach das. Du siehst ja auch im Augenblick, würde normalerweise erst in 20 Runden irgendein Geländefeld dazukommen. Also bis dahin hast du längst den zweiten Brügger und der braucht ein gutes Geländefeld. Ja, und 35 Gold, was kostet die Welt, ne? Das ist ja nicht viel hier am Anfang. Lass es dir doch notfalls vom Chat zurückgeben. Ne, Chat, habt ihr gehört? Ich glaub's ja nicht, dass es dir peinlich ist, darum zu bitten, aber ich übernehme es mal kurz. Könnt ihr mal bitte alle ein bisschen Geld zusammenlegen? Marti braucht 35 Goldstücke, bitte. Ja? Um Gottes Willen, mach das nicht. Die nehmen das nachher sehr ernst, du. Hier ballert gleich der Hype-Train auf Stufe 10 durch, du. Ja, mein Freund hier, das Rennen ist zwecklos. Und da ist noch ein Dorf. Guck mal, das hätte ich fast übersehen. Aber wahrscheinlich hättest du gleich geschrien. Nee, das hätte ich auch übersehen. So, ihr bleibt hier. Hier entspannt. Ja, danke schön für die 5 Gift-Subs. Davon kann ich mir Einheiten kaufen. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Chat. Ja, man muss immer vorsichtig sein mit solchen ironischen Baits, die, in der Regel, bitte schenkt mir keine Subs, artet auch meistens eher im Gegenteil aus. Damit muss man immer sehr vorsichtig sein. Jeff Bezos, vielen lieben Dank dir auch für die 5 Gift-Subs. Dankeschön, Dankeschön. Ja. So sind so die Pappenheimer. Was kennst du von deinem Stream wahrscheinlich auch, oder? Auch ähnlich, ja. Wenn man irgendetwas sich wünscht, passiert immer das genaue Gegenteil. Wenn man irgendwie sagt, macht etwas nicht, dann machen die Leute genau das immer. Wie so ein kleines Kind, dem man sagt, bitte leg die Hand nicht auf die Herdplatte und dann so bzzz. Ja, ja. So ist der Chat. Kleine Kinder seid ihr nämlich, aber ich habe euch trotzdem lieb. So. Ich würde mal die Bewässerung erforschen, das dauert ja nur 5 Runden und ich glaube, das ist ganz nett. Und dann können wir als nächstes mit Bonus die Reiterei machen. Ah, ich fühle den Sog. Das strategische Planen, es ist wunderschön. Muss ich mal für ein Minütchen alleine lassen und bin dann wieder da. Na klar doch. Ich würde das auch vielleicht einfach mal gerade für eine kleine Pipi-Pause nutzen und dann würde es weitergehen hier. So, ich schalte mich mal einmal ganz kurz stumm, lieber Chat. Coaching geht da noch ein kleines bisschen weiter. Ich mache einmal ganz kurz eine Pipi-Pause und dann machen wir weiter, ne? Ich hoffe, ihr fühlt euch nicht zu vernachlässigt. Ich versuche mich hier ein bisschen auf das Coaching zu konzentrieren und nicht hier die ganze Zeit im Chat zu sein. Aber ich lese alle eure Nachrichten und Civilization macht schon wirklich Spaß, ne? Civilization macht schon wirklich Spaß. Ich bin halt noch dabei, die Grundlagen zu lernen. Ich kann jetzt noch nicht einschätzen, inwieweit ich mich da irgendwie gegen andere behaupten kann, ne? Aber die Grundlagen machen schon mal sehr viel Spaß bei Civilization. Das ist schon mal... Ich verstehe den Sog. Ich verstehe den Suchtfaktor sehr, 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 sehr stark. Ein anonymer Geschenkgeber hat Writing Bull ein Sub geschenkt. Dankeschön, Dankeschön. Writing Bull macht das auch super mit dem Coaching. Auch wenn ich, glaube ich, manchmal ein bisschen anstrengend bin. Ich bin nämlich sehr ungeduldig. Kommt noch ein Coaching vor Sonntag? Ja, morgen um 15 Uhr ist das zweite Coaching. Und dann werden wir auf eigene Faust auch nochmal ein bisschen lernen die Woche. Und Sonntag 16 Uhr ist dann das Turnier. Könnt ihr also nochmal abchecken mit Ausrufezeichen Turnier. Wenn ihr Bock auf Civilization bekommen habt, macht ihr Ausrufezeichen Civilization. Ist gesponsert die Aktion und eine sehr, sehr coole Aktion, wie ich finde. Ich mache ganz kurz Pinkelpause und dann geht's weiter hier. Dann rauchen weiter die Köpfe. Bis gleich.
Oh Gott, Leute, ihr werft ja immer noch Subs. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Affenspielzeug, Dankeschön für die 4 Gift-Subs. Dankeschön, Dankeschön. BB, du bist tonlos. Ja, ich weiß, ich bin gerade extra stumm geschaltet, weil ich kurz Pinkelpause gemacht habe. Jetzt schalte ich euch den Ton wieder an. Ich wollte euch nicht mit meiner Klospülung belästigen, weder bei Writing Bull noch hier im Stream. Da, da bin ich wieder. Juhu. Juhu. Ich habe die Zeit auch für eine strategische Pause genutzt hier. Ja, ich auch. Ich habe die Keramikabteilung meiner Wohnung inspiziert. Alles war in Ordnung. Sehr gut. Nicht spontan aus dem Schrank gefallen, das ist immer gut. Nein. Ich habe mich dubiose Mätzchen gemacht und habe tonlos auf die Leute eingeredet und habe ihnen Geheimnisse aus meinem Leben und ein paar Poesie-Albumsprüche vorgetragen. Bin sehr, sehr froh, dass man das nicht hören konnte. Gott sei Dank warst du gemutet. Also da wurden schon wirklich Geheimnisse erzählt. Gut, dass ich gemutet hatte. So. Weiter geht's. Ey, ich bin schon Feuer und Flamme hier, ne? Die Amagar-Krieger, die holen hier wahrscheinlich den Kämpfer. Aber ich denke mir, vielleicht kann ich den ja auch holen und noch so ein paar Experience-Points hier snacken. Denke ich mir so. Und ich muss meine Krieger auch ganz dringend mal hier, wobei, die waren ja schon auf dem Feld, die haben ja schon die Heilung. Ja, ich würde ihn jetzt hier hinsetzen, damit wir vielleicht den Kill klauen können. Das wäre meine Denkweise. Ja, also meine Empfehlung wäre, es ist ja ein Rundenstrategiespiel, bei dem jede Runde zählt. Das Wichtigste ist ja jetzt, den Siedler, den du gerade gebaut hast, möglichst schnell eine Stadt gründen zu lassen. Mhm. Wenn der in dieselbe Richtung rennen lässt, dann wäre das eine coole Idee. Ansonsten müsstest du ja, wenn er Richtung Norden laufen würdest, würde der Krieger ja von dem wegziehen erstmal. Das ist eine, guck mal, das habe ich nämlich gerade gar nicht gesehen, dass der Siedler gerade gebaut wurde, ne? Hatte ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Der Vulkan hier ist natürlich, an sich sieht das hier ja ganz nett aus für eine Stadt, ne? Aber der Vulkan hier, der ist so ein bisschen, also weiß ich noch nicht so ganz, ob ich den so gut finde. Ein Vulkan hat Madiat positive und negative Effekte. Der positive ist, der hin und wieder geht er in die Luft. Der negative Effekt ist, hin und wieder geht er in die Luft. Wenn er in die Luft geht, erzeugt er neue Nahrungs- und Produktionserträge rundherum. Und die bleiben dort auch. Genau, aber der negative Effekt ist halt, er geht mitunter in die Luft und dann kann es auch sein, dass Modernisierungen, die um ihn herum stehen, zerstört werden. Oder im Extremfall, wenn die Stadt dicht dran steht und wenn das ein ganz schlimmer Vulkanausbruch sei, da kann es sein, dass sogar Bürger sterben in deinen Städten. Ja, bisschen Schwund ist immer, ne? Das ist ja interessant, dass der auch die Ressourcen ändern kann. Das ist ja cool gemacht. Mhm. Weil normalerweise sind Vulkanausbrüche in solchen Aufbauspielen ja immer so, ja, deine Gebäude werden halt platt gemacht, ne? Aber das ist ziemlich cool. Ey, ich würde es tatsächlich mal riskieren und vielleicht hier oder hier maybe. Ich finde, hier hat man Tabak, hier hat man Schafe, hier hat man Pferde. Das sind Ressourcen, die ich alle recht sympathisch finde. Und ich würde überlegen, ob ich vielleicht hier mich ansiedle oder hier mich ansiedle. Hier wäre ganz nett, aber dann mache ich den Wald weg wieder. Das mag ich nicht so. Also nicht alle dieser Plätze gehen. Wenn du nochmal die 4 drückst, die Plätze, die rot sind, die sind zu dicht an den anderen Städten dran. Dann wäre das hier doch auch richtig nett. Da hätte ich Weizen in der Nähe, da hätte ich Pferde, da hätte ich Schafe. Nur was ist das denn hier für ein Blob? Das ist, was ist denn das hier? Weiß man nicht. Was hast du noch nicht aufgedeckt. Ach, da war ich noch gar nicht. Interessant. Ja. Ja, dann komm, ne? Dann, du hast nochmal Glück gehabt, ausnahmsweise. Ja. Gekämpft wird später. So, das Tutorial hat mir Folgendes gezeigt. Bist du stolz auf mich? Das ist in der Tat. Okay. So viel habe ich mitgenommen vom Tutorial. Ich würde dir auch eine Sache gerne vorschlagen, dass wir das deinen Zuschauern nicht erklären, was das ist und dieses Geheimwissen teilen und unter uns lassen. Ich bin dafür, dieses Geheimwissen, dass man hier begleitet. Also verratet das nicht meiner Konkurrenz für Sonntag, okay? Das ist ein ganz geheimer Pro-Gamer-Move, dass man hier Beschützer bilden kann. Das verratet ihr bitte nicht weiter, okay? Es wurde vor kurzem erst reingepatcht. Das weiß niemand, dass das geht. Und das ist mein strategischer Vorteil. Ja. Und ich muss einmal sagen, Bono, vielen lieben Dank für die 10 Gift-Subs. Und Delzi, Dankeschön für den Prime-Sub. Du hast sie wirklich bekommen mit der Ansage, ne? Mit hier den Geschenken und so. Das ist immer ist ganz das schwierig. Ist das unangenehm? Ja, nee. Man möchte meinen, nach 5 Jahren Stream wäre ich es langsam mal gewohnt, aber ich weiß noch nicht so ganz.
Mal, jetzt mal ganz ernsthaft und völlig ironiefrei. Ich kann das gut nachvollziehen, dass dir das ein bisschen unangenehm ist, weil ich selber bin auch so. Man ist zwar darauf angewiesen, dass die Leute einen unterstützen. Man macht das als Beruf und man freut sich darüber, wenn die Einnahmen kommen. Andererseits, was mir total zuwider ist, manchmal bei anderen Streamern oder Streamerinnen zu sehen, wenn die Leute total geifern um Abos und Subs und die das dann auch so künstlich anheizen und eventuell auch Leute dazu bringen, Subs zu geben, die vielleicht bei Leuten, die so knapp an Kasse sind und wo man ja, irgendwie kriegt, die mitbekommt, die werden, das ist mir immer total unangenehm, sowas zu sehen woanders und setzt immer Fremdschämen ein. Definitiv, so ein das muss nicht sein, ja. Das muss nicht sein. Genau. Nee. Also ich glaube, da wissen hier auch alle, ne, nicht euer letztes Hemd für Subs ausgeben, ne, kauft lieber Weihnachtsgeschenke. Mir geht's schon gut genug, lieber Stream. Aber vielen, vielen lieben Dank und Nihau, danke dir für die 200 Bits. Aber ne, das sage ich auch oft genug, immer responsible mit dem Geld umgehen. Ne? Das ist immer erstmal die wichtigen Sachen und dann irgendwann hier Streamer supporten. Das ist die richtige und wichtige Reihenfolge. So, hör mal, ne? Jetzt aber mal hier. So, jetzt haben wir endlich hier mal einen Kill geschafft. Wunderbar. Und hat man gerade gesehen, das Leben ist wieder hochgegangen, ne? Ist das durch meine Spezialfähigkeit, also die Tomaris, die hat ja die Spezialfähigkeit, wenn eine Einheit getötet wird, dann kriegt sie Leben zurück. Ich weiß aber gerade nicht, ob bei allen Einheiten, ich glaube nur bei den Pferden. Ja. Genau. Oder das war durch unsere Oase. Sollte letzteres sein. Also du hast immer die Zivilisationen und die Anführer von denen, die geben jeweils bestimmte Bonusse, mitunter auch Malusse. Und deine Anführerin Tomyris gibt halt einen Bonus, der heißt Schlechter von Kyros. Und er gibt ja bei jeder deiner Einheiten, wenn ihr eine verwundete Einheit tötet, also eine, die schon weniger Lebenspunkte hatte, bekommt die plus 5 Kampfstärke. Also wenn ihr diese Einheit angreift. Und außerdem, wenn sie eine Einheit komplett ausschaltet, kann sie bis maximal 30 Trefferpunkte gratis obendrauf bekommen. Das heißt, du hast damit auch in Verbindung nachher mit deinen schnellen, berittenen Einheiten beim Multiplayer-Match einen gnadenlosen Vorteil. Du kannst deine Gegenspieler, ich hätte fast das Wort Mitspieler benutzt, aber das ist dann unangemessen, deine Gegenspieler in Grund und Boden reiten, tyrannisieren und dem Nervenzusammenbruch entgegenpeitschen. Ich sehe auch gerade, man sieht es hier, wenn man drüber hovert, ne? Hier sieht man, das war unsere Spezialfähigkeit gerade, dass Gesundheit wiederhergestellt wird. Und hier sieht man nochmal plus 10 TP durch Heilung auf beliebigem Gebiet. Da sieht man, ob die schon die Oasen, den Oasenbonus haben. Weil wie ich mich kenne, wenn ich später mehr Einheiten habe, dann werde ich vergessen, wer das hat und wer noch nicht. Deswegen ist das ganz gut zu wissen. Ich würde einen neuen Handwerker herstellen, weil unser ja nur noch eine Aktion hat und das für die Weide draufgehen wird. Sehr gut. So, das war's. Nächste Runde. Ja, und Leute, ne, wo wir gerade beim Thema waren, vielen lieben Dank für den Hype Train. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, ich habe mir eine recht kriegerische Fraktion hier ausgesucht, ne? Da bin ich gespannt. Das dürfte recht spannend werden am Sonntag. So, und ihr, wo wollen wir hin? Wir wollen hier hin. Also, let's go. Und du erkundest hier mal ein bisschen weiter. Was haben wir hier Schönes? Schafe, entspannte Dinge und ein bisschen mehr Wüste. Wie kann ich ihm jetzt sagen, dass ich einfach überspringen möchte? Weil ich möchte weiter in die Richtung. Ich könnte ihn aber noch in die Richtung bewegen. Da sage ich einfach Leertaste drücken oder? Nee, links davon. Diesen Pfeil, diesen gerundeten Pfeil. Eine Runde überspringen. Was wäre Bereitschaft? Was würde das heißen? Dann wird er stehen bleiben und der wird sich beim... Die Einheiten, die haben ja so einen automatischen Einheitendurchlauf. Wenn du einer Einheit einen Befehl gibst, dann zeigt das Spiel mit dem... Geht das Spiel mit dem Cursor weiter zur nächsten Einheit, der du einen Befehl geben kannst. Wenn du auf Bereitschaft klickst, dann wird die Einheit rausgenommen aus diesem Einheitendurchlauf, bleibt dort so lange einfach stehen und wird dir nicht mehr zum Klicken angeboten, bis sie irgendeinen Feind gesehen hat. Erst dann meldet die sich wieder und sagt, hier, klick mich bitte mal an. Auch sehr gut zu wissen. Dann machen wir einmal den hier. Und der Chat hat natürlich komplett recht. Ich habe hier das Bonusdorf vergessen. Guck mal, Chat, was würde ich ohne euch tun, ne? Da gehen wir natürlich gleich hin. Am besten, nachdem wir hier die Siedlung gegründet haben, sind die Siedler weg. Dann können wir auf dem Rückweg einmal so, wupp, uns das Dorf hier einheimsen, würde ich sagen. Und nutzen den Speer hier weiter erstmal zum Gucken. Aber ja, habe ich in der Tat übersehen. Dankeschön, lieber Chat. Jetzt rennen die hier einfach weg. Was soll das denn? Ja, geht mal lieber, liebe Barbaren. Ich finde gar nicht gut, was ihr hier plant, ne? Aber gut, wir machen hier gerade die Bogenschützen. Die können den Barbaren denn ja einen auf den Deckel geben. So, es ist Zeit für eine Weide.
Beziehungsweise, wir haben hier momentan 2 Bevölkerung. Okay, das heißt, wir können die Weide ja doch bedienen. Okay. Ganz genau. Das mit der Bevölkerung, wo ich zum ersten Mal selber gespielt habe, das habe ich gar nicht verstanden. Ich habe die ganze Zeit Erweiterungen gebaut und wusste gar nicht, dass ich die noch gar nicht kriege, die Ressourcen. Ja, das fand ich jetzt auch nicht so eindeutig. So, und jetzt haben wir hier auch Reiterei. Jetzt haben wir da auch einen Bonus und können gleich unsere Pferde erforschen. Ich finde, das läuft alles sehr, sehr gut hier. Das geht doch in eine gute, richtige Richtung. Aber den Eindruck, der Aufbaucharakter von so einem Vorex-Spiel passt hier eigentlich auch ganz gut, ne? Ja, also weil wir spielen, sowas in die Richtung spielen wir ganz gerne, wobei halt, na gut, rundenbasiert nicht so wirklich, aber es gibt auch gar nicht außer Civilization wirklich viele rundenbasierte Aufbauspiele, oder? Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Mir fällt jedenfalls spontan keins ein. Ja, also es hat Aufbauparts, auf, ne, aber es ist natürlich eigentlich vom Spielgenre ja ein sogenanntes Vorex-Spiel, also eines, wo man auf einer zufallsgenerierten Karte, rundenbasiert meistens, aber die gibt es auch in Echtzeit, meistens sind die rundenbasiert, eine große Zufallskarte aufdeckt mit viel Fog of War, Städte hinsetzt, Technologien betreibt, andere Reiche kennenlernt, mit denen Diplomatie betreibt, eventuell Spionage und so weiter. Und aus einem ganz kleinen Anfang mit 1-2 Starteinheiten dann über viele Stunden hinweg als ein riesiges Reich aufbaut. Ne? Ja, wir spielen sehr viele Aufbauspiele, aber eher Aufbauspiele, die so ein bisschen einen kleineren Scale haben, also wo man wirklich eher so in einer Welt ist oder in einer Stadt ist ein einzelne Gebäude setzt. Das hier ist ja so ein bisschen weiter rausgezoomt, ne, wo man wirklich sein Reich kontrolliert. Aber tendenziell ja trotzdem Genres, die sich sehr ähneln. Mhm. Ah ja, da wird sich gekloppt. Wunderbar. Das Schöne ist bei Sylph, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie man das Spiel eigentlich gewinnt. Es gibt verschiedene Siegvarianten und für diese Aufbaufans wie in der Hand eines guten Töpfers wohlfühlen. Ich mal, kannst du weiterreden. Und für Aufbaufans wie dich beispielsweise, gibt es zivile Siegvarianten, die man bekommen kann. Der Klassiker ist der sogenannte Herrschaftssieg. Den hat man dann, wenn man alle Hauptstädte, alle Starthauptstädte aller Reiche eingenommen hat. Oder wenn alle nicht mehr im Besitz sind des Startreiches, dann ist der Herrschaftssieg erreicht. Da gibt es noch verschiedene zivile Siegvarianten, zum Beispiel den Religionssieg, wenn man eine Religion gegründet hat und man hat die über die meisten Städte in der Welt, ich verknapp das ein bisschen, über die meisten Städte in der Welt ausgebreitet, hat man den Religionssieg bekommen. Den Kultursieg bekommt man dann, wenn man in seinen Museen so viele große Werke aufgestellt hat oder so viel von seinen Archäologen, so viele Artefakte eingesammelt hat, dass man sehr viele Touristen in sein Reich reinlockt und mehr Touristen als alle anderen bekommt. Und dann gibt es noch den Diplomatie-Sieg, den bekommt man dann, wenn man 20 Diplomatie-Siegpunkte bekommen hat. Den bekommt man dadurch, wenn man der großzügig ist gegenüber anderen Reichen, den dem Weltkongress hilft oder immer beim Weltkongress so abstimmt, wie die anderen Reiche es auch mehrheitlich wollen. Und die letzte Siegvariante ist der Wissenschaftssieg und den hat man dann erreicht, wenn man ganz am Ende des Spiels im Late Game als erster es geschafft hat, mit Raketen in den Himmel hineinzustarten und einen fremden Planeten als erster besiedelt zu haben. Dann bekommt man den Wissenschaftssieg. Schau mal, da ist Civilization gar nicht so anders wie das Main Game, was wir hier sonst immer spielen. Rimworld, da hat man auch gewonnen, wenn man es geschafft hat, eine Rakete zu starten. Ne? Also prädestiniert hier. du meintest ja, am Sonntag bei dem Turnier, da werden wir, weil wir nicht so lang spielen, werden wir benutzerdefinierte Gewinnbedingungen haben. Wir werden ein Punktesystem benutzen. Kannst du dazu schon mehr sagen oder ist das noch geheim? Ja. Halbe. Also Matsuman, mein Community-Moderator, der Shagis und Edupe coacht. Ich coache ja dich und Tuni. Wir beide moderieren, also ihr vier streamt am Sonntag, jeweils aus eurer eigenen Perspektive. 18.12. 16 bis 20 Uhr macht ihr jeweils aus eurer Perspektive das MP-Match und bei mir auf meinem Twitch-Kanal machen Matsuman und ich einen Stream aus der Beobachterperspektive. Das heißt, wir zeigen die ganze Karte und wir bereiten außerdem noch ein Punktesystem vor. Das heißt, jeder von euch wird einen Link bekommen auf eine Google-Doc-Seite und könnt dann in Echtzeit immer nachschauen und euren Leuten auch anzeigen, wie viele Punkte ihr gerade bekommen habt, welche Tasks, welche Aufgaben noch offen sind, die einen Punkte geben. Dann werden doch bestimmte Sachen drin sein, wo man halt Punkte bekommen kann, indem man zivil oder militärisch bestimmte erfolgreiche Sachen gemacht hat. Das sagen wir euch am Sonntag im Detail, aber wir wollen quasi für jeden von euch so kleine Belohnungen zwischendurch freischalten, dass ihr nicht unbedingt darauf angewiesen seid, dass ihr möglichst militärisch gewonnen habt. Oder es gibt so viele kleine Belohnungen, die sich aufaddieren. Wer die meisten Punkte gesammelt hat, ist dann die oberste Bienenkönigin des Streams.
ne, für den Chat auch nochmal, ne, weil von Anfang an haben bei mir Leute geschrieben, oh, boah, du musst auf Religionssieg gehen, ist der einzig wirkliche. Wir werden nicht mit normalen Siegbedingungen spielen, weil das Turnier am Sonntag nur 3 Stunden lang geht und da ist ein Herrschaftssieg und so ist halt eher schwierig in der Zeit. Ne? Ja. Civilization geht dann sicher meistens eigentlich ein bisschen länger. Mir ist nach mehr Bogenschützen, was sagst du dazu? Oder vielleicht ein Monument? Ja. Welche Politikkarten hast du gerade drin? Hast du die Agoge-Karte immer noch drin? Die Agoge haben wir immer noch drin, ja. Das heißt, unsere Einheiten gehen recht schnell und recht billig. Ja. Dann nutzen wir das doch mal, würde ich sagen, oder? Ja. Ja. So, zack. Du kannst übrigens zwischendurch auch immer Bauprojekte unterbrechen. Die Produktionspunkte verfallen nicht und zwischendurch was anderes einstellen. Also falls du dir zum Beispiel sagen würdest, in der Hauptstadt, wo du gerade unterwegs bist, da entsteht ja ein Handwerker, weil du sagen würdest, Mensch, ich will eigentlich die nächsten 4 Forschungspunkte noch, die nächsten 4 Forschungsrunden noch abwarten, bis das Staatsdienertum fertig ist und ich die Karten wieder auswechseln kann. Die Zeit will ich nutzen, um noch eine Militäreinheit zu bauen. Das könntest du jederzeit machen, ohne dass die angesparten Baupunkte für den Handwerker verfallen. Nur als Idee. Also spontan umentscheiden ist auch durchaus eine Möglichkeit. Ich geier die ganze Zeit drauf, dass unsere Reiter hier fertig werden. Ja. Nicht erschrecken, die Kaffeemaschine geht einmal an. Ich habe eine Kaffeemaschine neben mir zu stehen, aus beruflichen Gründen. Braucht man manchmal als Streamer den Extra-Kick. So, die Siedler sind angekommen, wunderbar. Mhm. Die Bogenschützin, die würde ich mal hier so positionieren und dann da stehen lassen, damit sie hier eventuell den Barbaren ein bisschen zeigen können, wer hier der Chef ist. Falls die hier wieder aufmucken von der Seite. Du gehst mal weiter hier erkunden. Schwieriges Gelände, aber wir müssen ja auch mal die anderen Völker und so entdecken hier. Okay, nächste Runde können wir das machen. Der Rest entspannt sich. Next. Was da gerade passiert, wir haben Handwerker bekommen und mit denen wollten wir ja hier Bewässerung haben wir leider noch nicht. Ich würde hier hast mal eine... In 3 Runden. Die Forschung läuft, in 3 Runden hast du die Bewässerung und dann könntest du die anschließen, wenn du möchtest. Stimmt. Ich würde vielleicht hier eine Mine bauen. Hier mein spezielles Dingsi, was mir Gold bringt. Mein Spezialding, weil das ja neben einer Weide ist hier und dann ja einen Boost haben müsste. Und dann vielleicht für Bewässerung die Gewürze und dann brauchen wieder neue Handwerker, dann haben sie wieder verschlissen. Super guter, perfekter Plan. Total solider gut durchdacht. Plan, oder? Solider Plan. Ja. Zack. Siegerinnenplan. Jetzt kriegen wir Steinmetz und ihr bleibt mal hier, ihr könnt nicht weiter. Ihr bleibt mal hier. Das ist auch das Restwissen vom Tutorial. Und ihr macht mal hier die nette nächste Stadt. Tada! Also, falls irgendwann in der Öffentlichkeit in den nächsten Tagen eine Wette angeboten werden würde, wer gewinnt am Sonntag beim Multiplayer-Finale vom Bootcamp? Ich würde keinem empfehlen, der auf sein Geld Wert legt, gegen Marty zu wetten. Das wäre echt riskant. Also, der einzige von den Menschen, gegen die ich schon gespielt habe, ist der gute EdoP. Und ich weiß, wenn der was macht, dann macht er das auch richtig und schwitzt da richtig rein. Also, ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist, die Konkurrenz zu unterschätzen. Und diesen Fehler werde ich nicht machen. Na, ich glaube, die anderen, die geben sich da auch, die geben sich da auch gut Mühe. Ich glaube, die werden sich auch außerhalb der Coaching-Streams noch ein bisschen vorbereiten, wie ich die Pappnasen kenne. Also da, ich stelle mich schon auf sehr harte Konkurrenz ein hier. Wir machen hier Bogenschützen. Wir können hier auch wieder Dinge produzieren. Ein großes Bad, was ist das denn? +3 Wohnraum und +1 Annehmlichkeit, das ist ja gut zu wissen. Das ist ein Weltwunder. Weltwunder kann man nur einmal bauen. Das heißt, entweder du oder einer deiner KI-Konkurrenten, ihr könnt gleichzeitig den Bau des großen Bades beginnen, aber nur derjenige, der den Bau als erster abgeschlossen hat, hat das Wunder. Und alle anderen gucken in die Röhre, beißen auf den Fingernägeln und ärgern sich, dass sie zu spät gekommen sind. Und dass die Baupunkte, die man reingesteckt hat, überwiegend verfallen. Also wahrscheinlich eine gute Idee, so schnell wie möglich zu bauen, wa? Wenn du es brauchst. Also eigentlich brauchen so. Wir es ja gerade nicht, ne? Wohnraum und Annehmlichkeit haben wir eigentlich gerade genug hier in der Stadt. Ja, wir müssen mal ganz kurz jemand grüßen im Chat. Und zwar Matsu Manix, mein Community-Moderator, der den Edupen, der den Chagas coacht. Ja. Der geht gerade bei der Konkurrenz gucken, nämlich bei dir. Magst du ihm mal ein paar liebevolle Worte rüberwerfen? Sowas wie zum Beispiel, verpiss dich aus meinem Chat oder irgendwas Freundliches. Nein, ich freue mich sehr auf Sonntag. Ich muss mal ein bisschen reinlurken bei dem Coaching der anderen zwei hier. Ich bin schon richtig gespannt, ne? Dankeschön für das coole Event, Mann.
Ah ja, okay, guck mal. Das Rumflame übernimmt der Chat hier, ne? Das Rumflame übernimmt der Chat. Ich mach mal einen auf diplomatisch. Ich strebe den Diplomatiesieg an. okay, warte. Das ist ja über das große Bad gerade nachgedacht. Und, genau. Also der Grundgedanke dieser 4X-Spiele ist immer Mängelverwaltung. Du kannst nicht alles gleichzeitig bauen. Ne? Jede Sache kannst du super cool begründen und dich über die Vorteile freuen. Aber was brauchst du in dieser Spielphase am nötigsten? Also eigentlich, ich bin ja eher auf Stress ausgelegt. Da brauche ich jetzt eigentlich eher kein großes Bad, weil ich glaube nicht, dass wir so weit spielen, dass ich krassen Wohnraummangel haben werde. Wir sind ja an einem Fluss und so. Das heißt, ich würde jetzt eher hier richtig krass auf Militär gehen, so richtig so, gib ihm. Ja. Da wir gerade noch keine Reiter haben, erstmal Bogenschützen hier. Wobei haben wir inzwischen Reiter? Nee, haben wir noch nicht. Erforsche ich die nicht gerade, die Reiter? Jetzt muss ich einmal kurz nachgucken hier. Reiterei, 12 Runden. Warum erforschen wir denn jetzt erstmal? Achso, wir sind fast durch mit der Bewässerung und dann wollten wir die Reiterei machen. Mhm. Aber es dauert noch 3 Runden. Darf ich dir einen Probe-Gamer-Tipp geben fürs Multiplayer? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du wirst ja den Mega-Stress haben am Sonntag, weil halt dieser superschnelle Rundentimer läuft. Wenn du mit der die Shift-Taste, die Umschalttaste gedrückt hältst, da kannst du mit der linken Maustaste ganze Ketten von Befehlen geben, wie eine Technologiebäume. Dann kannst du sagen, erst das, dann das nächste. Oh, geht das auch mit Movements und so? Wahrscheinlich. Wobei bei Movements ist das ja nicht so praktisch. Dann sehe ich ja nicht, wo ich hinlaufe. Aber das ist ja kritische Info. Das ist gut zu wissen. Kann ich ja hier direkt auch machen, wa? Komm hier so Nummer 1, Nummer 2, dann direkt mal den hier. Aber warum zeigt er jetzt? Ach, muss ich beide Sachen erlernen, ehe ich das haben kann? Genau, ganz genau. Ach so, okay, ich dachte eins reicht. Du kannst also jetzt nur die Reihenfolge bestimmen, in der die Voraussetzungen genommen werden. Die kannst du dir aussuchen, indem du mit Shift und links klickst, immer die eine der Voraussetzungen nach der anderen auswählst. Ich muss beide Voraussetzungen erlernen, ehe ich hier ankomme. Ich dachte, ich kann also hier einfach gerade den Tree durchgehen. Nee, nicht. Also wenn du einen Linksklick machst auf die politische Philosophie und dann wird dir angezeigt, was du dahin brauchst. Okay, Tatsache. Okay. Die Reihenfolge kannst du verändern, der Voraussetzung. Gut, aber also das geht am schnellsten. Ja, wobei. Okay, wir machen erst das, dann machen wir das. Dann machen wir das und dann das. Das brauchen wir gar nicht. 1, 2, 3. Okay. Das mit dem Schiff, das ist kritische Info. Wie lang ist denn der Timer ungefähr? Wie lange haben wir denn ungefähr Zeit, uns Gedanken zu machen pro Runde? Wahrscheinlich ja nicht so lang, oder? Ja, das ist ein dynamischer Timer. Das heißt, der passt sich daran an, wie viel gerade auf der Karte passiert und wie weit ihr vorangeschritten seid. Je weniger Städte ihr habt, dann ist der erst ein bisschen lahmer. Je mehr Städte ihr habt und auch dann, wenn eine wichtige Entscheidung ansteht, wenn einer von euch eine Religion gründen muss und sich lange überlegt, welchen Glaubenssatz muss ich mir nehmen, da passt sich der Timer fairerweise an und ist ein bisschen länger dann pro Runde. Aber es ist schon so, als Einsteiger, ihr werdet gestresst sein. Ihr werdet echt Stress haben. Also wenn ich den Tipp geben darf, sondern Pro-Streamer-Tipp, ich würde mindestens 3 Praktikanten aus dem Chat anheuern, die dir unterwegs Erfrischung reichen beim Streamen oder dir Taschentücher reichen oder dir die Stirn abtupfen oder andere Sachen machen. Habt ihr gehört, Chat, Freiwillige vor, ne? Also es wird intensiv am Sonntag, es wird intensiv. Ich bin mir unsicher, was ich oben bauen würde. Also erstmal gucke ich mal, wer hier was verwaltet. Da kriegen wir 2x das und 2x das. Das ist, glaube ich, ein guter Mittelweg. Und ich glaube, ich würde erstmal einen Handwerker bauen. Dann kann ich hier einen Bauernhof hinsetzen, hier eine Weide und hier so ein Spezialding, wie auch immer es nochmal hieß von mir. Auch wenn das ein bisschen dauert, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Stadt nicht überrannt wird in der Zwischenzeit. So, ihr geht da lang, ihr geht da lang. Mhm. Next. Eine falsche Entscheidung war es definitiv nicht. Ich selber würde mir, wenn ich da auch nochmal einen Tipp geben darf mit Blick aufs Multiplayer-Match, ich würde mir immer überlegen, du kommst ja langsam aus der Stadtphase raus. Du hast jetzt schon ein paar Städte mehr. Und die ersten Städte, die du gesetzt hast, die haben sehr viel Produktion bereits und viele Bürger, die können ordentlich was leisten. Die spät gegründeten Städte nicht so wirklich. Die brauchen eine Zeit, bis sie angelaufen sind. Einheiten kannst du ja überall bauen, in den produktionsschwachen und in den produktionsstarken Städten. Da bist du total flexibel, die kannst du überall hinschicken. Die Gebäude dagegen, die kannst du ja immer nur vor Ort bauen. Okay. Deshalb würde ich mir vielleicht überlegen, in neueren Städten eher die Gebäude und in den ersten Städten eher die Einheiten und die dann losschicken zu den neuen Städten hin. Das klingt einleuchtend, ich gehe auf Monument. Das hat mich überzeugt gerade.
So, die Handwerker hier, die, was war der Plan? Die haben hier eine Mine. Bewässerung, noch 2 Runden, dann gehe ich schon mal hier hin, dann können sie das später bewässern. Die Bogenschützen bleiben da und du erforschst hier ein bisschen weiter. Das ist sehr unwegsames Gelände hier. Kommt da nicht so wirklich voran, der Gute. Und ich hätte meinen Speer hier einmal auf die Quelle setzen sollen, dann wird er sich passiv heilen. Aber die Quelle ist ja echt richtig nice. Das ist ja... ja. Und irgendwo brennt es. Oh, es brennt. Meine Pferde brennen. Kann ich irgendwas dagegen tun? Das ist ein Grill. Das ist ein Feature. Ha. Die Pferde liegen auf dem Grill und... das, aber ja, jetzt, liebe Leute im Chat, glaubt Matti nicht ihre Überraschung. Das ist ein bisschen Schauspielerei. Das ist ein kleiner Service für den Chat. Falls ihr zwischendurch einen Hamburger haben wollt, Maisbrote, die werden produziert in Bienenstock. In Jessic wird das Grillfleisch produziert, beides zusammengepackt. Eure Chat-Moderatoren reichen euch das Ganze. Marti ist die Schirmherrin dieser Barbarei. Guten Appetit. Guck mal, deswegen habe ich auch schon direkt hier die 2. Pferde erschlossen, weil ich die hier zu Lasagne mache. Ne? Das ist der Grund davon, nämlich that's the reason. Ne? Dann haben wir hier einmal Pferde für Krieger und einmal für die Verpflegung des Bienenstocks. Ja. Sehr damit lecker. Alles, ne? Damit alles, ne? Damit alles dabei ist. So, wir haben wieder die Möglichkeit, unsere Politik zu ändern. +1 Produktion in allen Städten, Produktion für Handwerker. Ich würde das mal so lassen, da wir ja sehr viele Städte haben. Da finde ich das einleuchtend. Und hier, das finde ich auch nach wie vor einleuchtend, weil wir immer noch recht viele Einheiten produzieren. Ja, ich würde das auch genauso lassen. Schon mal einen Blick, weil du, normalerweise würde ich mit diesen Tipps erst später kommen, aber du lernst echt in so einem Affentempo. Immer her damit. Das muss hier genutzt werden, die Zeit. Ja. Thema Einheitenunterhalt. Die Einheiten kosten immer eine bestimmte Goldmenge jede Runde. Die Starteinheit allerdings noch nicht. Je länger die Partie voranschreitet, desto mehr Unterhalt an Gold Runde für Runde musst du für die Einheiten zahlen. Je fortgeschrittener die Einheiten sind, desto mehr. Aber die Starteinheiten, also Krieger, Schleuderschützen, Handwerker, Siedler und Späher, die kosten 0 Unterhalt jede Runde. In dem Augenblick, wo du den ersten Bogenschützen hast oder einen Speerkämpfer, ab dann könnte das ein bisschen komisch sein, dass die Geld kosten. Und wenn du dann irgendwann Geldprobleme hast, ab dann lohnt sich diese Karte mit Geldsparen beim Unterhalt. Vorher ist die nur, wir bringen mal Matti durcheinander. Wo kann dann ich denn sehen, wie viel Geld die jeweiligen Einheiten kosten, damit ich den Überblick nicht verliere? Ja. Pro-Gamer-Tipp. Ja. Rechtsklick unten. Unten steht ja der Bogenschütze. Da ist ja unten, ist ja das Einheitenfenster mit den Daten. Ganz unten rechts am Bildschirmrand. Ganz rechts, genau. Und wenn du jetzt in den Bogenschützen mal einen Rechtsklick machst, da rein, da ist ein Rechtsklick. Ah, Pro-Gamer-Tipp. Hast du die Enzyklopädie aufgerufen und da kannst du alle Infos abrufen. Und da stehen auch die Unterhaltskosten. Okay, ein Gold Unterhaltskosten. Das ist die Enzyklopädie, von der mein Chat schon die ganze Zeit redete. Ja, ja. Ah ja, da kann man alles im Zweifel auch nochmal nachlesen. Gut, werde ich am Sonntag jetzt nicht so die Zeit für haben wahrscheinlich, aber jetzt heute ist das ja durchaus praktisch. Und die kannst du auch aufrufen. Ganz rechts oben ist ein Fragezeichen im obersten Bildschirmrand und da kannst du die jederzeit starten. Oder Alternative ist, wenn du irgendwo ein Gebäude hast oder eine Einheit, das funktioniert auch im Tech-Tree, im Forschungsbaum. Du machst einen Rechtsklick auf Gebäude oder Einheit, landest du immer im betreffenden Eintrag und kannst immer nachgucken, was da steht. Das ist kritische Info. Falls ich für Sonntag mal vergessen haben sollte, was eine Einheit macht oder so, werde ich natürlich hoffentlich nicht. Aber jetzt im Ernst mal, kann ich irgendwas machen gegen das Feuer? Nee, ne? Meine Pferde brennen einfach ab, wenn ich Pech habe. Nee, kannst du nichts machen. Also Feuerwehren gibt es bei Anno, aber nicht bei Sith. Ich wollte gerade sagen, keine Feuerwehr bauen hier, schade. Nee, also ich würde auch, auf jeden Fall, wenn es irgendwo brennt, einfach keine Einheiten drauf platzieren. Das kann unangenehm enden, ansonsten einfach abwarten, bis alles wieder weg ist. Lassen wir es bei Pferdelasagne und nicht bei Einheitenlasagne. Guck mal, ein bisschen Geld, das ist doch immer nett. Und ich würde jetzt mal hier, ne, also das da... Ich glaube, mit 3 Einheiten kriegen wir das weg. Ich würde die mal hier so jetzt in die Richtung hier zentrieren, die Einheiten. Ja. Noch haben wir auch keine Mitspieler gefunden. Das dauert ja doch relativ lang tatsächlich. Mhm. So, und ich kann wieder was produzieren. Was ist denn ein Regierungsplatz? Das würde ich dir lieber erst später erklären, weil das ist jetzt ein bisschen umständlich. Ignorieren wir. Ja, also vielleicht ein bisschen stumpf, ne? Aber noch haben wir ein bisschen Plus beim Gold. Sieht ja noch ganz solide aus. Und wir wollen auch später ein bisschen plündern und dadurch Gold kriegen. Ja. Also würde ich mal hier, ne? Yippie-yay-yay, Militär und so, ne?
Und der Gouverneur muss ernannt werden. Okay, das kenne ich noch nicht. Das ist ein cooles Spielfeature. Und zwar bekommst du sogenannte Gouverneurstitel im Laufe der Zeit durch Forschung. Bestimmte Forschung geben dir, vielleicht magst du noch mal kurz in das in den kulturwissenschaftlichen Tech Tree reingehen, in den anderen. Genau. Und du hast ja eben das Staatsdienertum aufgedeckt. Und da ist so ein kleines blaues Symbol. Und das bedeutet immer, wenn du so eine Forschung abschließt, bekommst du einen Gouverneurtitel. Und die Gouverneurstitel, die kannst du auf zwei Weisen ausgeben. Entweder heuerst du einen Gouverneur an oder du verbesserst einen, den du schon hast. Und wenn du jetzt mal wieder oben reingehst in die Gouverneursübersichten, die du eben schon warst, ganz genau, ja, bis zu sieben Gouverneure gibt es. Das sind, jede Fraktion hat die gleichen sieben. Das heißt, du kannst Victor, Amani, Moksha und die anderen ernennen. Die sieben können auch die KI-Konkurrenten ernennen. Die heißen da auch genauso halt, ne? Und bis zu sieben gehen und du kannst mit dem Gouverneurstitel entweder einen jetzt ernennen oder einen, den du schon hast, befördern. Jeder hat einen einzigartigen Beförderungsbaum. Das ist am Anfang furchtbar verwirrend, so viele, und du kannst jetzt auch nicht alles in Echtzeit durchlesen. Mhm. Fürs MP-Match, Faustregel, die beiden, die zu Anfang am coolsten sind und am meisten helfen, sind entweder Magnus, der Herr in der Mitte mit der Melone. Mhm. Weil der gibt dir, wenn du mal auf Beförderung ansehen draufklickst, nicht auf Ernennen, aber auf Beförderung ansehen, dann siehst du dessen Tech Tree und du siehst von oben nach unten den Beförderungsbaum. Die erste, die Startbeförderung ist eher so, die ist nicht unwichtig, aber nicht ganz. Das ist die entscheidende. Vorsorge. Wir brauchen keine Bevölkerung. Ah, okay. Also falls du den befördert hättest bis zur Vorsorge, also wenn du den zweiten Titel in den reinstecken würdest und in seiner Stadt, in der du ihn gleich als Statthalter reinsetzt, wenn du da einen Siedler baust, dann geht von der Stadt kein Bevölkerungspunkt verloren. Das wäre nice. Jetzt gäbe es noch eine Alternative zum Start, das wäre Pingala. Pingala, mein Freund. Genau, da ist die erste Beförderung auch eher so ein bisschen, naja, kann man machen, muss man nicht, aber beide da drunter, schau dir die mal an. Das ist ziemlich strong bei großen Städten. Ja, jeder Bürgerpunkt, zum Beispiel in der Hauptstadt, wenn du den doch zum Statthalter machst, den gibt dir einen Wissenschafts- oder einen Kulturpunkt. Boah, ich glaube, da finde ich ihn sogar noch ein kleines bisschen krasser. Dann fetzen wir ja richtig durch die Forschungstrees hier mit ihm. Ja. Den würde ich einmal ernennen, den Pingala. Sieht auch sehr sympathisch aus. Sehr sympathisch. Das wollte ich gerade sagen. Man sollte auch nach dem Bauchgefühl spielen. Das ist ein freundlicher Mann mit Turban, nimm dir den. Die Menschlichkeit ist auch wichtig bei sowas. Man muss sich ja auch wohlfühlen mit seinen Angestellten. So. Das ist letztlich auch eine modische Frage. Ist ein Turban hübscher oder als eine Melone? Eine Frage, die wir auch gerne in den Chat weiterreichen können. Tragt der Private eher Melone oder Turban? Könnt ihr mal beantworten, Chat, ne? Würde mich auch mal interessieren. Lerne ich euch endlich mal kennen hier nach 5 Jahren. So, es ist Zeit für einen Bauernhof. Und dann ist es Zeit für einen hier Bonus-Dingsy, dessen Namen ich immer vergesse. Aber ich werde es ab jetzt immer Bonus-Dingsy nennen, dann weiß jeder, was gemeint ist. Ich wette, innerhalb von wenigen Sekunden gibt es den ersten Zuschauer, der in Chat reinruft, Kurgan. Ja, das Bonus-Dingsy meinst du, so heißt das. Genau. Kurgan, was soll das denn sein? So, wir haben hier noch einen Bogenschützen, den lasse ich aber mal hier stehen, für den Fall, dass wir angegriffen werden. Gerade beim Multiplayer weiß man ja nie, vielleicht spielt ja jemand das Early Game und möchte uns direkt wegmachen, ne? Man weiß es ja nicht. Genau. Also die Leute, die von diesem Matzo-Man gecoacht werden, Chagas und Edope. Vielleicht gibt er denen fiese Ratschläge, dass sie frühzeitig zu dir rüberkommen sollen. Die nehmen direkt ihre ersten 3 Krieger und dann geht's auf den Latz hier, ne? Muss man da drauf vorbereitet sein, wer weiß. Sollen wir mal ein bisschen angeben mit einer Spezialfähigkeit einer Zivilisation? Ja, die war noch gar nicht richtig. Auf jeden Fall, aber immer her damit. Wenn du mal rausgehst aus der Stadtansicht und mal, wir wollen mal deine Eitelkeit unterstreichen. Magst du mal auf dein Porträt klicken, rechts oben? So siehst du ja aus. Ja, gut getroffen, deine, warte. Mal hier kurz so. Eindeutig. Seht da auch links mal, ne? Links sehen wir deine Bonusse und bei Erfolg der Steppe, da ist eine super coole Eigenschaft aufgelistet, die du hast. Ja, da freue ich mich drauf. Das war auch der Grund, warum ich die Zivilisation ausgewählt hatte, weil ich mir dachte, da kann ich richtig Stress mitmachen. Deswegen möchte ich auch meine Pferdereiter hier die ganze Zeit haben. Volk der Steppe erhalte jedes Mal eine zweite leichte Kavallerieeinheit oder einen berittenen starken Bogenschützen, wenn eine Einheit oder ein Bogenschütze ausgebildet wird. Das heißt, ich kriege doppelte Kavallerieeinheiten, die dann richtig rumstenkern können im Spiel. Und das ist der Plan. Brandscharzen und rumstenkern ist der Plan. Da freue ich mich sehr drauf. Deswegen rushen wir hier auch gerade ein kleines bisschen die Forschung. Ja.
Also um es mal so zu formulieren, um es mal auf die menschliche Stufe zu ziehen, es gibt niemanden in der, im ganzen Multiplayer-Match am Sonntag, den die anderen mehr hassen werden als dich. Weil perfekt, das ist eine Eigenschaft, ideal. Die ist echt total eklig, was du da drauf hast. Mein Chat meint gerade, kosten die Einheiten dann nicht auch mehr, das stimmt, aber wenn man die ganze Zeit durch die Gegend läuft, die sind ja auch sehr schnell, ne, sind ja berittene Einheiten, wir können die ganze Zeit durch die Gegend laufen und die Felder von anderen Spielern brandscharzen und plündern und dann kriegen wir unter anderem Geld. Und so schließt Geld sich der Kreis. Genau, du kannst, wenn du die fremde Modernisierung kaputt machst, wenn du damit einen Briten einer dich raufstellst und auf den Plünderbefehl klickst, bekommst du immer eine kleine Belohnung, je nachdem, welche Modernisierung das ist. Entweder heilt die einer dann aus oder du bekommst Goldgeschenke oder Glaubensgeschenke oder eine Portion Pferdelasagne serviert oder anderes. Meine Pferde, aber guck mal, sie haben sich wieder erholt, sie brennen nicht mehr, sie sind nur ein bisschen angekokelt. Also könnte schlimmer sein mit den Pferden hier. Ja, ich würde vielleicht hier jetzt doch auch mal ein Monument bauen, dass wir mal ein bisschen mehr Kultur kriegen. Was hältst du davon? Wir haben ja doch inzwischen recht viele Einheiten und ich möchte unbedingt eher warten auf meine Pferde, bis die fertig sind, weil meine Bogenschützen sind ja gar nicht so meine Spezialeinheit hier. Ja. Aber ich glaube, die Bogenschützen reichen trotzdem, um hier mal ein bisschen stänkern zu gehen. Das mache ich dann auch mal. Mhm. Wer braucht hier noch Befehle? Du brauchst Befehle. Du kommst einmal hier hingelaufen. Eine Sache müssen wir jetzt noch machen. Na klar doch. Und zwar, du hast ja eben Pingala ernannt, den Gouverneur. Und diese Bonusse, die der Pingala gibt, die gibt er in der Stadt, wo er als Gouverneur auch hingeschickt worden ist. Das heißt, im Augenblick ist er quasi im Pool und wartet darauf, dass du ihm einen Befehl gibst, wo er in welcher Stadt er zum Einsatz kommen soll. Und wenn du auf die Liste deiner Gouverneure nochmal klickst oben und dann auf den Pingala, da steht Zuweisen. Mhm. Das ergibt wahrscheinlich Sinn, ihn in die größte Stadt zu schicken, oder? Ganz genau. In Ab die in oder den Innenstock. Ja. Die perfekt. Hauptstadt. Wobei, die hat inzwischen auch 3 Bevölkerung, aber der Bienenstock ist ja trotzdem schon ein bisschen weiter. Wir brauchen nur noch 11 Runden. Mhm. Tada! Und jetzt, wenn du dich mal ranzoomst an deinen Bienenstock, dann siehst du das Porträt von Bengala und eine kleine Zahl. Das bedeutet, in 5 Runden ist er vor Ort und in 5 Runden greift dessen Bonus. Okay, das ergibt Sinn, da muss ich auch erstmal einleben. Die Leute müssen ihn ja auch erstmal akzeptieren. Das ergibt durchaus Sinn. Sieh an, hier gibt's aber Stress. Guck mal, du hast mich schon darauf vorbereitet, ne? So hier, Marty, dein Charakter ist sehr kriegerisch, ne? Ich bin jetzt schon voll auf Stress gemünzt hier. Ich habe vergessen, dass ich meine Einheiten einmal hier hinschicken kann, damit die ihren Bonus kriegen. Das sollte ich mir öfters mal angewöhnen. Aber das ist ja auch nicht garantiert, dass ich so ein Wunder kriege am Sonntag. Ja. Das wäre zwar nett, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch wahrscheinlich eher gering, nehme ich an. Das ist auch einfach so wie bei allen anderen Spielen auch, erst recht bei so einem komplexen wie dem. Du guckst drauf, ich gucke drauf und dann sind hier im Chat noch 1763 andere Leute unterwegs. Und jeder von denen guckt auf eine andere Ecke des Bildschirms und entdeckt irgendeinen kleinen Fehler, den du irgendwo gemacht hast. Ja. Das ist halt auch so, wenn man selber noch nebenbei streamt, ne, dann guckt man ja auch noch 1000 andere Sachen an, dann übersieht man Sachen halt auch viel, 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 viel schneller. Ja. Die meisten Leute, die irgendeinen Fehler entdeckt haben, die haben dann, hätten 10 andere Sachen die nicht gesehen gerade. Das ist total menschlich. Aber jeder ist davon überzeugt, dass du natürlich total doof bist, weil du diese Sache nicht gesehen hast. Oder weil dein Coach diese Sache nicht gesehen hat. Ja, ich bin ja Streamer. Jetzt überlege ich gerade, wir haben mal 3 Bevölkerungen. Das dauert auch noch echt lang, wenn wir mehr Bevölkerung kriegen. Mhm. Könnten hier Gewürze bauen, dann hätten wir mehr Luxus. Ja doch, da wir hier wenig Annehmlichkeiten haben, wäre es wahrscheinlich schlauer, erstmal Gewürze zu bauen, bevor wir unser Bonus-Dingsi bauen. Ja, also du meinst die Plantage anschließen mit dem Handwerker, genau. Ja, dann denke ich mir, haben die Leute ein bisschen mehr Luxus, sind sie ein bisschen glücklicher. Ist wahrscheinlich mehr wert als einmal Bonusgold jetzt gerade in der Runde. Es gibt ja einen Grund, warum die Stadt so langsam wächst, ne? Weil du, ist das Absicht oder ist das eher so, ich habe es mal laufen lassen, in Jessic arbeitet ein Bürger auf dem Naturwunder jetzt. Der generiert dort natürlich keine Nahrung, keine Produktion. Möchtest du generiert er nicht ganz viel Wissenschaft dadurch? Ich dachte mir, dann forschen wir schneller. Genau. Ich wollte nur sicher gehen, dass es eine absichtliche Entscheidung von dir ist und nicht, dass du dir die KI hast, den da platzieren lassen und dass du das nicht mitbekommen hast. Ich bin mir nicht so sicher, ob das gut so ist, aber ich dachte mir, je schneller wir forschen, desto schneller machen wir Fortschritte. Und deswegen dachte mir, das ist vielleicht ein bisschen wichtiger als Bevölkerungswachstum, weil das haben wir hier ordentlich mit den Maisfeldern. Es gibt ja kein falsch und kein richtig. Das Einzige, was falsch wäre, wäre, wenn du das jetzt versehentlich gemacht hättest. Deshalb habe ich nachgefragt. Als bewusste Entscheidung ist das begründbar.
auch nicht mehr weit weg hier, die Maisfelder, ne? Dann hätten wir noch mehr Nahrung. Ist auch ein bisschen Geld haben wir ja noch, ne? Also, Decisions. Was du auch machen kannst, musst du nicht, aber kannst du. Du kannst Geld sparen und in einer der neuen Städte, die du gründen wirst, ein Monument kaufen, ein Gebäude. Also Monumente kannst du auch kaufen, genau wie Einheiten. Ein Monument? Ich kann Monumente kaufen, anstatt zu bauen? Kannst, das wusste genau. ich noch gar nicht. Naja, es gibt zwei Möglichkeiten, Geld auszugeben in den Städten. Entweder Geländefelder kaufen oder ein Bauprojekt. Dir erkaufen mit Gold. Das geht nicht bei allen Bauprojekten, aber es geht bei normalen Gebäuden und bei Einheiten. Falls du das Gebäude oder die Einheit schon angebaut hast, falls da schon Produktionspunkte reingegangen sind, ist der Kaufpreis leider nicht reduziert. Dann gehen einfach die Produktionspunkte verloren. Okay, ist in dem Punkt wahrscheinlich nicht mehr so schlau, ein Monument zu kaufen. Aber ich wusste gar nicht, dass man auch Gebäude kaufen kann. Das hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Da besteht das ja. Da wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen, hier Einheiten auszubilden, weil wir die ja immer noch 50% schneller kriegen. Na gut, für nächstes Mal weiß ich Bescheid. So, hier gibt es jetzt ein bisschen Stress. Die Bogenschützen wurden ein bisschen angegangen. Ich mache die mal ein bisschen weiter nach hinten. Ich lasse die mal ein bisschen stänkern. Das Kämpfen macht auch wirklich Spaß, finde ich, mit den Grundprinzipien hier. Ich bin auch beim Erklären immer hin und her gerissen. Ich rede ja schon so viel gerade. Hin und wieder denke ich mir, dann lasse ich eine Kleinigkeit lieber laufen, damit es auch Spaß macht, weil das ist immer, ja sonst normal. Immer her damit. Ich habe noch sehr viel Spaß. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo mein Kopf raucht. Immer her damit, mit den Informationen. Also auch wenn ich irgendwas richtig doof mache, sag einfach Bescheid, ne? Ich kann das ab. Okay. Wo ist mein Speer? Der ist hier hinten am Rumkriechen. Was war das? War da ein Dorf? Das habe ich gar nicht gesehen. Aber gut zu wissen. schön. Production. Ich will mehr Handwerker haben, weil dann können wir hier Maisfelder bauen und noch so ein paar andere Sachen. Wobei, wie gesagt, meine Bevölkerung... Ich werfe mal eine Frage in den Raum, Mati. Du hast ja jetzt drei Städte und du hast Barbaren kennengelernt und noch keinen großen Konkurrenten. Du hast im Augenblick keinen Feind, der dich unter Druck setzt. Und du hast auch keine Stadt, die du unter Druck setzen könntest. Du könntest den Stadtstaat erobert und da einnehmen. Aber das kann man machen. Die Stadt kannst du erobern, die gehört dann dir. Oder du kannst sagen, die ist direkt neben mir, ich habe da einen Gesandten reingeschickt. Die soll lieber als meine Außenstelle fungieren. Aber du hast niemanden, mit dem du dich im Augenblick betteln musst. Nee, tatsächlich noch nicht. Du könntest also sagen, erst gründe ich jetzt noch mal ein paar weitere Städte. Ich nutze die Gunst der Stunde und breite mich noch ein bisschen aus. Das klingt sehr, sehr logisch, die Denkweise. Das klingt sehr, sehr logisch. Ja, guck mal, da kann man doch theoretisch die Barbaren hier weghauen. Dann hat man hier doch ein paar sympathische Felder, hier so in Richtung Fluss und so. Ich weiß nicht, ist das schlau, seine Städte nah aneinander zu halten, damit man die besser verteidigen kann? Wahrscheinlich, oder? Nein, also da gibt es auch verschiedene Spielstile. Also manche Leute setzen die so eng, wie es geht, manche ein bisschen weiter auseinander. Es ist Geschmackssache. Ich würde immer genau das machen, was du gerade auch getan hast, mit der Taste 4 die Wohnraumansicht mal anschauen lassen, dann die Ressourcenerträge checken und würde mir ein paar coole Standorte halt überlegen und dann gezielt in die Richtung hin expandieren. Die Lücken zwischen den Städten kannst du notfalls später immer noch füllen, falls du es dann für notwendig hältst. Ich überlege gerade, ich gucke halt immer sehr auf die Bonusressourcen, was wahrscheinlich auch Sinn ergibt. Ne? Ich meine, okay, Stein bringt jetzt nur ein bisschen mehr Produktion, gar nicht mal so viel. Hier ist noch ein bisschen Tabak, hier Seide und so. Sieht genau vorbei, es bringt einmal Produktion, einmal Kultur. Hier ist Weizen. Hier wäre zum Beispiel noch dreimal Weizen, da könnte man eine Stadt richtig schnell hochziehen. Ja, du hast relativ wenig Produktion allerdings drumherum. Ja, das stimmt. Aber du hattest im dritten Ring den Vulkan Richtung Süden und er würde die Geländefelder drumherum hin und wieder mit Lava füllen und dir dann neue Erträge geben. Was gäbe es denn hier sonst noch so? Hier gäbe es noch einmal Wild, hier gäbe es noch einmal Pferde. Allerdings ist hier nicht so, hier ist Küste. Und naja, dann müssten wir uns wahrscheinlich mit Schifffahrten so auseinandersetzen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Also du machst das alles richtig, aber ich gebe dir trotzdem mal einen kleinen Tipp mit Blick aufs Multiplayer-Match. Da musst du dich ja ganz schnell orientieren. Wenn du mal aus der Ansicht wieder rausgehst, einfach nochmal 4 drücken,
Die Karte ist ja unterteilt, wie ein echter Planet auch, in Klimazonen. Das heißt, Richtung Süden kommt irgendwann der Südpol, Richtung Norden kommt erstmal von dir aus gesehen jetzt eine Regenwaldzone. Danach kommen dann wieder normale europäische Klimazonen und dann irgendwo im Norden der Nordpol. Und die Extreme, also ganz im Süden, ganz im Norden, da ist ja viel Tundra. Und in der Mitte ist entweder viel Regenwald oder es gibt diese Wüstengebiete. Und die Tundra ist für die meisten Spieler schwer zu spielen. Also wenn du von dir aus Richtung Süden gehst, in diese kargen, kalten Gebiete, da findest du hin und wieder einen coolen Standort, aber es wird schwer sein, da schnell zu expandieren. In der Mitte der Karte, also in Horizontalen, rund um den Äquator, hast du viele Regenwälder und ein paar Wälder auch. Und die sind immer eigentlich ganz gut. Also da kannst du sehr früh, auch ohne Modernisierung zu bauen, viele Nahrung, viele Produktion abgreifen. Okay. Du hast da auch viele Flüsse da. Das sieht eigentlich alles cool aus. Und wäre ich ein KI-Konkurrent, ich würde versuchen, mir genau diese Teile der Karte nördlich von Gelonos zu schnappen. Okay. I see. Dann haben wir doch hier eine sehr nette Ecke mit sehr viel Nahrung, sehr viel Produktion. Ich finde, das sieht aus wie ein traumhafter Ort für eine Stadt. Wobei das Rechner hier an Gelonos dran ist, aber ich meine, Gelonos kann ja auch in die andere Richtung dann expandieren. Es ist, glaube ich, nicht so schlimm, wenn die Städte nah aneinander sind, oder? Du kannst, Richtung Norden könnte theoretisch ganz viel Platz sein. Vielleicht schickst du mal eine Einheit drauf und gehst mal gucken. Ja, wäre vielleicht eine gute Idee. Ergibt das Sinn, zwei Speer zu haben? Ja. Also viele Spieler gründen von Beginn an zwei Speer und bauen alles andere später zum Beispiel. Musst du nicht machen, aber kannst du machen. Dann opfer ich mal gerade die zwei Runden für einen Speer. Dann können wir vorher mal ein bisschen gucken und dann schicken wir die Siedler hinterher. Es dauert ja echt nicht allzu lange. Und was haben wir hier jetzt noch? Der Handwerker, da kommt die haben wir überhaupt Arbeiter dafür? Ja, das sieht gut aus. Dann machen wir noch einmal den hier. Ja. Tada. Habt ihr wunderschöne Gewürze und jetzt müsst ihr nicht mehr unglücklich sein. Jetzt seid ihr nicht mehr unhappy und seid nicht mehr zu faul zum Arbeiten. So. Genau. Und nächste Runde. Wir umkreisen hier so ein bisschen das Barbarenfeld hier, ne? Den werden wir ein bisschen auf den Senkel gehen gleich. Ja, man kann das sein, dass die Sith-Sucht dich gepackt hat und in ihren Klauen hält. Ich merke schon, also das ist so ein Spiel, wo man, glaube ich, die Zeit nicht vergehen merkt, oder? Ich habe das Gefühl, es ist so ein Spiel, du guckst auf die Uhr und es sind 20 Stunden vergangen und oh, hier komme ich nicht lang, schade. Ja, doch, ich merke den Sog. I see why. Ich sehe schon, warum. Und man blinzelst so und sagst, um Gottes Willen, wir hatten gerade das Licht angemacht, das blendet mich und dann war stattdessen die Sonne, die aufgegangen ist. Ja, 4 Uhr morgens. Letztens erst passiert beim Anno-Spielen, ne? So lalalala, nur noch das eine, nur noch das eine und dann so, oh, die Vögel. Man kennt es. Aber ich muss ein bisschen schneller mir angewöhnen zu spielen, vor allem für Sonntag. Ich denke gerade noch sehr viel nach. Absolut richtig. Und du hast ja noch keine Automatismen, die musst du ja noch entwickeln. Und die kannst du nur entwickeln, indem du anfangs nachdenkst. Du machst das genau im richtigen Tempo. Ja, wir haben ja auch morgen nochmal eine Runde, ne? Spielen wir dann eigentlich den Spielstand hier weiter? Oder wir haben einen Vorschlag, denn dann kommen noch ganz viele weitere Spielfeatures. Du hast noch keinen einzigen Bezirk gebaut, wir haben noch keinen Zeitalterwechsel gehabt. Wir haben, was haben wir sonst noch alles nicht gehabt? Du hast noch keine Stadt erobert. Du hast noch keinen echten Krieg gehabt. Du hast dich noch nicht mit Stadtmauern auseinandersetzen müssen. Wir hatten auch keine Belagerungswaffen. Yep. Da kommt noch so einiges, ne? Wir sind ja gerade noch so im echt entspannten Teil des Spiels. Siedler, let's go. Die dauern immer ganz schön lange. Du musst mal hier außen rum gehen. Das war jetzt natürlich ein bisschen verschwendete Zeit. Aber naja, ich bin hier auch gerade so im Sog. Ne? Ich kriege gar keine Subs mit, nichts im Chat mit. Ey, Chat, es tut mir leid, der Sog. Ihr kennt das, wenn ihr selber Civilization spielt. Ne? Es ist so Fokus und so. Ne? Ihr kennt das wahrscheinlich. Eistüte, dankeschön dir für den 5. Monat. Und Redpack, dankeschön dir für den 40. Monat. Dankeschön. Ich hoffe, ihr habt Spaß hier beim Zugucken. Ich gebe mir Mühe. Also, morgen nochmal Training ab 15 Uhr. Und Sonntag geht es um die Wurst. Ne? Bin ich sehr gespannt, wie das läuft hier. So, die Speer, die werden jetzt noch nicht meine Städte zunichte machen, oder? Die kann ich wahrscheinlich ignorieren, das mal da oben. Ja. Ich meine, die sagen den Barbaren Bescheid, aber an dem Punkt kann ich die Barbaren ja auch weghauen. Wir sind ja nicht mehr so schwach hier. Ja. So, und die Antike endet in 5 Runden. Das ist unabhängig von meinem Spielprogress, wie die Zeitalter sich verhalten, richtig? Das heißt, jeder kriegt gleichzeitig die Antike. Ganz genau. Da muss ich ja nicht irgendwie aufpassen. Guck mal, weg mit euch.
Vielleicht kannst du auch schon wieder zurückgehen. Und dann können wir hier noch ein bisschen tun dann. Ist in einem so atemberaubenden Tempo mittlerweile bei mir bei der Bildschirmübertragung. Ich sehe nur noch Schlieren. Also das ist wie... Und vor allem auch, du spielst so schnell, dass der Fahrtwind gerade meine Haare kräuselt. Das ist total krass. Ja, das ist ja, also also Sonntag wird ja abgerissen. Ich muss mich ja hier vorbereiten. Also das ist ja, das wird ja eine harte Runde, ne? Wir müssen uns ja hier auf den Ernstfall vorbereiten. Ja. Ich will Handwerker für da oben haben. Das ist mir ein Wunsch. Außer es kommt jetzt von hier, wobei... Überleg gerade, brauche ich einen Kornspeicher? Nee, brauche ich nicht. Meinen Leuten geht's gut. Ich weise dich mal auf neue Spielfeature hin, aber dass wir noch nicht geredet hatten. Mittlerweile hast du ja eine kulturelle Forschung gehabt, mit der du die ersten Handelsrouten bauen könntest. Mm. Und zwar steht ganz links oben am Bildschirm, da steht 0 und 1 neben den ganzen Reichsweiten, genau. Mm. Das bedeutet, du könntest einen Handelsweg machen, 0 hast du bislang gebaut. Die Kapazität, also wie viele Handelswege du machen kannst, das hängt davon ab, welche Gebäude du wo gebaut hast. Und du startest quasi mit der Forschung mit einem Gratis-Handelsroute, die du machen könntest. Was du dafür brauchst, ist eine Einheit Händler. Die baut man in Städten oder die kauft man. Und der gibt dir dann die Möglichkeit, eine Stadt mit einer anderen zu verbinden. Entweder innerhalb deines Reiches, von einer Stadt zur anderen, oder du kannst auch zu fremden Städten hin Handelsrouten machen. Und was sie dann bringen, gucken wir uns dann an, wie du den ersten Händler hast. Das klingt sehr sinnvoll. Das klingt nach einem sehr sinnvollen Vorschlag. Ich hatte komplett vergessen, dass Händler existieren. So, ihr könnt nicht mehr laufen, ihr bleibt hier. Du bleibst auch hier, du bleibst auch hier. Beziehungsweise du kannst ja mal den Bienenstock verteidigen, ne? Du kannst mal hier dich in die Mitte stellen. Und unsere Pferde kriegen wir auch in einer Runde. Dann geht's ja richtig ab hier, ne? Dann geht's ja richtig ab. Aber es ist auch schon total viel Zeit vergangen, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange du Zeit hast heute. Ich möchte dich jetzt ja auch nicht überstrapazieren hier. Civilization kickt schon richtig, ist schon viel Zeit vergangen hier gerade. Ja, also so ein halbes Stündchen wäre okay. Also ich habe heute Abend keinen Stream, streamerweise abends, aber heute Abend nicht. Sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. Weil ich bin hier schon voll drin, ne? Ich vergesse gerade voll die Zeit und alles. Ich bin hier so im Modus schon. So, jetzt haben die hier einfach mein Barbarendorf, also... Hätte ich das geplündert, hätte ich jetzt irgendwas bekommen dafür, ne? Und die haben das jetzt einfach hier weggesnackt. Finde ich nicht so nett, Armagach. Finde ich nicht so freundlich von euch. Sag ich, wie es ist. Na gut, dann ziehe ich euch mal zurück hier. Und dann könnt ihr alle mal beim Brunnen des Lebens vorbeigehen, weil ich das vergessen habe. So, der macht einen Händler. Die sind hier unterwegs. Die können hier ein bisschen verteidigen. Eine neue Forschung. Was wollen wir haben? Tja. Stadtmauern vielleicht, wa? Bisschen verteidigen, maybe? Ja. Ich denke mal laut für dich nach. Du hast ja das Pantheon dir schon geholt. Das Pantheon war dieser erste Glaubenssatz. Aber das ist noch keine echte, richtige Religion. Und um die zu bekommen, bräuchtest du einen sogenannten großen Propheten, ganz genau. Und den kannst du mittelfristig bekommen, indem du eine heilige Stätte baust oder das Weltwunder baust, Stonehenge. Das ist der grüne Fleck. Eines von beiden Sachen bräuchtest du, um einen großen Propheten zu bekommen. Religionen geben coole Bonusse. Es können nicht alle Fraktionen, die im Spiel sind, eine Religion bekommen, sondern es gibt immer weniger Religionen zu verteilen, als die Anzahl der Mitspieler beträgt. Also auf so einer Karte sind 6 Spieler unterwegs, 4 Religionen sind im Pool. Also ich würde mir eine Religion irgendwann angeln und vielleicht mal auf die Astrologie gehen. Ich habe bei meinem Testspiel, was ich vor ein paar Tagen einfach mal so gestartet habe, ohne groß Ahnung zu haben, habe ich keine Religion abbekommen. Und ich war so, hey, was soll das? Ich war richtig eingeschnappt. Bei mir meine KI-Gegner die Religionen weggeschnappt hatten. Fand ich richtig gemein. Ihr verschanzt euch hier mal, steht mal in der Gegend rum. Ich habe jetzt richtig Bock, hier meine ersten Reiter zu entwickeln. Die berittenen Sakenbogenschützen, die kosten hier 6 Zeiteinheiten, aber ich würde sie hier trotzdem mal machen. Ja, ich würde mal hier berittene Bogenschützen entwickeln, weil, ne, die haben ja durchaus sehr, sehr viele Vorteile. Hier machen wir einen Händler. Du hast gerade was anderes eingestellt, ne? Ich glaube, du hast gerade die Reiter eingestellt. Oh ja, dankeschön. Und ich habe auch schon wieder keine Handwerker mehr, ne? Ich habe ein bisschen Handwerkermangel hier. Machen wir nach dem Händler, dann können wir hier auch noch ein bisschen ausbauen. Wirklich diese Entscheidung, was man zuerst macht, man kann sich da in der Theorie so lange den Kopf mit zermürben. Naja.
Luxus, wie zum Beispiel Klimaanlagen, liest das Römische. So, was haben wir hier Neues, Schönes bekommen? Alle Karten, die so ein Ausrufezeichen haben, die sind gerade neu durch die Forschung gekommen. Ah. Dadurch kannst du schnell erkennen, was gerade neu im Pool gelandet ist. Was bringt mir Loyalität bei Städten? Worauf hat das Einfluss? Das ist ein Feature, das wird erst dann relevant, wenn du eine andere Fraktion kennengelernt hast. Das schauen wir uns beim nächsten Stream an, würde ich vorschlagen. Ich bin sehr ungeduldig, ne? Ich will immer alles immer direkt wissen. einfach ignorieren. Cool. Du erinnerst dich eben bei den anderen, es gab schon andere Karten in der Art. Das heißt, weil du jetzt noch mehr Siedler bauen willst, dann würdest du bei jedem Produktionspunkt, den du in die Erzeugung eines Siedlers reinsteckst, einen halben geschenkt bekommen. Landvermessung hat dagegen die rechte Seite. Das bedeutet, wenn du irgendwo ein Geländefeld mit Gold kaufst, dann hast du einen kleinen Rabatt und das ist eine Idee billiger. Das ist eine Karte, die auf den ersten Blick super toll aussieht, aber die brauchst du in der Regel nur sehr selten. Wenn du gerade ganz viele Karten kaufen willst, dann schon, aber... Ja, ich habe momentan gar nicht genug Siedler, um alle Karten zu bedienen. Das ist ja das Ding, ne? Das bringt mir nichts, wenn ich dann 10 neue Felder kaufe. Das geht wahrscheinlich nicht rückwirkend für die ich gerade produziere, oder? Nee, rückwirkend nicht. Also ab jetzt halt. Du kannst auch nochmal rausgehen mit dem X und dir nochmal alle deine, nochmal die Städte angucken und dir überlegen, und dir überlegen, will ich jetzt viele Siedler bauen? Vielleicht in jeder Stadt einen Siedler sogar noch oben drauf, dann hättest du 3 Siedler, dann könntest du deine Anzahl der Städte verdoppeln. Innerhalb von wenigen Runden, wäre das eine Möglichkeit für dich? Ich meine tendenziell mehr Städte, mehr Produktion. Ich muss sie aber halt auch verteidigen können. Ne? Also was würdest du sagen? Jetzt hier aggressiv mehr Städte bauen, ist das ein schlauer Plan oder eher nicht so? Also ich würde schauen, habe ich im Augenblick schon Konkurrenz kennengelernt? Hast nicht? Dann würde ich auch mehr Städte bauen. Es gibt ja keine Front. Es gibt im Augenblick noch niemanden, vor dem du Angst haben musst. Nur ein paar Barbaren. Du hast eben ja schon stolz rausgebrüllt, dass du vor Barbaren keine Angst mehr hast. Was eventuell echt doof war. Okay, das klingt einleuchtend. Machen wir mal den hier. Moment. Jetzt hast du 2 Produktionskarten gleichzeitig. Jetzt hast du sowohl einen Bonus, um Militär zu bauen, als auch einen Bonus für Siedler. Baust du beides parallel? Sowohl Siedler als auch Militärkarten? Das ist ein sehr guter Punkt. Aber da würde ich mal sagen, wir holen uns ein bisschen Gold vielleicht. Gegen Barbaren kämpfen brauchen wir nicht so wirklich Hilfe. Das geht ja eigentlich ganz gut. Marineeinheiten sind uns egal. Da würde ich sagen, holen wir uns ein bisschen Bonusgold stattdessen dann. Also im Augenblick gibst du kaum Geld aus, weil nur die Bogenschützen kosten 1 Gold und die berittenen Bogenschützen, die Sackenbogenschützen auch. Kannst du machen, ja. Also wenn du dir sicher bist, dass du jetzt nur Siedler baust und kein Militär, dann ist das, wie du es gerade hast, perfekt. Ja, ich würde... So wie du es mir gerade verkauft hast, würde ich jetzt die Taktik fahren. Ich würde jetzt erstmal Siedler produzieren. Genau. Dann jetzt auch die Produktion umstellen in den Städten. Auf Siedler überall. Den Händler würde ich noch gerade zu Ende machen. Und hier der berittene Bogenschütze, der kann ja ein bisschen warten. Auch wenn ich sehr Lust auf ihn habe. Aber der muss jetzt ein bisschen warten, der berittene Bogenschütze. Und du gehst immer hier ein bisschen die Gegend angucken. Was haben wir hier? Der Governor-Titel. Da würde ich ihn mal befördern, weil seine Fähigkeiten waren ja erst mit der ersten Beförderung so wirklich sinnvoll. Ganz genau. Da kann Fingala mal hier ein bisschen... Tja, Wissenschaft oder Kultur ist jetzt die Frage. Beides sehr wichtig. Ja, also aus der Erfahrung heraus, in der Regel ist das so, dass man etwa doppelt so viel naturwissenschaftliche Forschung produziert als kulturwissenschaftliche. Die Kulturpunkte sind immer ein bisschen weniger. Das heißt, du würdest durch den Pingalern, durch die Beförderung bekommen, entweder in der Stadt 3 oder 4 mehr von der einen oder von der anderen Forschung. Meistens ist die Kultursache zum Start besser, weil die sind quasi wertvoller. Andererseits wiederum hast du im Augenblick relativ wenig naturwissenschaftliche Forschung. Also die +10, die du an Kultur hast im Augenblick, jede Runde ist ziemlich viel. Die +11 naturwissenschaftlich sind wenig. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dich erfolgreich durcheinander gebracht und beide Entscheidungen sind begründbar. Ich nehme die Naturwissenschaft, weil ich habe das Gefühl, dass da vielleicht mehr Sachen drin sind, die fürs Early Game so relevant sind. Ist so mein Gefühl momentan. Weiß nicht, ob das Gefühl richtig ist, aber ich denke die ganze Zeit, wir spielen ja nicht ewig lang am Sonntag. Das ist ja anders als ein normales Civilization-Match. Ja. Das denke ich mir also die ganze Zeit. Also beide Entscheidungen wären, keine der beiden Entscheidungen ist falsch.
So, jetzt beginnt es langsam, dass ich halt einfach echt viele Einheiten habe. Und das habe ich halt auch bei meiner kleinen Proberunde habe ich das halt auch gemerkt. Irgendwann hat man wirklich viele Einheiten und verliert so ein bisschen den Überblick nach einer Weile, fand ich. Da wird es dann ein bisschen schwer durchzusteigen irgendwann. Ah, und guck mal, wir können hier gleich religiös ein bisschen was machen. Das haben wir auch gerade abgeschlossen. Ach so, da machen wir automatisch, dann gehen wir in Richtung Philosophie. Sehr, sehr gut. Wissenschaft ist gleich Militär. Wissenschaft ist gleich Nukes, schreibt mein Chat. Ja, zu Nukes werden wir nicht kommen, weil wir am Sonntag nur 3 Stunden lang spielen bei dem Turnier. Aber ich dachte mir auch, Wissenschaft ist Militär. Das dachte ich mir auch. Im Chat kommt eine schöne Frage, ob man nicht lieber bei 4 Städten bleiben sollte, bis man Luxusgüter hat, um die Bürger zufriedenzustellen. Ich würde sagen, nein. Weil natürlich ist es schön, wenn die Bürger zufrieden sind, aber es reicht eigentlich aus, dass sie nicht rebellieren. Und dafür haben wir genug Annehmlichkeiten. Also die dürfen ruhig ein bisschen unzufrieden sein. In der Spielphase geht es mehr darum, in der Startphase einer Partie, dass man die Karte füllt mit eigenen Städten und dass man die anderen, die KI-Konkurrenten, so ein bisschen an den Rand der Karte drückt und sich die schönsten Siedlungsplätze schnappt. Kennst du Stronghold, Riding Bull? Ja. Da bei den ganz alten Teilen? Da hatte man ja, ich weiß gar nicht welcher Teil, aber den habe ich als Kind immer gespielt, da hatte man ja die Wahl, entweder man macht das Volk glücklich und dadurch arbeiten sie dann schneller von sich aus, weil sie Bock haben, oder man baut überall Galgen hin und sorgt dafür, dass die Leute so viel Angst haben, dass sie sich zu Tode schuften, obwohl sie unglücklich sind. Genau. Also es gibt ja immer Mittel und Wege, lieber Chat, ne? Die Leute müssen ja nicht glücklich sein, ne? Gibt ja immer Mittel und Wege. Das fand ich immer witzig. Dass der Chat sehr brav dir gegenüber auftritt und selten Widerworte gibt. Wie schaffst du das? Die haben Angst vor mir. Also das ist wie hieß das Spiel nochmal, was ich gerade meine? Also das, ne, seit meiner Kindheit fahre ich das sofort. Das mache ich mit dem Chat auch so. Statt Glücklichkeit gibt es hier Drohungen. Das funktioniert ganz gut. wir haben jetzt hier Stone Age und den Schrein und so erlernt. Das war ja relativ wichtig. Ich wähle erstmal die nächste Forschung aus und dann gucken wir uns mal an, wo wir hier so ein Stone Age hinballern, würde ich sagen. Und ich würde dann jetzt mal die Stadtmauern vielleicht erlernen. Kannst du machen. Du kannst ja auch, das wäre die Alternative, mal anzeigen lassen, wo die Eisenvorkommen sind. Weil Eisen, das findest du bei Bronzeverarbeitung paradoxerweise. Eisen siehst du noch nicht. Eisen ist eine der strategischen Ressourcen, die irgendwo auf der Karte platziert worden sind. Aber du siehst sie erst, wenn du diese Forschung abgeschlossen hast, Bronzeverarbeitung. Dann spawnen die auf und dann siehst du, wo die sind. Wie kann ich das denn nachgucken, indem ich das forsche? Auf dem Bildschirm, bei dem du eben warst, genau. Also im Tech-Tree. Und da steht Bronzeverarbeitung. Und da ist so ein kleines, genau, da sind Amboss-Symbol. Eisenressource, okay. Das ist wie bei den Pferden eben. Die Pferde kannst du dann sehen, sobald du die entdeckt hast, die Erforschung abgeschlossen hattest mit den Pferden, so entdeckst du gleich die Eisenvorkommen. Okay. Jetzt kommen wir wieder zu der super spannenden Frage. Heilige Stätten hast du gerade freigeschaltet. Jetzt kommt ein ganz neues Spielfeature und jetzt wird es leider ein bisschen kompliziert. Ach. Und zwar, jetzt kommt eine neue Art von Bauprojekten in den Städten. Bislang konntest du bauen Einheiten und du konntest bauen Gebäude. Und jetzt kannst du bauen Bezirke. Jetzt kommt der erste Bezirk rein. Und da steht oben rechts im Baumenü Bezirke und Gebäude. Und das genau, das ist eine heilige Stätte. Und das ist ein Gebäude, das baust du nicht in der Stadt selber auf dem zentralen Stadtfeld, sondern das platzierst du auf einem Geländefeld drauf. Und wenn du mal testweise heilige Stätten anklickst und mal gucken gehst, jetzt werden dir alle Geländefelder angezeigt, auf denen du einen solchen Bezirk bauen könntest. Und dann drumherum ploppen Zahlen auf. Das Erste, was du wissen musst, ist, sobald du einen solchen Bezirk platziert hast, kannst du diese Fläche nicht mehr bewirtschaften mit einem Bürger. Das heißt, weil es jetzt irgendein Geländefeld damit claimst, auf dem riesentolle Produktionserträge sind, würdest du die ab dann nicht mehr bekommen. Auch nach der Fertigstellung des Bezirks nicht mehr. Die wären weg. Der Bezirk wäre reserviert für den Bezirk und die Aktivitäten darauf. Wenn du den Bezirk gesetzt hast, kannst du danach bestimmte Gebäude auf diesen Bezirk draufbauen. Das heißt, du kommst jetzt zu der Kategorie von Gebäuden hin, die du nicht nur die du nicht im Stadtfeld baust, sondern auf dem Bezirk außerhalb der Stadtfelder. Und jetzt ist die Frage, wo ist ein Bezirk besonders cool zu platzieren? Jetzt kommt ein Teil des Spiels, ich wette, der wird dir total gut gefallen als Anno-Fan. Jetzt kannst du nämlich puzzeln. Jetzt kannst du dir überlegen, unter welchen Bedingungen gibt mir der Bezirk die coolsten Bonusse. Und das ist bei jedem Bezirk anders.
Und wenn du mal in die Beschreibung der heiligen Stätte reingehst, also wenn du nochmal da in das Mausohr reinguckst, dann siehst du plus zwei Glaubenführer. Da eine ellenlange Liste. Und zwei Wälder, dann, zwei Bezirke, Berge, Naturwunder finden sie auch gut. Das Spiel guckt also bei der Platzierung, was sind die Felder daneben, neben der heiligen Stätte. Du bekommst sogenannte Nachbarschaftsbonusse. Da haben wir ja doch hier also, eine Stadt mit einem wunderschönen Naturwunder, wa? Ja. Das würde sogar plus zwei geben und wir würden jetzt nichts verlieren, was unfassbar toll wäre. Na, du verlierst die oder drei Produktionspunkte. Oder wir kaufen sogar das da oben und verlieren dann gar nichts Tolles, weil drei Produktionen sind ja schon ganz nett. So ist es. Ach, ich mag das Spiel, du. Womit werde ich hier... Guck mal, ich habe doch jetzt schon keine Zeit, alles zu zocken, was ich zocken möchte. Weißt du, ich komme doch jetzt schon nicht zum Schlafen. Jetzt habe ich hier noch so ein Spiel, worauf ich Bock habe. Das ist echt problematisch, weißt du? Schwierig. Komm, aber ich lasse den Händler gerade noch zu Ende machen und dann wird hier... Oh. Das kann ich aber nicht mit Geld kaufen, oder? Im Bezirk nicht. Schade. Die Gebäude, die Einheiten, ja, die Bezirke nicht. Ich sag mal, jetzt wollen wir dir noch... einen kleinen unfairen Vorteil verschaffen fürs Multiplayer. Stehst du auf Fairness? Nee, das ist langweilig. Stehst du darauf, dass deine Gegner dich fair behandeln? Ja, ne? Ja, also ich darf die nicht fair behandeln, aber die müssen mich fair behandeln. So läuft das in der Regel. Genau, die Einstellung, die ich mag. Jetzt mal unter uns. Wir hoffen mal, dass deine anderen Kollegen ja die Konkurrenten nicht mit zugucken. Geh mal rein ins Optionenmenü. Warte kurz, wen muss ich bannen? Hier, wo ist da dein Kollege? Das war Matsu Manix. Der ist schon wieder weg. Jetzt gehen wir in die Optionen und ins. Und jetzt lass ich mal kurz gucken, wo das ist. Das ist, glaube ich, bei Interface. Und da steht, lass mich mal kurz gucken. Irgendwas mit Produktionslisten. Wir suchen das Stichwort Produktionsliste öffnen beim. Da, immer öffnen, aber das da haben ist wir... es. Ja, und das öffnen wir jetzt. Jetzt gehst du auf aktiviert. Und jetzt besteht. Genau. Und wenn du jetzt eine Stadt mal aufmachst und dann rechts auf das Zahnrad-Symbol in die Produktionsliste reingehst, ja, und jetzt hast du oben zwei Anzeigen. Da steht Liste und daneben steht Mehrfachliste. Jetzt kannst du tricksen, jetzt kannst du viele Städte auf einmal überblicken und kannst beim Multiplayer-Match, bei dem die Zeit alles ist, kannst du... deine Städte darüber verwalten. Du kannst jede Stadt einzeln schnell aufrufen, kannst in den Produktionslisten eine ganze Produktionskette einstellen von Gebäuden. Kannst genau, ich wollte gerade fragen, kann ich über die Übersicht auch, also kann ich jetzt auch mehrere Produktionen hintereinander in Auftrag geben? Ich, kannst du machen. Muss ich jetzt Shift gedrückt halten oder wie mache ich jetzt was hier auf Platz 2 hinter den Händler? Mach mal einfach Rechtsklick und entferne und alles bleibt so, wie es ist. Das war okay. Oder setzen wieder rein in die Händlerliste. Du musst den nicht wegnehmen. Du kannst einfach was Neues reinklicken. Also du bist jetzt in der Stadt Jessic. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel testweise sagst, danach soll ein Handwerker entstehen. Einfach nur so mal probeweise. Dann klickst du auf den Handwerker unten rechts. Dann sind Stufe 2. Und so kann du kannst du Riesenlisten machen. Und du kannst bei Drag and Drop hin und her. Oh, das ist sehr nice. Also machen wir erstmal den Händler zu Ende. Ne? Und dann machen wir hier... Aha. So, wobei Bezirke kann ich ja nicht machen, weil ich auswählen muss, wo sie hinkommen, richtig? Versuch's mal. Ah doch, kann ich. Dann machen wir so, dann machen wir erst den Händler zu Ende und dann ballern wir hier mal den Bezirk hin. Ja. Das ist sehr praktisch, das ist sehr, sehr nice. Und so kannst du dir im Multiplayer-Match, und das ist echt klug, wenn du das dann nutzt, Ketten machen. Diese Produktionslisten sind echt sehr wichtig fürs Multiplayer-Match, weil du jedes Mal sonst, wir spielen auf Online-Geschwindigkeit, im irren Tempo werden in vielen Chatten Bauprojekte fertig werden. Sonst musst du dich jedes Mal, wenn irgendwo ein Bauprojekt fertig geworden ist, neu reindenken. Ja, genau, was ich meinte, ne? Wenn man später super viele Städte und super viele Einheiten hat. Man kann ja Einheiten auch, glaube ich, nicht gruppieren, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Man kann ja nicht irgendwie drei Bogenschützen gleichzeitig auswählen, glaube ich. Man muss ja wirklich alles einzeln anklicken und das wird schon sehr stressig nach einer Weile, wenn die Stadt ein bisschen größer wird. Je nachdem, wie der Timer so eingestellt ist, ne? So, jetzt erspähen die uns hier alle, aber die sollen ruhig kommen. Wir machen die fertig. So. Und ich lasse die jetzt einmal hier ein bisschen in der Oase baden, meine guten Bogenschützen. So, und du guckst mal hier ein bisschen weiter. Huch, kannst du gar nicht weiterlaufen?
Ach, das ist ja. Oh, der musste über den Fluss gehen. Der soll sich mal nicht beschweren. Und dann haben wir hier gleich die Bronzeverarbeitung. Was kriegen wir denn eigentlich? Wir kriegen Kasernen, wir kriegen einen Lagerbezirk, wir kriegen Speerkämpfer. Ich werde ja meine Pferdereiter produzieren und mit denen ein bisschen rumstressen. Wobei, wir wollten eigentlich auch noch Siedler produzieren. Ach, wobei, Siedler in zwei Städten produzieren reicht, glaube ich, für den Bonus. Ich habe es nämlich rumgetestet. Ich habe hier meine Zivilisation schon mal testweise gespielt vor ein paar Tagen. Und die Pferde, die sind ja echt ganz nice, um ein bisschen rumzubrandscharzen und ein bisschen rumzustressen. Aber besonders stark in der Verteidigung sind sie jetzt nicht. Hatte ich das Gefühl. Das sind für alles, ganz genau, das sind Einheiten, mit denen du schnell erkunden kannst und mit denen du in andere Städte einfallen kannst und deren Geländefelder plündern kannst. Das heißt, so ein bisschen auf Kaserne und so ein bisschen auf schwere Einheiten muss ich wahrscheinlich auch gehen, ne? Wenn ich mich verteidigen möchte, erfolgreich gegen die anderen. Also eine Mischung von berittenen, zumindest eine Mischung von berittenen Einheiten in deinem Fall und von Nahkampfeinheiten. Also Nahkampfeinheiten sind ein Muss. Nahkampfeinheiten brauchst du, um in Städte reinzugehen und um die zu halten, weil die einfach standhaft sind und das sind die Tanks im Spiel. Dann gibt es die Fernkampfeinheiten, die kannst du ja auch schon bauen und die geben halt über mehrere, die feuern halt über mehrere Geländefelder entfernt und sind allerdings ein bisschen schwächer, wenn die selber angegriffen werden. Und dann gibt es später im Spiel noch sogenannte Belagerungseinheiten und das sind die Städteknacker. Das heißt, die machen keinen Fernkampfschaden und keinen Nahkampfschaden primär, sondern sogenannten Belagerungsschaden und damit kannst du die Städte schnell eindampfen, um damit den anderen Einheiten reinzuziehen. Mhm. Ja, weil ich habe so ein bisschen ahnungslos rumgeklickt, ne, und dachte mir so, komm, ich gehe mal jetzt mit einem Pferd auf eine Stadt und guck mal, was passiert. Ja, und was passiert ist, dass das Pferd recht schnell pulverisiert wurde, natürlich, weil so ein Pferd gegen so eine Stadt ist jetzt halt so semi-effizient, ne. Und da dachte ich mir so, oh, okay, plündern und brandscharzen ist ziemlich cool. Aha, Barbarenland, Hallöchen. Aber so ein bisschen andere Einheiten muss ich mir da auch noch anschauen, glaube ich, wenn ich da was reißen möchte in die Richtung. Und schau dir mal den Norden an, wenn du da deine Siedler gleich hinschickst. Das ist das Paradies auf Erden hier. Wasser ohne Ende, Trinkwasser, Nahrung satt, Berge, die coole Nachbarschaftsbonusse geben, übrigens für heilige Städten und für sogenannte Campus-Distrikte. Das sind die Forschungsdistrikte. Mhm. Das ist, nein, das gibt's doch nicht. Guck mal, was da ist. Das ist ein geothermischer Riss, ne? Ganz links. Ja, das sogar auch noch. Also ich könnte jetzt hier einen Campus hinsetzen, der hätte hier die Berge und hätte das auch noch daneben. Das wäre ja richtig ganz krass. Genau. Also so eine Karte möchte ich bitte auch am Sonntag haben, ne? Und alle anderen spawnen auf einer richtig doofen Stelle, bitte, ne? Das ist so, ne? So darf das denn gerne sein am Sonntag. Jetzt kommt noch ein neues Spielfeature. Schau mal, rechts unten steht Widmung wählen. Es ist Folgendes passiert. Wir kommen in ein neues Zeitalter rein. Wir kommen erstmals in die Klassik rein. Danach gibt es Mittelalter, Renaissance, dann geht es weiter Richtung Neuzeit. Und das hatten wir eben schon drüber gesprochen, ne? Das ist unabhängig von deinem Spielstil. Hin und wieder ploppen die auf. Und das gibt immer zwei Effekte. Der eine Effekt ist der, dass du in eine bestimmte Art von Zeitalter reinkommst. Entweder in ein dunkles Zeitalter, in ein normales oder in ein goldenes. Dann warst du sehr erfolgreich. Das bemisst das Spiel daran, ob du viele Zeitalterpunkte erzeugt hast. Warst du sehr erfolgreich, bekommst du ein goldenes Zeitalter, bist du dagegen eher, hast du etwas unglücklich gespielt, ein dunkles und du hast ein normales Zeitalter bekommen. Der erste Bonus, also hatten wir gerade ein schlechtes Zeitalter? Was soll das denn heißen, Civilization? Ja, ich fand, es war ein normales, sehr gutes. Ja, aber kein goldenes. Okay. Also muss ja hier, also, ne? Also, was muss denn noch passieren, damit das golden ist hier? Reicht es dir nicht aus, der Durchschnitt zu sein? Nein. Du bist die Bienenkönigin, du willst ein goldenes Zeitalter haben. Drunter machst du es nicht. Nee, aber also jetzt im Ernst, wir hatten ja richtig gute Bedingungen auf der Karte und so, ne? Und trotzdem hat es geht sogar noch besser trotzdem. Das ist schon krass, finde ich. Das ist schon interessant. Ja, wir hätten das ein bisschen boosten können. Wir hätten gucken können, wie viele Punkte fehlen dir noch. Und dann hättest du als Pro-Gamer, hättest du dann eventuell geguckt, welche Ereignisse kann ich triggern, die mir noch die benötigten Zeitalterpunkte bringen. Aber das ist als Einsteiger Quatsch. Das ist Quatsch. Das ist schon okay so. Okay. Ich muss auch sagen, ich habe es auch nur, ich habe so 80% verstanden, glaube ich, gerade mit den ganzen Punktesystemen und so, aber... Ja. Und jetzt passieren zwei Dinge. Das eine ist, in einem normalen Zeitalter, alle deine Bürger
empfinden ein Loyalitätsgefühl dir gegenüber. Wenn es ein normales Zeitalter ist durchschnittlich viel. Im goldenen Zeitalter liegen dir der Chat und deine Bürger zu Füßen, verehren dich, himmeln dich an und sind dir super loyal. In einem dunklen Zeitalter murchte der Chat und deine Bürger sind dir illoyal und sind eher bereit, zu einem fremden Reich zu wechseln. Also der Grund, warum wir kein goldenes Zeitalter hatten, ist halt auch der Chat. Ne? Anscheinend liebt er mich nicht genug. An dem liegt das. Ne? Also es sind immer die anderen schuld. Bitter. Einigen wir uns darauf. Es ist immer der Chat schuld. Ja. Jetzt kommt der zweite Effekt. Jetzt kannst du dir noch einen bestimmten Widmungsbonus aussuchen, wenn du auf Fortfahren klickst. Und je nachdem, in welchem Zeitalter du bist und je nachdem, in welcher Art von Zeitalter du bist, kannst du jetzt einen, in der Regel einen von diesen Vorteilen wählen. Und dann hast du, solange du in der Klassik bist, bis das nächste Mal das Zeitalter wechselt. Freie Forschung plus ein Zeitalterpunkt jedes Mal, wenn ihr einen Heureka auslöst. Widmungsbonus, ein Zeitalterpunkt, wenn ihr eine Eingebung auslöst. Wenn ihr einen neuen Spezialbezirk baut oder wenn ihr eine Stadt zum ersten Mal zu der von euch gegründeten Religion bekehrt. Puh, eine Religion haben wir noch gar nicht gegründet, ne? Da haben wir ein bisschen reingefailt, was das angeht zum Beispiel. Kriegt man denn später noch viele? Ja, wobei doch, man kriegt da doch recht viele Eurekas und recht viele Eingebungen. Weiß ich jetzt nicht, ob wir so viele Spezialbezirke bauen werden. Ja, ich weiß, ist aber eventuell für unsere 3 Stunden jetzt auch gar nicht so krass relevant, könnte ich mir vorstellen, oder? Weil Zeitalter, wahrscheinlich erreichen wir nicht so viele verschiedene Zeitalter, oder? Also es kann sein, dass wir noch eines erreichen werden. Das würde ich mal für den nächsten Stream, das wäre möglich. Gut. Lass uns mal so tun, als ob du noch ein Zeitalter erreichst. Also so wie du gedacht hast, hast du im Prinzip schon richtig gedacht. Die Monumentalität bringt dir wenig, weil du wahrscheinlich nicht viele Zeitalter, nicht viele Bezirke bauen wirst in den nächsten Runden. Der Exodus der Evangelisten ganz unten bringt dir dann etwas, wenn du demnächst eine Religion gründest, wenn deine heilige Stätte fertig ist, wenn du dann einen großen Propheten hast. Das wird ein bisschen noch was dauern, aber wenn du die Religion dann hast und wenn du dann viele Städte bekehren würdest, gibt das ein dickes Polster an Zeitalterpunkten. Alternative wäre oben entweder die freie Forschung oder Stift, Pinsel und Stimme. Beide funktionieren ähnlich. Also du bekommst dann, wenn du entweder das Heureka hast für die naturwissenschaftliche Forschung oder eine Eingebung, den Trigger für die kulturwissenschaftliche Forschung, bekommst du jeweils einen kleinen Bonus dann halt. Ne? Als erfahrener SIP-Spieler würde ich dir sagen, in der Regel ist die freie Forschung etwas, damit machst du nichts falsch, weil Heurekas sind mehr im Spiel als Eingebungen. Die Anzahl der naturwissenschaftlichen Forschung im Spiel ist nur höher als die Anzahl der kulturwissenschaftlichen Forschung. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Heurekas bekommst, höher als die Wahrscheinlichkeit, dass du Eingebungen bekommst. Ich finde das gerade sehr, sehr krass. Ich habe ja vor ein paar Tagen das erste Mal halt ohne DLCs gespielt und so, ne? Und also kommt jetzt noch mal ein bisschen mehr dazu, als ich gesehen habe die letzten Tage. Krass. Ja, Forschung. Also ne, jetzt ist so langsam der Punkt, wo es so ein bisschen anfängt, komplex zu werden. So. Aber das ist auch gut so. Ich mag komplexe Spiele. Ich meine, schneller forschen ist wahrscheinlich not bad, oder? Zumal wir ein paar wissenschaftliche Stätten haben, die ganz nett sind. Danach würde ich endlich mal den hier machen. Ich fühle mich unwohl ohne Stadtmauern. Auch wenn wir noch keine Gegner entdeckt haben, aber ich bin paranoid. Mhm. So, ihr kriegt hier euren schönen Bonus. Diese Quelle ist halt richtig nett. Ich hoffe, ich kriege auch sowas Cooles am Sonntag. Okay. Um das nur mal kurz deinen Leuten zu sagen. Sonntag, 18. Dezember, 16 Uhr bis 20 Uhr. Das große Finale, Multiplayer-Match von Marty, eurer Marty, gegen EdoP, gegen Chagas und gegen Toni. 16 bis 20 Uhr. Jetzt haben wir 3 Stunden gespielt. Du kannst gerne alleine weiterspielen. Das finde ich nicht schlimm, aber ich wollte gerade sagen, es ist auch langsam der Punkt erreicht, wo der Kopf raucht und so. Wir sind ja morgen nochmal verabredet. Morgen ab 15 Uhr wird weiter gecoacht. Da spielen wir den Spielstand hier weiter und gucken uns dann die späteren Spielmechaniken an, die wir noch kennenlernen müssen von Civilization. Und ich werde in den Rest der Woche auch ein bisschen eigenständig weiterüben. Und am Sonntag ist dann das Finale. Treten wir an gegen EdoP, gegen Chagas, gegen Thunny, die auch gerade gecoacht werden. Wobei Thunny wird auch von Writing Bull gecoacht. Dementsprechend, ich habe das Gefühl, da werden sich eventuell dezente Teams bilden. Habe ich so das Gefühl, dass ich eventuell nicht direkt Thunny bekriege, sondern eher erstmal die anderen beiden. Und ja,
Macht richtig Spaß. Also ich muss auch sagen, also mit Anleitung ist nochmal was ganz anderes, als wenn man für sich spielt, weil viele wichtige Dinge, wie zum Beispiel, oh, du musst deine Arbeitskraft verteilen, habe ich halt gar nicht mitbekommen, wo ich von alleine gespielt habe. Dementsprechend ist das richtig nice, mal so einen gecoachten Einstieg zu haben. Ich glaube, das hat auch vielen Leuten im Chat ein bisschen geholfen, ne, die sich vielleicht auch mal überlegt haben, das Spiel sich mal anzugucken, kann ich mir vorstellen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, war es vor allem ein irres Tempo gehabt, also wie du am Schluss so ganz schnell mit den Einhänden hin und her gezogen hast, das war eine extrem steile Lernkurve. Und du hast auch, das kommt noch dazu, noch steiler den, morgen hier. Und du hast für den Montag zumindest einen Mitfavoritenstatus, einfach durch das irre Lerntempo und dadurch, dass du eine sehr coole und sehr brutale Zivilisation bekommen hast, wenn du die Skripten richtig ausspielst. Wenn du deine berührten Einheiten rüberschickst zu deinen Gegenspielern und Gegenspielerinnen, die kannst du bluten lassen. Die werden mich hassen, habe ich so das Gefühl. Die werden mich hassen. Ja. Ich werde deren Bezirke plündern, da wird nichts mehr stehen bleiben. Aber man muss auch offen sagen, es könnte auch schlimmer sein, zumindest für dich, wenn die dich nämlich lieben würden nach dem Stream, nach dem Finale, das wäre viel schlimmer. Ja, Diplomatie-Sieg, keine Option diesmal, Chat, keine Option. Jemand fragt gerade, ob der VOD online bleibt. Der VOD bleibt online und du möchtest es auch auf YouTube hochladen, richtig? Das Coaching, dann kann sich das jeder auch nochmal angucken. Genau, bei mir auf meinem YouTube-Kanal bringe ich all die Trainingsmatches, zumindest die ich gemacht habe, wahrscheinlich auch die von Matsuman, immer mit einer kleinen Anmoderation vorne und links und vorne und hinten leicht eingekürzt in den nächsten Tagen. Und natürlich streamen wir das Multiplayer-Match auf allen 5 Kanälen, bei den 5-4 Teilnehmern. Und ich hatte eingangs erzählt, bei mir so eine Beobachterperspektive, wo der andere Coach, Matsuman und ich, die ganze Karte zeigen. Und dann können wir immer, hin und wieder kommen wir in deinen Audiokanal rein oder zu einem der anderen halt. Und machen so kleine Gespräche im Hintergrund und fragen dann nach, na, wie läuft's? Sie sehen deine Pläne aus. Läuft alles gut? Dann gehen wir wieder woanders gucken. Na, wie läuft's? Und die Antwort ist dann, so in etwa. Jemand fragt gerade nochmal, wie der YouTube-Kanal heißt. Nee, Ausrufezeichen YouTube könnt ihr nicht machen. Das ist mein Kanal dann. Der ist schon seit Jahren tot. Da müsst ihr nicht draufklicken. Wahrscheinlich ist der auf deinem Kanal verlinkt. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ja, gibt's überall. Also wo ich auf Twitch bin, ist ja nicht so kompliziert. Es ist writing_bull. Und wenn ihr da noch googelt, dann findet ihr auch den YouTube-Kanal. Es ist ja einfacher, als den jetzt als den so runter zu diktieren. Ich glaube, da müssen wir gerade keine Chat-Funktion für machen. Ne? Writing Bull, nee. Der Name steht nochmal im Titel. Könnt ihr euch einfach kopieren, bei YouTube rein kopieren, bei Twitch rein kopieren, dann seid ihr da, wo ihr hin möchtet. Das kriegt ihr mit Sicherheit hin. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr auf morgen. Ich bin definitiv angefixt, also Ziel wurde erreicht. Ja, und ich bin gespannt, was da alles noch kommt, weil ich habe das Gefühl, wir kratzen jetzt gerade nur an der Oberfläche. Ja. Und die richtigen Profis, die können nur müde lächeln gerade, sehr wahrscheinlich. Viele weitere Spielfeatures kommen und noch ein Hinweis für den Leute, falls ihr so angefixt seid, dass ihr euch denkt, hey, wir wollen eventuell unsere Martin auch ein bisschen besser coachen können im Chat am Sonntag. Und falls ihr euch selber vorbereiten und ein bisschen Civ 6 zocken möchtet, das, was wir gerade gespielt haben, ist die Anthologie-Version. Auf Englisch die Anthology-Version. Die gibt es mit als Grundspiel drin. Da sind beide Add-ons drin. Rise and Fall und Gathering Storm und viele kleine DLCs. Also alles, was es bislang von Civ 6 gab, bis vor kurzem, die kann man im Bundle kaufen. Dazu bekommt man noch den sogenannten Leader-Pass, den Anführer-Pass. Das ist ein weiterer Season-Pass. Den bekommt man gratis, wenn man die Anthology-Version besitzt. Oder alternativ, wenn man alle Einzelteile der Anthology-Version hat, also sich die anderen DLCs passend dazu kauft, bekommt man auch diesen Leader-Pass geschenkt. Und da erscheint halt einmal pro Monat ein weiterer DLC. Einer ist schon erschienen von diesem Leader-Pass. Der nächste erscheint am kommenden Donnerstag mit 3 neuen Anführern. Und das ist so das Grundpaket. Und ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass vielleicht und unter Umständen und möglicherweise in den nächsten Tagen irgendwo ein Sale aufploppen könnte, vielleicht sogar auf Steam, bei dem man diese Spiele ein bisschen billiger bekommen würde. Ausrufezeichen Civilization Chat, wisst ihr Bescheid. Und ich finde, der Bonus-Content, der macht nochmal einen großen Unterschied, weil sowas wie die Naturkatastrophen oder jetzt die Wunder mit der Heiligen Quelle und so, das sind alles Sachen, die gibt es dann durch den Bonus-Content, durch die DLCs. Und ich finde, der macht das Spiel auch nochmal um einiges cooler. Prima, dann weiter. Aber dir viel Spaß. Genau, ich würde dich jetzt mal entlassen hier, nachdem ich dich lang genug in Anspruch genommen habe. Wir sehen uns ja morgen nochmal. Vielen, vielen lieben Dank fürs Coaching. Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Ich glaube, der Chat ist auch sehr zufrieden, ne?
Oder Chat? Ich glaube, der Chat hat sehr zufrieden gewirkt zwischendrin hier im Stream. Wurde zumindest nicht viel gemeckert. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Schöne Grüße. Tschö. So, Leute, das war doch angenehm. Ne, guck mal. War gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Aber die komplizierten Sachen, die kommen ja erst morgen. Ne? Check gerne Writing Bull auch einmal aus. Morgen um 15 Uhr machen wir mit dem Coaching weiter.